du willst von deinem Herzen zu Allah gehen und zu den Islam wechseln, dann Allah nimmt das an. Aber wenn dich jemand zwingt, wie manche das machen, wenn die einen Christen festnehmen oder Jude, irgendwas, diese Terroristen sozusagen, TikTok-sportlich, das kommt nicht bei Allah an. Du kannst alles dich verdecken, beten tausendmal am Tag. Das kommt nicht. Nur wenn du das von deinem Herzen machst. Und wegen dieser Kindersache, es gibt viele, die das machen wegen Geld. Und das ist eigentlich Haram, das ist auch bei uns Haram, eine Sünde, wenn man ein Mädchen heiratet wegen ihrer Alter, nur wegen Geld. Was ich weiß und was das auch stimmt, das ist die Wahrheit. Aber wenn die Frau freiwillig sagt, ja, ich möchte, dann okay, aber Zwang bei uns gibt's das nicht. Sorry, Katalea, dass ich unterbreche jetzt. Das ist wirklich also sehr harte Philosophie. Dakai, Katalea, ich verstehe dich, du hörst dich auch sehr jung an, aber das sind zwei Brüder von dir unten im Chat, einmal CR7 und einmal Osmanische Schelle. Kommt doch mit euren regulären Accounts da hoch und seid manns genug, hier hochzukommen und uns zu zeigen, wer das hier widerlegen kann oder widerlegt haben soll. Ich bin ganz Ohr und bin sehr, sehr, sehr gespannt davon. Ihr hört's mich? Also Genau. seid manns genug, Guck mal, das darauf Problem zu ist kommen. immer, wenn die Wahrheit Katalea, ganz kurz, lass rauskommt, mal den Bruder immer, Aram jetzt bitte, erstmal reden. immer, wenn Unterbrich die ihn. Nein, Wahrheit Katalea, nein, rauskommt. es reicht jetzt. Es reicht jetzt wirklich. Das ist Philosophie, die du übrigens. Und Bruder, Punisher, lad mal bitte die Lea hoch. Ja, lad die mal bitte ein. Die hat noch was zu klären hier. Sie will mir erzählen, dass die Kreuzzüge mit der Bibel zu rechtfertigen sind und Ich finde dass die das nicht, ich finde die christliche. nicht auf der Hallo, Liste. ich bin Gnecca Ja. Parama, ha. Ich finde die nicht auf der Gnecca Parama, wisst Liste. ihr, ist mir völlig Leute, ich egal. Sie wollte hat gesagt, der etwas. Bruder Aram, sie hat noch gesagt, dass der Bruder Aram mit mir ein Hühnchen zu rupfen hat. Sie soll bitte hochkommen und soll mir das anhand von Quellen zeigen, dass die Kreuzzüge, und ich sage nicht, dass die Kreuzzüge durch die Christen gestartet worden sind, sondern diese waren völlig legitim, weil die gerufen worden sind. Aber nicht in der Bibel, okay? Die Länder der Christen wurden überfallen und der Papst hat dann die Kreuzzügler geschickt. Hol diese Frau bitte hoch, ich möchte die Die ist bitte hier nicht, haben. ich hab die gesucht, die ist nicht, Vielleicht die kann man ist sie nicht hochnehmen. gesperrt, Bruder. Also ich sehe die Nein, auch nicht in die der kann man nicht Liste. Ist mir hochnehmen. völlig egal. Sie macht den ganzen Tag, verfolgt sie mich schon hier. Sie soll hochkommen, dann soll sie mit Quelle Ich reden glaube, sie und soll kann mich nicht nicht als hoch. Lügner. Sie Ja, kann dann nicht soll sie hoch. bitte leise Okay. sein. Also ganz ehrlich, guck mal, ich habe sie heute den ganzen Tag, sagt sie irgendwelche, gibt sie irgendwelche Das Sachen selbst von du, sich. ja. Kaute Dukar Minio? Kaute Dukar richtig kaute. Tamam, Kalabi Brio Pikus Kaito. Dann soll Tahana, sie. Tamam. Drumhin, Leute, hat ich mir Laser. wollte etwas Schönes Leute, vorlesen. Kann ich? über was? Ich Ganz muss kurz, wenn ich zwischen dir. muss raus, bitte. Ich Okay, muss Katalia, raus, bitte danke, nur dass du eine da warst. Sache. Leute, ich muss raus, bitte nur eine Sache. Was Ja, ich aber die gerade eine gesagt Sache habe. wird zu 10 Sachen. Ja, da kommt jedes Mal ein Thema Leute, auf. Ja, Ja, aber damit. Komm, also jetzt ich kurz mal zu nur halten, reden bitte. bei mir. Leute, bitte einmal zuhören, bitte. Das Problem ist, ich bin halt Muslime und Schiite. Und wenn die Wahrheit rauskommt, dann sagen alle, die lügt oder die ist zu jung oder die ist so und die so. Ich habe die Wahrheit gesagt und ich habe gesagt, aus meinem Wissen auch über Sachen, viele über die im Koran stehen. Viele glauben mir nicht, weil ich die Wahrheit sage. Ich sage einfach die Wahrheit, Leute. Ja, okay, du Bitte, bist ich Schiitin, das bitte sagt schon alles. Alles gut, Katalea. Wenn du Schiitin euch. bist, alles Katalea, gut, ich ja? wünsche dir eine gute Nacht. Genau. Ja, Alles gut. Die bitte. meisten Sachen gelten ja für euch Schiiten nicht. Die nimmt ja Bukhari und Muslim und so gar nicht an, ja? Diese Sachen gelten nicht für euch. Auf jeden Fall danke, dass du da warst, Katalea. Ja, du bist jederzeit auch Gottes wieder Segen, willkommen, Katalea. weil du so ehrlich bist. Gott segne dich, Dankeschön. ja? Du bist sehr Ja. nett. Also ich wünsche dir noch was, Katalea, ja? Danke, dass du da Dankeschön. warst. Bitte nur eine Sache. Die Hamas. Ihr könnt Oh, Katalea, du hast jetzt 20 Sachen von mir gebracht. aus. Also Nein, wirklich bitte. jetzt, wir wollen noch Okay, gerne lass mich bitte weitermachen. meine Wort reden. Bitte. Nein, keine Wörter So, mehr. ich wollte etwas Schönes aus der Bibel vorlesen, kann ich? So, Leute, bitte alle hochliken auf 100.000 und Hope, es ist Zeit für deinen Spruch und dann kann Johnny kurz was vorlesen. Ja, nee, Johnny, lies jetzt vor und danach gehen wir wieder zurück auf Hamas. Ich will jetzt Genau, sehen. weil Dann gehen das wir zurück betrifft auf Hamas. auch Wie ein unser Gott, Moslem weil einen unser wahren Gott ist auch der Moslem mit Gott der Eier Juden. haben. Weil unser Gott ist auch der Gott der Juden. Ich lese vor. Jesaja 49, 24 bis 26. Du wendest ein, Mann, komm doch, einem mächtigen Herrscher nicht die Beute abnehmen und einem Tyrannen kann man die Gefangenen nicht
entreißen. Doch ich, der Herr, verspreche, genau das wird geschehen. Dem Tyrannen werden die Opfer entrissen und der mächtige Herrscher wird seine Beute verlieren. Wer dich angreift, den greife ich an. Ich selbst werde deine Kinder befreien, deine Unterdrücker aber bringe ich dazu, dass sie sich gegenseitig zerfleischen. Sie werden an sich und ihrem eigenen Brot berauscht, wie an einem neuen Wein. Daran werde ich alle Menschen erkennen, ich bin der Herr, dein Retter, dein Erlöser, der starke Gott Israel. Amen. 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 Danke. Lea, komm jetzt hoch, ich warte auf dich. Genau, so, wir machen jetzt mal hier oben ein bisschen Platz, weil es sind schon wieder zu viele hier oben. Dann kommt sowieso keiner runter. Ich hier auch. Ich wünsche euch eine gute Nacht und der Herr segne. Gute Nacht. Gute Nacht. Gottes Segen. Ja, danke, dass ihr da wart. So. Mach mal die Kommentare an. Wer hat die Kommentare ausgemacht? Ja, mach mal die Kommentare an. Ich habe die ausgemacht. So, wir sind gleich bei 100.000. Wir machen die jetzt an. Leute, weiter liken. Und danach auch nicht Leia, aufhören, Yalla, ja? Komm hoch, Yalla, und nimm vorher deine Tabletten, bevor du hochkommst. Jetzt die der kann nächste. Nicht hochkommen. Die kann nicht hochkommen, ich habe schon versucht. Lasst uns mal ganz kurz den Bruder Langweiler begrüßen. Ja, ne, Gottes Segen wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Gottes Segen. Gottes Segen. Ich wollte nur sagen, also es war mehrheitshalt für das Thema Temusa oder Momo vorhin. Ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Man sollte wirklich deren Wissen über das Christentum mal bei der Wurzel ergreifen. Also wie so in der Medizin. Du nimmst da nicht Kopfschmerzen, du nimmst einfach Kopfschmerztabletten und das war's, sondern du suchst den Grund der Kopfschmerztabletten. Genauso wie bei den Muslimen über das Wissen über das Christentum. Die haben anscheinend irgendwie ein vollkommen falsches Wissen über das Christentum und kommen dann in unsere Streams und sagen dann so, ja, ihr seid keine Christen, dies und das, wo sie halt eigentlich gar nicht wissen, was tatsächliche Christen sind und dass wir unsere Religion auch verteidigen dürfen und all das. Und da wollte ich jetzt nochmal sagen, dass man vielleicht, anstatt jemanden gleich zu diffamieren, mal fragt so, okay, wie viel weißt du über das Christentum und dass man da vielleicht mal anfängt? Was haltet ihr davon? Alle schweigen. Hast du jemand Bestimmten gefragt? Oder der alle? Hat alle gefragt. Der hat alle gefragt. Na, nur so in der Gruppe habe ich gefragt. Ach so, okay. Ja, was soll einfach ich dir sagen? Diese Menschen haben keine Informationen, kommen hierher und wollen irgendwas erzählen. Ja, aber genau das ist ja dann das Problem. Das heißt, wir müssen denen dann Informationen geben, aber nicht auf diese Art und Weise. Das heißt, sie haben ein falsches Wissen über das Christentum. Wir klären sie auf. Wenn sie dann noch so vehement auf ihre Ideologie und sowas setzen, dann bitte. So vehement. Wir treten uns den Staub von den Schuhen und wir gehen weiter. Langweiler, ich habe nur die letzten 2, 3 Sätze gehört. Entschuldige, ich war kurz weg wegen dem Kleinen, der hat ein bisschen Schmerzen gehabt und jetzt bin ich erst zurück. Ich habe jetzt nicht ganz genau gehört oder verstanden, was du gemeint hast, weil das mit dem Staub abklopfen und weiterziehen. Das ist nun mal biblisch, aber ich weiß nicht, auf welchen Bezug du das jetzt gesagt hast. Aber Bruder Aram, es geht einfach nur darum, dass hier Menschen reinkommen, also spezifisch Muslime, ja, die kennen das Christentum nicht. Die haben aus ihr, also ich weiß nicht woher, aber von irgendwoher haben sie ein Christentum kennengelernt und auf das basieren, also jede Argumentation. Und da sage ich dann halt, anstatt denen jetzt Kopfschmerztabletten zu geben, um die Schmerzen zu lindern, geben wir ihnen einfach die Wahrheit. Also das, wie es von Grund auf ist. Ist jetzt ein bisschen kompliziert gesagt. Ja, nee, du hast schon recht. Aber die Sache ist, ob die das annehmen oder nicht, das ist dann die zweite Frage. Ob die das darum sage ich wollen. Ja.
Wenn sie es nicht annehmen, weg mit ihnen. Fertig aus. Wir haben es gesagt, wir können nicht mehr tun. Was sollen wir immer machen? Sollen wir es auf ihre Stirn draufschreiben, Jesus ist Gott? Weißt du? Nein, aber wir müssen schreien, Allahu Akbar. So, Ismail, wer ist das? Kennt ihr den? Das bin ich. Das bin ich. Das machen nicht. Kennen wir uns? Ups, Leute aus Nein. Nein. Ismail, kennen wir uns? Nein, wir kennen uns nicht, nein. Warst du mal bei Löwenherz? Ja, war ich bei ganz kurz, ja. Dann kurz, kennen wir uns. Dann kennen wir uns. So, distanzierst du dich von der Hamas? natürlich. Auf jeden Fall. Ja, also, okay. Schau mal gut. Hört man mich noch? Ja, ich höre dich. Okay. Also ich bin Moslem. Ich habe einen Namen gehört, ja, bitte? Ja, ich verfolge das hier schon die ganze Zeit. Ich bin kein praktizierender Moslem. Ich habe kaum Ahnung über die Bibel, aber auch ganz, ganz wenig über den Koran. Aber ich finde trotzdem, dass der Islam doch eine sehr aggressive Religion ist. Das muss ich dazu sagen. Und Dankeschön, Ismail. Warte, und du bist Moslem? Ich bin Moslem, ja. Und warum bist du dann Moslem? Er ist ein ehrlicher Mann. Ich bin Moslem. Also ja, aber wenn es so aggressiv ist, warum... Aber wartet mal ganz kurz, nur ganz kurz. Glaubst du, kann so eine Aggression von Gott kommen? Nein, das glaube ich nicht. Also ich finde auch, dass ich jetzt nicht so leben muss, wie im Koran es steht. Ich muss jetzt zum Beispiel nicht fünfmal am Tag beten. Trotzdem finde ich, kann ich doch ein guter Mensch sein, wenn ich kein was antue, ehrlich bin, nicht töte, nicht stehle. Ja, aber Bruder, du folgst der Mohammed, oder? Das ist ja dein Vorbild, laut Islam. Nein, wieso muss das mein Vorbild sein? Ich kann doch trotzdem Muslim sein und das nicht mein Vorbild sein. Naja, aber... Ich kann doch so leben, wie ich möchte und was ich für richtig halte. Aber da steht das in deinen Schriften. Dein Vorbild ist Mohammed. Ja, aber ich hatte ja gesagt, ich bin kein praktizierender Moslem. Ich mache das, was ich für richtig halte. Und trotzdem kann ich doch Moslem sein. Okay, was machst du dann, wenn richtige Muslime kommen und dann sagen, du bist kein Moslem? Ja, weil du eben ihre Ideologie nicht verfolgst. Genau, diese Erfahrung habe ich schon oft gemacht. Deswegen finde ich, dass das schon sehr aggressiv ist, diese Religion. Guck mal, wie die Hyänen wegen der Schatzkiste rein sind. Seht ihr das? Ismail, aber weißt du, was ich ganz ehrlich, weißt du, was ich noch viel schlimmer finde? Dieses Bayern-Logo. Nee, das ist ein gutes Logo. Besonders seit gestern. Ach, gegen wen? Ach, die haben gestern Dortmund geschrubbt, ne? Genau, ja. Die haben die richtig auseinandergenommen, ne? Wo? Genau, ich war. Nichtsdestotrotz. Leute, lasst uns zum Thema. Aber Ismail, ich muss dir erstmal danken. Ich finde es sehr gut, ganz ehrlich, dass du das so offen und ehrlich zugibst. Aber dann, also nimm uns das nicht böse, dass wir das manchmal ein bisschen so nicht so ganz glauben können oder so. Ne? Also guck mal, was ist Mohammed für dich? Ist er ein Prophet oder ist er kein Prophet? Das ist ein Prophet. So wurde mir das beigebracht. Das wurde dir beigebracht, okay, natürlich. Ja. Aber ist er für dich ein Prophet Gottes? Ja, aber ich muss aber nicht so leben, wie er das prophezeit oder was er sagt. Ich muss doch so nicht leben, um ein guter Mensch zu sein. Das meine ich nicht damit. Nein, das meine ich nicht damit. Guck mal. Bist du davon überzeugt, dass dieser Mensch wirklich von Gott gesandt worden ist, durch seine Taten, was er gemacht hat? Bist du davon überzeugt, dass Gott jemanden solche Aufträge gegeben hat oder ihm befohlen hat, sowas zu tun, was er getan hat? Das weiß ich nicht. Das bin ich ganz ehrlich. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach. Aber der Bruder sagt ja, der Bruder sagt ja gerade, er ist ja auch gar nicht so fit in dem Islam. Dann wird das ja auch nichts bringen, sage ich mal, so darüber zu reden. Er distanziert sich von der Hamas, ja. Wie stehst du zu Israel in dieser Sache? Also ich muss euch ehrlich mal was sagen. Ich habe diesen Übergriff von der Hamas gesehen. Da hatte ich gesehen, wie einer so einen Jugendlichen, der war 16, 17, einfach mitgenommen hat. Und ich, mein Sohn ist 16, 17, da dachte ich mir, oh Gott, wenn das jetzt mein Sohn wäre, ja, das war richtig schlimm, aber
es ist auch andersrum sehr schlimm, was Israel gerade macht. Also auf beiden Seiten, das ist doch egal, ob es jetzt ein Moslem ist, ein Jude ist, ein Christ ist, ist doch scheißegal, da sterben doch Menschen. Aber ich finde, das ist ein never-ending story. Das wird nie enden. Nie. Aber gut, die Frage ist aber trotzdem, hat Israel das Existenzrecht? Natürlich. Auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön. Na klar. Ich verstehe. Du bist mir sehr sympathisch, ich mag das. Ich verstehe auch die ganze Diskussion nicht, aber ich finde, ab morgen kommst du in die Kirche, dann taufen wir dich und das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das nicht. Ganz kurz, liebe Leute, Ismail, ganz ehrlich, Respekt für deine Ideologie und was du von dir gegeben hast. Begrüßungswert, definitiv. Ja. Aber eins kann ich sagen, das Christentum oder ein Christ zu werden, ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man eine Schahade ausspricht und das war's. Ein Christ zu werden, dazu gehört vieles. Und ich könnte dir nur etwas anraten. Du hörst dich sehr intelligent an und ich bin mir auch absolut sicher, dass du auch sehr intelligent bist. Nur hast du dich mit den Schriften nicht befasst. Wie wäre es denn, wenn du dich mal diesbezüglich ein bisschen dir Zeit nehmen würdest, auch im Koran, sowohl auch in der Bibel nachzulesen? Weil ich bin mir sicher, da findest du ganz schnell zur Wahrheit. Aber ich habe mal eine Frage jetzt an dich. Ja. Du kennst dich ja total aus mit dem Koran, mit der Bibel. Nicht so richtig, aber ein bisschen, sagen wir mal so. Muss man denn ein Christ oder ein Moslem oder ein Jude sein, um ein guter Mensch zu sein? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber kann ich das nicht einfach so leben ohne den Islam oder ohne... Kann man definitiv. Und ich bin trotzdem ein guter Mensch? Darf ich kurz was sagen? Absolut. Nur die Frage ist nur, falls es doch ein Leben danach geben sollte, dann wäre es doch viel wichtiger, das zu wissen und zu kennen, ob es das doch geben könnte. Und falls doch, dass es dann doch die Ewigkeit sein könnte, wäre es dann doch nicht interessant, dass man doch irgendwie dahin gelangen wollen würde? Das ist die andere Frage dann. Okay, dann aber eine Gegenfrage, ja. Komme ich denn nur in den Himmel, wenn ich den Islam auslebe oder den Christentum auslebe, komme ich nur dann in den Himmel? Ismail. Wie ist es denn, nach was lebst du denn? Du lebst ja nach einem religiösen Konzept, du lebst ja nach den 10 Geboten. Das heißt, für dich ist ja Töten falsch, Lügen falsch, Ehebruch falsch. Genau. Das heißt, du lebst ja schon eigentlich nach einem religiösen Konzept. Verstehst du, was ich meine? Ja, das sagt mir aber nicht der Koran. Du kannst dir jetzt aber... Das sagt mir aber auch nicht die Bibel, das sagt mir mein Menschenverstand, dass ich nicht... Woher hast du denn dieses Menschenverstand, wenn du denn dich an diese Regeln halten tust? Ich habe so in die Wiege... Wenn du jetzt geboren wirst, wie ein Affe, sagen wir jetzt mal nur, weißt du, metaphorisch, nach welchen Gesetzen lebst du dann? Ich kann dir das nicht beantworten, das sagt mir mein Menschenverstand. Du lebst nach dem Instinkt. Ja, wahrscheinlich. Das heißt, du tötest, wenn du hungrig bist, du F-Punkt, sage ich jetzt mal TikTok-sportlich, wenn du Lust hast, du weißt, was ich meine? Ja. Was bei uns nicht erlaubt ist. Ach so, dann lebe ich also nach dem Instinkt. Nein, du haltest dich auch dran. Nein, aber ich verstehe, das müsst ihr mir mal erklären. Wenn ich jetzt nicht töte, das mache ich doch nicht, weil es der Islam mir verbietet oder die Bibel mir nicht verbietet. Das mache ich doch von mir selber aus. Das sagt mir doch mein Menschenverstand. Ismail, da gibt es aber wiederum andere Menschen, da sagt ihren Verstand oder ihre Ideologie genau das Umgekehrte, was du jetzt gerade denkst. Was ist dann, wer hat dann Recht und wer hat dann Unrecht? Woher kommt dieses Recht und Unrecht, dieses Wissen oder dieses bestimmte Gewissen? Wo stammt es denn her? Woher kommt es da?
Das wie kannst du sagen, so wie du denkst, ist richtig und wie der andere denkt, der Pädophile oder der Mörder oder der Räuber, dass der nicht richtig denkt? Wie kannst du das von dir aus eigentlich dir anmaßen, wenn du nicht zu einer bestimmten Religion angehören solltest oder eine bestimmte Ideologie verfolgen solltest? Wie kannst du das wissen? Tja. Schwierig, ne? Das ist schwierig. Ich kann dir die Frage wirklich nicht beantworten, aber. Siehst du, mein Lieber, wenn wir nicht daran glauben würden, dass es diesen Schöpfer gibt und sich tatsächlich uns gezeigt hat in menschlicher Form, dann hätte jeden, egal was für eine Rasse, was für eine Ideologie gehabt hätte, jeder hätte machen und tun können, was er will. Also deswegen hat sich dieser Gott sich der Menschheit gezeigt und das ganze Gesetz erfüllt und gezeigt, wie man zu ihm kommen kann. Okay. Das ist es. Ganz kurz, ich wollte noch zu dem... Okay, schließ ganz kurz ab, Adam, weil wir wollen gerne 16, dann wieder zum Thema genau, zurück. 16 zu 4 hat hier... So, ganz kurz, Schwester Hope, stumm die bitte und kick die hier raus, jetzt reicht's mir wirklich. Also sie lügt die ganze Zeit hier über mich, diese Lea, und sie braucht Lolo, auch nicht mehr hier hinkommen. Mello, du kennst also, mich. Ich bin Bruder. Mach das. Nein, Klein. Ich bin Bruder. Mach das doch selber. Du hast Mod. Ja, du kannst nein, die nein, Leute stummen. Ich hab schon geguckt, ich kann das nicht. Ganz kurz. Warum willst du sie stummen? Warum willst du sie kicken? Sie seit heute Nachmittag lügt sie über mich, verfolgt mich hier die ganze Zeit, sagt, ich bin ein Egoist, ich bin ein Lügner, ich lüge über das Christentum und all so eine Sachen. Es reicht mir. Bestiung. Okay, sie sagt auch, dass du gesagt hättest, du hättest mit mir ein Hühnchen zu rupfen und all so eine Sachen. Pass auf, das werde ich dann definitiv mit euch allen klären, auch mit ihr, auch mit dir. Ich muss ja mal schauen, was die Problematik zwischen euch ist. Kommando wegen dieser Verteidigung oder wegen dieser Angriffskriege, keine Ahnung. Sie sagt, und ich bleibe dabei. Zum Thema, Leute. Okay, Leute, lasst uns bitte zum Thema zurück. Ganz kurz. Mello, du weißt, ich bin sehr respektvoll. Und ich springe euch immer beiseite und sonst irgendwas, aber das lasse ich mir von ihr nicht gefallen und das reicht mir irgendwann mal. Und sie soll bei der Wahrheit bleiben, soll hier keine Lügen verbreiten über mich oder sonst irgendein Bullshit. Es reicht, irgendwann mal ist dann auch bei mir genug. So wie Aram, du dir auch gerade das Recht rausgenommen hast, irgendwann mal werde ich dann auch, ich lasse mir sowas nicht gefallen. Das geht gar nicht. Und ich habe da auch nichts zu klären, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bleibe bei solchen Sachen. Also wenn mir in der Schrift sagt, wenn die Linke, dann die Rechte... Es steht nirgendwo, dass ich jemanden schlagen darf oder sonst irgendetwas. Ich bleibe dabei. Ist mir völlig egal, ob ich das mache als Christ, mir das alles gefallen lasse oder ob ich sonst... Das ist ein ganz anderer Hut. Aber aus der Schrift, und da bleibe ich einfach dabei, aus der Schrift geht nicht hervor... So, warum sagt der Herr denn, wenn ich einer auf die Linke schlägt, dann halte auch die Rechte hin? Bin ich jetzt ein Lügner, wenn ich das sage? Lüge ich über das Christentum, wenn ich das sage? Wenn du im Unrecht sein solltest, musst du es definitiv machen. Aber nicht, wenn du Recht gehabt hast. Wenn du Recht hast, kannst du dich verteidigen, mein Lieber. Du musst nicht, aber du kannst dich verteidigen, besonders. Ich habe den höchsten Respekt vor dir, wirklich. Da müssen wir ein bisschen tiefer lesen, pass auf. Aber... Schau her. Ganz kurz noch zu diesem 14 zu 6. Wie wird man Christ, fragt er mich drei, vier Mal, wenn du die Schrift unseres Herrn Jesus Christus komplett annimmst und dementsprechend dich taufen lässt, segnen lässt, durch den Heiligen Geist, durch einen Priester, dann kommst du zum Christentum. Und wenn du diese Sachen erfüllst und sie annimmst, dann wirst du ein Christ, vorher nicht. Wenn du das Priestertum nicht anerkennst, die Kirche, wo er selber eingesetzt hat, nicht anerkennst, nur das dir herausnimmst, was du willst, da
dann somit hast du sein Gesetz nicht erfüllt und somit kannst du auch kein Christ werden. So sagt es die Bibel, so sagt es Jesus Christus. So, ich hoffe, ich habe dir diese Frage beantwortet. So, Dankeschön. Liebe Leute, über dieses Thema mit Israel und Hamas, da bin ich raus, da habe ich zu wenig Ahnung. Ulum jolitu ghalbi alum medanu ahununne latyutu. Idao. Matre gabi ahmadar bi kukoyatlanne. Okay, Gottes Segen, Aram. Danke. Eli, ganz kurz, Eli, Noah, schreib mir noch etwas, bitte. Was habe ich vergessen? Natürlich, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Gott annehmen. Das ist ja klar. Ist ja logisch. Wenn ich sage, sein Gesetz, ich meine, er ist Gott. Ne? Aber ganz kurz, Gottes Segen. Ich hoffe, der liebe Bruder Elia schreibt mir noch. Taudi. Okay, alle Gottes Segen, alles Gute, Jungs. Hey, Chadar. Tamam. Gott segne euch alle, liebe Freunde. Gute Nacht. Danke, gute Nacht. Okay, ich verabschiede mich auch. Gute Nacht, Adam. Ich muss auch runter. Euch noch viel Spaß. Okay, Gottes Segen dir auch. Danke euch. Ich würde gerne mal mit Hope reden, wenn es möglich wäre. Ja. Nur wenn du anti-Hamas bist, wenn du für Hamas bist. Nur wenn du für Hamas bist. Ich bin anti-Israel. Reicht das? Oh, er ist anti-Israel, okay. Oh, der gehört dir. Das ist doch, ja. Nein, Spaß. Hope, du bist Israelin? Ja. Und du bist in der Armee? Ich war in der Armee. Okay. Ich fange jetzt mal ganz, ganz banal an. Stimmt das denn, diese ganzen Gerüchte, dass israelische Leute, also Soldaten, Christen bespucken, dies und das, und dass halt dort in Israel jetzt direkt eine Rechtsregierung herrscht? Ich rede jetzt nicht von Recht, unser Recht, sondern rechts halt richtig so radikal rechts, keine Religionsausübung, keine Anbietung öffentlich. Okay. Nein, das stimmt nicht. Es gibt eine kleine Gruppe, 5% oder ich weiß nicht wie viele Prozent, genau, aber ganz kleine Gruppe. Das sind diese ganz frommen Juden, die haben ein Problem mit uns Juden auch und mit Christen und mit allem haben die ein Problem. Die sind so richtig radikal. Die haben so eine Stadt in Israel, da wohnen die. Wir gehen auch nicht dahin. Also wenn ich da hingehen würde mit normalen Klamotten, dann würden die auf jeden Fall nicht gut reagieren. Und ja, die leben für sich. Die haben da was anderes im Kopf als wir. Ist denn das die Obermacht, was jetzt in Israel herrscht? Nein. Wieso bekommen wir dann die ganze Zeit halt solche Videos zugeschickt und alles, wo halt eben Muslime, Christen mitten auf Straßen bespuckt werden, misshandelt werden, geschlagen werden? Wie sehen die denn aus, diese Juden? Was haben die an? Die traditionelle Kleidung, also halt. Mit diesem Hut und mit diesem. Ja, genau. Genau, ja. Und das ist das, von denen habe ich geredet. Okay, passt. Ja. Genau, also ich habe da gelebt, sowas passiert nicht. Also ich habe da weder jemanden angespuckt noch gesehen, dass jemand das gemacht hat oder irgendwie geschlagen oder so. Also die Moslems sind dort, die Drusim sind dort, also wir leben da alle zusammen und zum Beispiel jetzt die Drusim, die sind ja kein, also das sind Araber, die sind Christen oder was auch immer und wir kommen mit allen da zurecht. Also es gibt da eigentlich keine Probleme. Nur diese eine Art von, ja, diese Gruppe da, die haben damit Probleme mit allen. Ja, radikal, glaub, was du in jeder doch, Religion die hast. Die nennen sich doch ultraorthodox, nennen die sich doch. Ja, ja, die sind, also wenn ich da hingehen würde in diese Stadt, ja, ich weiß nicht, ob ich da noch rauskomme normal. Die sind komplett. Lass uns zusammen da hingehen, Hof. Ja, ja, ich gehe da mit Minirock. Mal sehen. Du, ja, nur mit Minirock und nicht mit Shorts. Die rasten komplett aus. Ich komme mit Tanktop. Ja, also wenn man sich anguckt in Israel, da kannst du laufen, wie du willst. Keiner sagt dir was. Da gehst du mit Mini, mit halbnackt. Keiner sagt dir was. Okay, so. Dann jetzt nochmal. Wer hat Eier? Der kommt hoch. Hope will mit jemandem reden. Ich will wirklich mit jemandem reden. Wo sind die? Aber jemand, der bitte Ahnung hat, ja? Nicht diese Anfänger. Sind noch diese alle in Anfänger. Shisha-Bar.
Ja. Und wie ist es jetzt, Hope? Der Musa wartet schon seit 3 Tagen, der ist immer noch auf Anfrage, der Arme. Wie ist es jetzt, Hope? Wie würdest du diesen Hamas regeln, also diesen Hamas-Krieg? Auslöschen, direkt, wenn es nach mir gehen würde. Oh, was ich da machen würde, wenn es nach mir geht. Was wäre deine militärische Aktion, also? Direkt wo würdest du? Komplett ausschalten. Ja, aber dann könntest du die Zivilisten nicht schützen. Ja, ich würde schon, also was die jetzt gerade machen, ist ja okay, die schieben die auf eine Seite und sagen ja davor auch Bescheid, dass wenn die was bombardieren, ist ja nicht so, dass die einfach losgehen und sagen, hier, wir machen alles kaputt. Also schau, meine Ansicht, muss niemand vertreten. Meine Ansicht ist die, Israel hat gesagt, den Leuten, was dort in der Gaza-Region leben, kommt's raus. Wir werden das bombardieren. Der Gazastreifen, dort die Hamas-Regierung, lässt die Leute aber nicht raus. Eben aus diesem Grund, damit sie dann sagen können, ah, die Israelis haben dies und dies bombardiert. Ja, das weiß ich auch, dass die das machen. Ist es so in deinem... Wer ist das? Wie bitte? Entschuldige, ist das so in deinem Spektrum, was du akzeptierst? Wie meinst du das, was ich akzeptiere? Dass die Hamas die nicht rauslässt? Ja. Ja, das wissen wir, die töten die ja auch, wenn die sich widersetzen. Also macht die israelische Regierung im Prinzip nichts Falsches? Ich weiß nicht, ich bin nicht dabei, dass ich sagen kann, dass die alles richtig machen, ja? Nein, wir reden ja jetzt nur von Sichtweisen. Also ich habe meine Sicht, du hast deine Sicht. Also ich finde das super, was die jetzt gerade machen. Ich hätte, also ganz ehrlich, die hätten das viel früher machen müssen, dass die Hamas eliminieren, viel früher. Und ich hoffe es wirklich, dass die wirklich jeden Kopf da umdrehen. Von denen. Was kommt dann nach der Hamas? Ist da nicht die Hisbollah dran in einem anderen Land? Weiß ich nicht, was danach kommt. Geht das dann nicht die ganze Zeit weiter? Man sucht neue Terroristen, um sich weiter zu verbreiten oder halt die Ideologie weiter voranzutreiben. Shalom, Lekulam. Wie geht's euch? Ich hoffe, free Palestine. Free Palestine. Free. Israeli, distanzierst du dich von der Hamas? Ich? Distanziere mich von der Hamas, from the river to the sea. Hamas, nein, Spaß. Hey, ich bin gerade auf 180. Warum? War in diesem, kennst du noch diese Bajat, wie der Typ heißt? Ich war mit ihm drinne. Ich habe angefangen, Argumente zu bringen. Zack, er blockt mich einfach. Er blockt mich. Ich war respektvoll Deluxe. Ja, ja. Und zack, er blockt mich. Ich schwöre auf alles. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber... Ey, ganz kurz, ich sage euch eine Sache jetzt, ich verrate euch jetzt ganz kurz, bevor du hier reingrätscht, ganz kurz, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich wollte schon vor über einer Stunde eigentlich offline gehen. Dann salam. Ich muss morgen früh arbeiten und ich wünsche euch allen Gottes Segen und entschuldigt gerade nochmal das in den Kommentaren, aber das müsst ihr wirklich an anderer Stelle klären. Und ja, schöne Nacht euch allen und bis morgen. Gute Nacht. Und bis morgen, schlaf gut. Gute Nacht, ich muss auch gleich gehen, ich muss auch schlafen. Ey. Ganz kurz, wenn ihr mit ich bin diskutiert, wie nennt ihr ihn? Sagt ihr, ich bin? Ja. Das ist so manchmal, ich sag immer, du bist. Du kannst mich Martai nennen. Wie? Du kannst mich Martai nennen. Martai? Ja. Okay, Bruder, ich nenne dich ab heute Martai. Weißt, wenn du anfängst, irgendwas sowas mit dir zu diskutieren, sagst du, ich bin, und dann denkst du, ey, ich sag doch nicht, ich bin. Aber es ist schlau. Ach, hör noch, Martai. Oh, ich hab's vorhin aufgebracht, aber keiner hat ihn verstanden. Da hat einer 2-3 Mal hintereinander gesagt, ich bin, er wollte was sagen. Ich habe dann gesagt, ich habe meinen Namen gehört, hier bin ich, aber keiner hat das gecheckt. Ach, hör noch, Martai, Klausen Dümmert, meine Freunde nennen mich Martai. Wie in diesem Film. Hey, ich heiße Martai, aber meine Freunde nennen mich Matt. Genau. Zwiebelbett. Ey, ganz kurz, ich verrate euch ein Geheimnis, aber behalt's aber bitte unter euch 5, ja? Okay. Keiner darf zuhören. Ich sag's auch leise. Ich habe am Freitag
jetzt diese Woche Freitag habe ich einen Termin mit TikTok. Und ich habe mir ganz viele Namen notiert und ich habe auch sehr viele Screen Recordings gemacht und ich lasse einen nach dem anderen zack, zack, zack sperren. Zack, 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 ich kann dir, warte, ich kann dir noch eine Liste geben. Schick mir Listen. Ich habe Aufnahmen, alles, Aufnahmen, wo die sagen, ich bin Hamas, ich alles habe ich. Oh, du hast mich bei Chat, schick mir alles, was du willst. Ich habe einen super Kandidat für dich, der heißt Abu Majin Vegeta. Schick mir per Nachrichten, ich lasse sie alle sperren. Alle. Pack, pack, pack. Ja, machen wir. Wenn du schon mit TikTok redest, Bruder, sag mal, die sollen mir wenigstens 60% abgeben, Alter. Diese 30% ist zu wenig. Wir machen jetzt. Können Sie nichts entscheiden, Digga, das ist China. Wir machen eine Liste und dann kannst du das alles schön denen geben. Wann ist denn der Freitag, gell? Freitag, ja. Schick mir Screenshots und Namen und ich lade alles weiter. Ja, machen wir. Hast du Telegram? Ja, habe ich. Okay. Schick mir eine Nachricht einfach bei Dings. Wir connecten uns bei Telegram, schicken alles rüber. Machen wir. Mann, ich bin so, das ist seit so vielen Tagen und ich bin immer noch. Man stößt immer wieder an dieselben Idioten an und jedes Mal kommt derselbe rum. Bin ich hier mit Juden im Streams? Ja, Bruder, alles Juden gerade. Außer die zwei. Wie ist der israelische Staat eigentlich entstanden? Der israelische Staat? Yeah. Jetzt politisch oder meinst du religiös? Nein. Das Land Israel, wie ist es entstanden? Offiziell jetzt 1948 im Mai wurde er gegründet. Ja. Aber wie? Wie? Er wurde gegründet. Er wurde gegründet, also sind da keine Israelis zugewandert oder wie? Es sind auch sehr, sehr viele jüdische Leute zugewandert, aber es gab schon Juden die ganze Zeit davor. Also wurde es übernommen sozusagen? Was heißt übernommen? Es gab immer. Ja, ein Land wurde ja übernommen. Es lebten immer Juden und Palästinenser zusammen. Und es wenn jetzt Kroatien Deutschland übernimmt, ist Deutschland Kroatien. Also man weiß ja, was heißt übernehmen. Nein. Also es lebten da schon immer Juden. Ich weiß nicht, ist Langeweiler auf unserer Seite oder ist auf der Gegenseite? Verstehe es jetzt gerade nicht. Langeweiler ist Anti-Israel, Maas. Anti alles ist einfach. Bruder, ich bin anti alles. Alles, was du kennst, ich bin anti alles. Bro, ich schwöre, ich bin müde. Wenn einen anderen Tag können wir nochmal reden. Dann können wir nochmal. Ja, guck mal, Langeweile, wir erzählen das 5 Stunden lang am Tag oder mehr, die ganze Geschichte von Anfang bis Ende. Ich bin froh, wenn ich mal mich kurz unterhalte über was anderes. Das ist sehr, sehr schwer. Ja. Verstehe ich. Deswegen, ich bin auch schon langsam geht mir die Puste aus und keine Ahnung. Wir werden ja aber vom Mossad bezahlt, deswegen können wir uns nicht beschweren. Was für Mossad? Rothschild zahlt uns alle. Wir kriegen jeden Freitag 15 Euro überwiesen dafür, dass wir das hier machen. Auf 15 Euro? Nur 15? Ja, Bruder, für 15 Euro, ich tue nicht mal meinen Eier schocken lassen. Ja, was für 15 Euro? Hast du schon Rothschild-Geld bekommen? Bruder, hast du schon mal gesehen, dass ein Jude wirklich zahlt, Bruder? Bis der mal zahlt. ich kann nicht mehr. Was ist eigentlich Nido? Auf welcher Seite ist Nido? Ich habe so viele Juden hier drin und keiner hat mein Live-Ziel voll gemacht von denen. Nido ist verloren. Hey, Nido, verschwinde mal wirklich. Ich block dich jetzt. ich schwöre auf mein Leben. Du hast Angst. Du zitterst mit meinem Namen drauf. Mido, zitter nicht. Ey, der Typ ist bei mir schon blockiert einfach. Das ist unglaublich. Echt? Du, oh man, Beats for you. Ich hab was anderes for you. Komm rüber. Mido. Leute, das ist nicht lustig, weil er geht ständig ins Streamsbein. Erhino, ich schmeiß ihn raus, Erhino. Mido, wir sind nicht bei Tinder. Erhino. Ha. Schmeiß ihn raus. Fertig. Wen? Den Mido? Diesen Beat. Niemals würde ich den rausschmeißen. Niemals. Akshu Israeli 030, was geht? Mido. Wie geht's dir? Beats for you, wie geht's? Ah, baby. Beats for you, treffen wir uns nächste Woche? Let's go, ja. Am Freitag werden wir uns hier treffen. Am Freitag. Nein, wir treffen uns real person am Freitag. Bob, du kommst auch aus Hannover? Ich? Ja. Nein, ich komme aus Hessen. 06, Musa ist jetzt da, ich hole Mido Verstärkung jetzt. Oh. Hallo. Bombe. Nein, lass doch bitte jetzt nicht, weil ich habe keine Kraft mehr. Wir reden unbedingt mit dir reden.
Lass doch einfach wie Menschen. Ich schwöre, wir sind eigentlich, es ist so katastrophal. Eigentlich, wir sind so ähnlich und dann diskutieren wir die ganze Zeit. Alter. Wir essen beide kein Schwein. Wir lieben Hummus. Ich schwöre, wir sind näher geht's nicht. Eigentlich müssen wir gegen andere diskutieren. Aber nein, wir müssen. Weißt du was? Wenn die Araber schlau werden. Was heißt näher geht's nicht, Alter? Ihr seid Geschwister, Araber. Wenn die Araber endlich mal die Juden sich zu sich nehmen würden ich und zusammen eine Allianz machen würden, die würden die. Ey, wie krass wären die? Wie stark wären sie dann? Stell dir vor. Wirklich ist wäre wirklich krass. Es wäre krass. Anstatt sich zwei semitische Völker gegeneinander aufhetzen, wegen was? Alessio, danke dir, Bruder. Danke. Was wird jetzt hier Hass geschoben gegen Apostolische Kirche oder was? Gegen andere kämpfen jetzt. Mido, lass mal zusammentun, scheiß mal auf alles. Wir machen Kher. Jetzt. Und lass uns einfach gegen andere, wirklich. Ich habe so dieses Scientology. Na, das ist es doch. Ich bin ja kein Araber, aber das ist ja das, was der Westen unbedingt verhindern will, dass sich Juden und Araber sich vereinen. Was redest du da für einen Müll? Genau richtig. Was redest du da für einen Müll? Mido, Musa. Ich bin nicht müde. Jetzt Musa, weißt du, was Musar auf Russisch bedeutet? Nein. Google mal Musar. Wie soll ich das jetzt googeln? Ein M-U-S-A-R Musar. Bist du, kannst du Russisch? Ich kann Russisch, ich kann Hebräisch, ich kann alles. Man, ich bin Hebräisch? Mix. Was? Kannst du Hebräisch? Gern. Der Suchende, wie geht's dir? Ich kann auch. Hast du in Israel gelebt? Hope, wir haben schon gesprochen. Ganz okay bei dir. Ja, der Suchende, hast du Hope immer noch nicht gefunden? Du magst meine Argumente und so, ich finde das cool von dir. Wer? Der Suchende, der hat mich immer in Kommentaren so markiert, der hat immer gesagt, gut, hast du geredet und so, finde ich gut. Er hat dich immer gesucht, Bruder. Musa, du redest wie ein Löwe. Ich weiß, ich bin der beste Argumentator hier. Musa, du kommst doch auch aus Berlin, ich bin auch Berliner, guck mal. Gut. Lass Hand in Hand, wir gehen zusammen Hand in Hand, El Rida. Guck mal, wir haben zwei Berliner hier, die brauchen mal beide eine Füllung, so wie es aussieht. Wer kommt El Rida? Hope 8, bist du auch aus Berlin? Komm, El Rida, jetzt. Nein, ich bin nicht aus Berlin. Komm, woher bist du? Jetzt auf ein QBD, Bruder. Ich kann die Stadt leider nicht sagen, aber Hessen. Hessen? Ja. Sie ist ein waschechter Frankfurter, Mann, so wie ich. Hessen. Ich liebe Hessen. Und weißt du, das Beste. Komm aus Fulda. Guten Abend zusammen. Hallo. Guten Abend, Gerd. Hallo. Servus. Hallo. Guten Abend. Was machen Sachen? Aber merkt ihr, Sachen packen. Also, wer mich nicht kennt, ich bin TikTok-Polizei. Ne? Ja, ja. Ich weiß schon, wer du bist. Mido. Also, ich hatte sehr anstrengende Tage gerade hinter mir. Weil ich zu viele Aufnahmen nehmen musste, das war richtig anstrengend. Schick die mir mal bitte, weil der Israel... Habe ich doch eine geschickt. Genau. Aber den anderen die... auch. Sag nicht so laut. Komm, das darf jetzt nicht also, so... Ja, schick mir mal alle, weil ich brauche die. Was soll man dir schicken? Falls man denkt, also nochmal für die Hater, falls man denkt, dass man mich blockiert und weg ist das, ich habe 35 Accounts. Das heißt, eins nach dem anderen. Also hast du kein Leben. Also überall bin ich beim Also hast du kein Leben, kein Mann und keine Kinder. ich bin Multitasking, ich mache alles parallel, weißt du? Also hast du kein Leben, okay, danke für die Bestätigung. Ja, wie du sagst, der kein Leben hat. Alles parallel. Hey, ganz kurz, darf ich kurz was sagen für das alle, die hier gerade sind? Das ist Multitasking, deutsche Regel. Jetzt fehlt einfach noch Sibum. Darf ich eine Sache sagen für euch alle gerade? Sibum hat Angst vor mir. Freunde, eine Sache für euch alle, hört mir zu. Guck mal, tut es nicht einmal gut. Wir haben hier jetzt Leute, verschiedene Meinungen, dies, das. Tut es nicht einmal gut, normal miteinander zu reden, ohne dieses Thema. Wir sind doch alle eigentlich, wir sind so. Natürlich tut das gut, natürlich. Aber dann kommt okay. Ich ändere kurz mein Bild. Warte, ich ändere kurz mein Bild. Wir machen ein neues Thema auf. Warte, wir machen heute also Achim. Weißt du, was mir gut tut? Aber Leute, ohne Fitness langweilig. Leute, nein. Ich hoffe, die Studie gut sein, ehrlich. Guckt euch jetzt alle das Bild an. Was mir gut tut, wenn man mich kickt und zwei Stunden später immer noch über mich redet. Und das tut mir gut. Lass uns einfach alle Cher machen. Wir trinken Eiland. Guck mal, direkt deine Zahlen gehen runter, glaub mir. 120 Zuschauer, gleich hast du nur noch 3 Zuschauer. Wenn alle sind friedlich miteinander, alle wollen Frieden. Und keiner hat Bock mehr auf diesen scheiß Krieg, Mann. Wechsel mal Bild. Immer nur Maschkal. Jalla, Israel ist kein Staat.
Mann. Bist du für Hamas? Bist du für Hamas, ja oder nein? Ich bin für Hummus. Distanzierst du dich von der Hamas? Hopp hat angesteckt. Das, ich schwöre, dieser Satz, das ist so automatisch. Distanzierst du dich von der Hamas, ja oder nein? Das ist Hopp. Naja, weil das faschistisch ist, die Frage. Ich bin pro Hummus. Vido, wir haben doch alle gehört, dass du für die Hamas bist. Wir akzeptieren das auch. Und wir akzeptieren das auch, dass du gesagt hast, die Scharia kommt. Würdest du ihn daten, auch wenn er für die Hamas ist? Wie bitte? Hat sie doch schon. Sie bettelt mich doch an meinen Hummus. Sie mag mich auch. Leute, ich habe eine Fitnerfrage. Leute, nur weil ich mit euch stehe. Nein, keine Fitnerfragen. Lass uns lieber darüber reden. Ach, du hast mir gefolgt, obwohl ich vorhin Sachen gesagt habe. Ich habe dir, weißt du, warum ich dir gefolgt habe? Weil wir rausgeflogen sind, also weil der gemeldet worden ist und ich wollte dich dann nochmal holen. Deswegen ach, so doof bin ich nicht. Nein, guck mal zu, nachdem du da angefangen hast, mit mir zu reden, als ob wir hier bei Tinder sind und ich dir klar gemacht habe, wir sind nicht bei Tinder. Haupt, du stehst doch auf Araber. Nein, die steht auf Araber. Ich mache euch den ganzen Tag fertig, Leute. Was ist los mit euch? Die will einen richtigen Hamas. Ja, darauf stehst du auch. Nennt sich Rollenspieler. Ja, Freunde, ich habe eine wichtige Frage an euch. Guck mal, wir haben ganze Zeit diskutiert über Israel, Palästina, dies, das, Ananas. Ich habe aber eine sehr, sehr wichtige Frage. Und da, ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber es ist super wichtig. Habt ihr euch darum gekümmert? Aber du darfst eine Fitnerfrage stellen, ne? Okay, das ist eine Fitnerfrage. Habt ihr euch darum gekümmert, um eure Rentenversicherung? Weil es ist sehr wichtig. Natürlich, schon längst. Privat. Was ist das denn für ein Scheiß? Ups, aus Versehen, aus Versehen, aus Versehen. Guck mal bitte das Bild an. Ups, aus Versehen. Okay, neues Thema, Leute. Habt ihr das gesehen? Israeli 03, das Problem ist, das Rentensystem kannst du in die Tonne werfen. Bruder, The Punisher, ich sag dir ganz ehrlich, ich schwöre auf alles. Ich finde, das darfst du nicht machen, was du gerade machst. Da gehe ich raus, persönlich, wirklich, und bei aller Liebe. Weil ich habe auch, mein Onkel ist Moslem und ich schwöre bei Gott, man muss schon respektvoll bleiben. Weißt du, man kann diskutieren, man kann über dies reden, aber man, solche Bilder ist ganz, ganz schlimm. Ich würde mich so aufregen. Was ist daran so schlimm, das hier? Ja, weil Allah du kannst. Ist nicht allwissend. Ja, es ist. Ich dachte, wir wollen nicht über sowas reden. Es ist falsch. Ja, Bruder. Wechsel mal Bild, wir reden ja gar nicht jetzt über Islam oder so. Mach mal bitte normale Bilder ran und weil wie gesagt, man darf keine Hast Religion. Hast du überhaupt normale Bilder? Lass uns mal bitte keine Religion in den Dreck ziehen oder verarschen, weil wie gesagt, jede Religion also, ist wichtig. Ich hab wirklich keine normalen Bilder. Guck mal, meine Bilder sind alle einfach so. Wieso hast du keine normalen Bilder? Der hat diese Fitner-Bilder. Hör, Bruder, ich hab nur solche Sachen auf meinem Handy, Bruder. Warum? Henno, sag mal auf dein Handy. Henno, kannst du mit deinem Namen bitte ändern in Abo Fitner? Nein, Bruder. Ja, ich habe wirklich keine normalen Bilder. Guck mal, selbst wenn ich auf normale Bilder gehe, Bruder, auf einmal sind das Schriften. Du und dieser Suryoyo, ihr seid echt voll im Fulltime. Was soll ich machen, Bruder? Guck mal, alles solche Bilder. Bruder, dann mach Kamera an und zeig auf deinen Tisch. Dann zeig dir mal dein Juju, Alter. Ich hab was Gutes für euch, warte. Mido! Der Jay. Wer wird der Jahil? Wer wird der Jahil? Haupt. Was heißt das? Sieben Jahil. Wir suchen den Super Jahil. Was heißt Jahil? Der Unwissende. Wer sucht den Super Käfer? Ich merke, ja, ich bin die Tage hier drin. Ich schwöre, ich lerne Arabisch, Decker. Ich schwör's dir. Käfer, Tiftach al-Bab, Jibla Awir. Man darf halt nicht verwechseln Käfer mit Munafik. Okay, wir bleiben halt jetzt so. Jetzt sind wir pro Palästin. Yalla. Man darf auch nicht verwechseln einen Käfer gewechselt. Mit einem Käfer. Ganz kurz die Seite gewechselt. Überläufer. Das ist, ich lass mal ein Bild drin. So was kennst du gut, Hope, ne? Mido. Oh, Hope, darf er das? Reiß dich zusammen. Was denn? Was hat er gesagt? Der sagt nur Scheiße. Mido, was hast du gesagt? Nicht schlimm ist, nur die Wahrheit. Du hast recht, nur die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit redest, dann weiß ich auch nicht. Hope, ach, stehst du jetzt auf Araber oder nicht? Ich stehe nicht auf euch. Hope, ach, was ist dein Typ? Erzähl. Also ich glaube, es würde keine Araber überleben in ihrem Hand, sage ich mal so. So? Hope, kannst du eigentlich Krav Maga? Ja, kann ich. Dann wird kein Araber überleben, sag ich dir jetzt schon. Hey, sie kann Hope, auch was ist denn dein Typ? Sag doch mal. Wie bitte? Was ist denn dein Typ, Mann? Wir sind doch nicht hier bei Tinder, Leute. Nein, ich bin ihre Typ, zufrieden. Nein, wir schauen mal. La Gerta, Gusser. Ja. Was ist dein Typ, auf was du vorhin stehst? Hau mal raus. Boah. So dicke Lippen, Alter, raus, Jalla.
Was? Nochmal, Mutter. Schwarze Haare. Muse steht da flockig, kopfige. Warte mal, Mutter. Menschen. Oh, nochmal, was hast du gesagt? Du stehst auf Kim Kardashian, oder? Ja, so, einfach so dicke Lippen, also schwarze Haare. Also übrigens, Rob ist eine Körper. Wunderschöne Mädchen. Ich habe noch nie so eine schönere Mädchen gesehen. Operiert. Ich stehe wirklich auf operierte Frauen. Angeblich. Kann ich nicht, also ich hab Hope ja auch gesehen, ja, also muss ich auch wo sagen. Wo hast du mich gesehen, Mido? Mido, hast definitiv nicht gesehen. Panischer redet, Hope, panischer. Ich hab dich gesehen. Wo hast du mich gesehen? Ist doch egal. Sag doch mal, wo du mich gesehen hast. Nein, ist doch egal, ist okay. Welche Haarfarbe habe ich? Ist nicht schlimm. Sag doch mal, welche Haarfarbe habe ich? Orangene Haare. Will ich nicht sagen. Ja, orange, ja. Ja, orange auf jeden Fall, mit bisschen gelb. Muss er? Nee. Grün hat's auch. Ja, du stehst auf Kim Kardashian, okay. Mido. Ja. Auf was für Frauen stehst du? Erzähl mal ein bisschen, hau raus. Oh, was soll ich anfangen? Hallo. Leute, der Mido, ist eigentlich. Mido, die richtige Antwort, Leute, ist, die richtige ist, Antwort ist nur mit Burka. Sag einfach nur mit Burka. Ja, geht auch. Ja, Überraschungspaket, Mido, man weiß nicht, was dahinter steckt. Weißen Fußnägel. Ah, du hast Fußfetisch. Ich meine, so richtig Solarium. Ich will, dass sie richtig so jede Woche einmal Solarium geht. Richtig fette Lippen hat. So einfach so geil aussehen. So heißt es, ich meine, so diese Low. Sujuk-Lippen. Musa, wie alt bist du? 23. Ja. In dem Alter brauchen wir Sujuk. Wie alt bist du denn, Hope 8? Ich bin 28. Welches Jahr bist du dann geboren? Aber 28? Sie sieht 95. Aus wie 20. Gut, ja, gut, ich sehe echt gut, sehr jung aus. Gelogen. Sie sieht wirklich maximal das 20, ne? Maximal. Ja, Ruski Basan. Oder so eine Kachi. Ich habe sie sogar noch jünger geschätzt. Der Hundesohn, darf sie so, Bruder? Was hast du gesagt? So eine Kachi hat in den Chat geschrieben, du Hundesohn. Wer hat das geschrieben? Warte, ich guck kurz. Eine Sekunde. Oh, Musa, darf sie das? Oder sie nein, heißt, hat keiner geschrieben. Doch, Bruder, warte. Wer hat was geschrieben? Oder Ruski, machst du Fitner? Nein, Bruder, nein. Die heißt Brian, Bruder. Brian oder so, Brian oder so. Oh, ja. Das ist diese Brian, ja. Ja, ja. Diese Brianna heißt sie eigentlich. Aber Brianna, was Brian. Hey, komm doch, Brianna, komm doch hoch, red doch mit ihm. Brian, diskutier doch über meinen Frauentyp, wenn es dir nicht passt. Ey, Guys, wie geht's dir, Bruder? Danke, mir geht's gut, wie geht's dir? Ey, Ruski, Papa, wie geht's dir? Da kannst du Luca hochholen, der ist ein Bruder von mir. Kannst du ihn hochholen? Ich kann runtergehen. Wir sind gerade voll. Ja. Nein, ich kann runter. Der stabile Berliner Bruder. Ja. Ich gucke im Hintergrund, okay? Wen okay. Willst du hochholen? Loco. Loco? Vatos Locus. Ja, kenne ich. Ein paar Zahn, wie geht's? Stell mal Anfrage. Hope 8, bist du wirklich israelisch, also, oder bist du halt einfach jüdisch? Nein, sie ist weder jüdisch, weder israelisch. Oh, Mido, bitte, du kennst mich nicht. Sag doch jetzt, Hope 8. Sag doch ehrlich, Hope, man, hör doch auf, dass ja, sie sagt. Ja, Israel, was ist dein du Problem? Hast genug aber richtig, so Israel, so wie diese geilen israelische Frauensoldaten, so richtig geil. Nein, ja, auf YouTube, ne? Das Gegenteil. Wie das Gegenteil? Das ich Gegenteil, achte, egal was du jetzt denkst, das Gegenteil. Also siehst du nicht so aus wie die auf TikTok, diese israelische Soldaten? Das Gegenteil von das, was du denkst. Amosa, sag ehrlich, diese israelischen Frauen, die Soldaten, sie gibt dir einfach aus, nicht, sie gibt dir einfach nicht diese Kopfkino für heute Abend. Musst du alleine schlafen gehen, ohne Taschentücher, Musa. Ja, Musa. Heute musst du alleine schlafen gehen. Diese israelischen Videos sind nur Propaganda. Nein, die sind. Ja, doch, das Marketing, das reine Marketing. Nein, die also, du sagst, da sind ein, zwei Kanäle dabei, der Rest ist Müll. Nein, da sind schon. Boah, viele. Der Rest ist echt schlimm. Also wirklich, ich habe Erfahrung. Ja, das sind alle Flachland, Alter. Flachland, Musa, lass jetzt El Rida, wir machen Kher. Diesen Rücken mit Ritze, Alter. Alter, El Rida hat doch nichts mehr. Doch, Kubide. Naja, aber zu spät, schon halb eins. Warst du eigentlich in Israel? Hast du da gelebt, oder? Ja, ich bin da geboren. Oh. Ich habe auch israelischen Pass. Oh. Ja, das haben alle. Ich habe auch israelischen Pass. Israelischen Pass haben meine ganze Familie ist noch dort. Nee, meine Familie, also meine Eltern sind hier, aber Rest ist dort. In welcher Stadt? Ashkelon. Ashkelon, tschüss. Was hast du gerade gesagt? Ich habe verstanden, meine Eltern sind Shia, aber der Rest ist dort. Hier. Hol mal Isabella. Wo kommst du? Wer? Natanja. Ich? Natanja, oh mein Gott. Ich mag Natanja überhaupt nicht. Richtig okay. Asozial. Richtig okay, asozial. Okay, wir fassen zusammen. Wollen wir jetzt,
Wollen wir jetzt kämpfen? Aber ich habe eine Frage. Sorry, Israeli 030, ich habe eine Frage. Da, ja, Bruder. Also, du hast ja israelische Pass, aber in Israel kann man doch auch, ich denke, so, also hier in Deutschland gibt es ja nicht viele Israeler, weil ich denke, da gibt es gute Arbeit, gute Gehalt. Wieso bist du nicht da? Also wäre ich jetzt Jude, ich denke, ich würde da leben. Ich sag dir eine Sache, warum? Also meine Eltern haben hier einen Job bekommen, deswegen sind sie nach Deutschland gekommen. Wir wollten eigentlich nicht lange hier bleiben, aber du siehst, ich bin jetzt 030. Das ja, okay, als Agenten wieder abzuzischen. Hm? Musa, sag mal, was ist bei dir los? Der ich überlege die ganze Zeit schon wieder zurückzufahren, ich schwör's dir. Also wer? Na, wieso? Lass doch Musa, Musa ist doch AfD, der AfD rennt auch. Mido, du bist nicht sein Anwalt. Doch, bin ich eigentlich. Nein, du bist gar nichts. Musa, gib mir einen Dollar schnell. Ich bin dein Saul Goodman. Ich war doch in Israel 5 Jahre, meine Eltern sind hier, was soll ich da machen? Ich werde nicht mehr leben. Deine Eltern da hinten. Wenn die Hamas nicht mehr da ist, dann gehe ich zurück. Bist du Mardelli? Ja, Bro. Ah, je. Was bist du, Mardelli? Was bist wegen du? Wegen 47, Bruder. Ja, genau, ja, ja. Babusa Kaneki. Bist du auch? Wer? Du. Nein, nein, ich bin kein Mardelli. Nein, nein, der Erhino, der Panischer, der ist Mardelli. Ich bin auch kein Mardelli, ich bin Aramäer, Mann. Ja, der bist du auch, ist doch halber Mardelli. Wer ist Ich. Ey, Leute, die Berliner suchen, schreibt über Frauen, israelische Frauen. Hob 8, was hast du denn in Israel so gearbeitet? Ganz kurz, warte. Ganz kurz, weil der Suchende gemeint hat, israelische Frauen, Armee, bla bla. Die hübschen Frauen sind wirklich aramäische Frauen, muss ich sagen. Okay, ey, Hob, was habt ihr in Israel gearbeitet? Was habt ihr da gemacht als Tätigkeit? Ich war in der Armee. Also ich war in der Schule, ich war in der Armee. Dann habe ich nach der Armee so ein halbes Jahr noch gearbeitet. Achle. Als? Und dann habe ich gechillt. Als was? Also auf Nacken Israels gelebt, sagst du danach? Warum auf Nacken? Warum kriege ich da Kindergeld gechillt oder irgendwas? Kriege ich da Hilfe oder was? Ja, was natürlich weiß ich. Kriegst du Hilfe. Nein, was ist nötig oder nicht? Jüdisches ich brauche keine Hilfe. Echt? Hast du so eine Therapie gemacht oder so? Ich muss da. Warum lebst du nicht im Libanon? Weil ich bin hier aufgewachsen. Ja, Bruder, ich bin auch hier aufgewachsen, aber warum bist du so diskriminierend? Willst mich direkt wieder abschieben, ja? Nein, ich kann sagen, weil direkt Libanon wieder raus, war Juden nein, raus, cool. Raus aus dem Land, raus! Warum ich da nicht lebe, ist auch wegen dem, guck mal, kein richtig, also du musst was richtig Gutes gelernt haben, damit du da arbeiten kannst und so. Bei Israel ist ja, sag ich mal, stabiler als die Israel ist sehr das schwierig. Stimmt dabei, Israel ist aber sehr fortgeschritten. Israel, ich sag mal so, Israel ist wie Deutschland sehr viel mit Geld verdienen, damit du da gut leben kannst, Digga. Israel genau, ist sehr das meine ich ja. Deswegen check ich nicht, warum ihr hier seid. Da ist warm, da ist schön. Ja, ich frage mich das auch, wirklich. Ich frage mich das auch, aber weißt du, warum? Weil jedes Jahr, wenn ich da hingehe, ist immer Hamas mit der Hamas. Weißt du, ich wusste es. Diese Probleme kannst du nicht lassen. Leute, ich bin manchmal nicht mehr aufgestanden wegen den Raketen, wegen diesem Alarm. Ich habe weitergeschlafen. Ich habe gesagt, nee, ich stehe nicht auf. Ich sag so, wenn es so sein soll, dann ist es so. Ey, die treffen dich eh nicht, also machst du hier. Ich schwöre, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Aber Hope, sei mal ehrlich, du bist hier wegen Bürgergeld. Ich bin doch nicht wegen Bürgergeld. Küsst also, eure mal, Herzen für den Support. Danke. Israeli 03. Ja. Ich habe da eine Frage. Ihr habt doch die Währung Shekel oder Neu-Shekel, ne? Shekel. Ist das denn eigentlich? Okay, Shekel. Wie ist das denn in Relation zu Euro? Ist diese Währung wertvoller oder Euro wertvoller? Ich glaube, Euro ist ein bisschen wertvoller, ja. Ja, okay. Aber Euro ist jetzt auch nicht mehr. Bruder, aber welche Währung ist denn in Gaza? Natürlich dasselbe. Ist auch Shekel, wa? Natürlich. Warum nicht der arabische Gaza-Dollar? Mir bringt doch nichts für so ein kleines Fläche. Ja, ja. 40 Kilometer, Digga, 40 Kilometer. Aber das ist nur für Außenstehende heißt das Shekel, Bruder. Für die Insider heißt das Meshkel. Meshkel. Ja, Meshkel, Bruder. Ist Israel jetzt ein Staat oder nicht? Israel ist ein Staat und genauso Palästina ist ein Staat. Und beide Langweiler, sollten ist dir so langweilig? Willst du uns hier versuchen, noch heiß zu machen, dass wir hier mit dir diskutieren? Lass mal bitte Langweiler auseinander. Sein Name will implizit bereits das ein oder andere ausgesprochen. Amen. Ich will ein bisschen chillen, weil, weißt du, heute ganze Tag wieder mit irgendwelchen Idioten. Aber Hope, welche Art von Chill? Netflix von Chill? Mido, ganz aber, bestimmt nicht mit dir. Aber Hope, dein Vorschlag. Wie kannst du mit Mido chillen, wenn er Musa, Bruder.
Musa, ja. Du kannst jetzt den Ruski Pazan mal fragen, was Musa auf Russisch bedeutet. Vladimir. Ey, Haram, Bruder, mach sowas. Was heißt Musa auf Russisch? Bratucha, sag. Dreck. Müll. Musa? Aber ey, Musa. Der Musa, Bale. Musa. Bist du Mardelli? Ja. Alter, mich hat doch die Frage schon vorher gefragt. Aber ganz kurz. Beruhig dich. Ich hab eine Frage an Musa. Ich bin aus Türkei, genau. Musa, bist du Mardelli? Ja, aber ja. Ey, Musa, bist du Mardelli? Musa, ja. Sag mal, Musa, bist du Mortadella? Oh, Junge, mein Peach. Oha. Oha, Stuttgart war Riesch, Ruski Pazan. Ey, und Israel, was hast du da gearbeitet in Israel? Ruski Pazan, geht's? Kagdilischke. Er war Humusverkäufer. Ich hab Kubide verkauft. Na, sag mal, was hast du gesagt? Ich hab da nur bis Kindheit gelebt und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Warst du in der Armee? Nee, war ich nicht. Ey, bist du nicht gegangen, nochmal zu machen? Nee. Was? Welchen Bezirk lebst du, Bruder? Ich komme aus Oranienburg. Bleibst du, Bruder, in deine Berlin? Ja, er schreibt Berlin, aber er lebt in Oranienburg. Digga, Oranienburg ist doch, du brauchst Pass für Oranienburg. Das ist genau über Berlin. Was ja, für das ist wie Gaza. Du meinst, das ist wie Gaza? Oranienburg ist Gaza, Digga. Ich weiß nicht. Bruder, ich will wissen, wo du in Berlin wohnst, nicht in dein Guck mal, Israeli 030 sagt keine Fitnerfragen, aber der macht selber Fitner. Diese Doppelmoral. Hey, Musa, da war gerade einer im Chat, der heißt D oder so, er meint du Peach. Darf er so, Bruder? Nein. Sag, du bist ein Mardelli, Bruder. Ich hab mehr von dir erwartet, Bruder. Ja. Ey, Ruski Pazan, da war einer im Chat, er meinte gerade, Ukraine ist krasser als Russland. Ich schwöre, Ukraine unter mein Eiri. Er hat geschrieben, Slava Ukraine. Ja, er ist ein Zivil. Er sagt auch noch Slava Zelensky. Ich schwöre, er hat gerade geschrieben, Zelensky ist der King, hat er geschrieben. Guck mal, was du sagst, yo. Yahudi, du. Slava Ukraine. Ue? Wer hat das gesagt? Guck da. Und Lava hat das gesagt. Base, Slava Ukraine. Sag, Base, wir kämpfen morgen. Sag, wo du wohnst jetzt. Sparring. Aus Versehen. Wie immer. Er wohnt im Hessen. Aber die Ecke von Hauptstadt. Slava und Raina. Die 1. Sag, Maxim. Hey, Leute. Maxim Tesak, Slava Azov. Leute. Hope, welche Fingernägelfarbe hast du? Das hättest du wohl gerne gewusst, ha? Schwarz, rot, weiß. Das willst du wissen. Ich sag dir, schwarz, rot, grün und weiß. Nein, blau, weiß, blau. Bruder, ich hab Foto. Ich sie hab hat Foto blau, gesehen. Weiß, blau. Nein, ich hab Foto gesehen, Bruder. Sie hat blau. Ja, also du hast weiß kein lackiert Foto von mir. Du hast kein Foto von mir gesehen. Okay, Freunde. Immer noch Punisher. Freunde, ich verrate mich jetzt. Ich verrate euch überall. Freunde, ich verrate euch jetzt, wie Hope wirklich heißt. Ihr könnt googeln. Sie heißt Gal und dann den nächsten Namen Gadot. So sieht sie aus. Gal Gadot. Genau so. Ich weiß, wie sie heißt, Bruder. Wie? Hör auf zu liegen, Bruder. Hör auf zu liegen. Und dann noch ein Wort. Ich will lieber nicht sagen. Sonst Wie bitte? Ist. Nein, Gandon meine ich, Gandon. Heißt du so? Ruski Pazan, какой Гандон? Meinst du Slava Ukraine? Komm mal, yo. Immer noch Fitner. Eigentlich, ich muss sagen, ganz ehrlich, wir stehen hier gerade, wir reden alle, aber am Ende, dieser ganze Krieg. Am Ende hast du es trotzdem nicht. Am Ende zwischen. Ey, er sagt, ich bin gay, guck mal. Am Ende zwischen Hamas und Israel ist schuld Ruski Pazan. Ich schwöre, er ist schuld. Voll der 31er. Ey. Wo wohnst du in Berlin? Wedding. Boah, du bist immer noch bei Berlin. Ich bin Wolterstraße. Kennst du? Wo wohnst du denn? Marzahn? Ruski Pazan. Langweiler. Ruski Pazan aus Marzahn. Langweiler. Lebt er noch? Ja, Bro, bitte. Ah, okay, du lebst wie noch. Ist es so in Berlin? Bombenstimmung. Geh mal nach Neukölln. Bombast. Ja, direkt. Heute Demo, ne? Oder wann war das? Gestern oder heute? Gestern. Ich war mittendrin. Ich habe geschrien, Free Gaza. Und dann habe ich ganz leise geschrien, From Hamas. dann haben sie geschrien, From the river to the sea. Und ich schrei,
Israel will be free. Ah, wartet mal kurz, machen wir weiter. Israel 03, auf was für Frauen stehst du eigentlich? Weil Mido und Musa, die habe ich schon abgefrühstückt, jetzt bist du an der Reihe. Ich sag dir, es gibt ein russisches Sprichwort. Es gibt ein russisches Sprichwort. Ich glaube, Ruski-Pazan kann mir bestätigen. Und zwar, es heißt, Есть у бабы пизда и рот, значит баба не урод. Richtig, Ruski-Pazan? Zanas, zavad, mob, peki, daras. Sag weiter, wie ist dein Geschmack? Mein Geschmack? Ich schwöre. Er hat schon recht, dieses gute Sprichwort, Jungs. Ja, aber dieser russische Geschmack mag ich nicht. Ja, поняла, ja, поняла. Adi, Israel, sag mal jetzt, yalla. Bruder, ich stehe auf genau dieselben Frauen wie du. Also auf Tanten oder wie? Ja, Mido, und du bist derjenige, der auf Männer steht, nicht die anderen. Boah, weißt du das? Habe ich bei dir probiert? Was? Bei mir probiert. Willst du jetzt mir unterstellen, ich bin noch ein Mann? Nee, aber... Weil ich habe gedacht, du hast mich gesehen, oder? Ich glaube, ja? Er weiß, dass du größere Eier hast als er. Achso, doch ein Mann also. Das auf jeden Fall, Mido. Ey, Leute, wartet mal. Hier beleidigt einer, Abonnent. Sehr gut, der wurde gesperrt. Kennt ihr schon Warum das Mido-Lied? Nicht hoch? Glaub, hört auf, die Warte Leute. Mal, ich habe andere gesperrt, Mann. Warum sperrt Bruder, der hat beleidigt. Ja, aber der hat noch nicht mal die Hälfte beleidigt von dem, was ich hier manchmal mache. Warte mal. Er hat schlimmer gemacht. Guck mal, jetzt Hope 8 muss ihre Männer beschreiben. Ich muss gar nichts. Sag doch mal, hör doch auf, so verklemmt zu sein. Ich sag dir eine Sache, was ein Mann haben muss, ein Gehirn. Ich sag doch, hör doch auf, so verklemmt zu sein. Ein Gehirn muss er haben. Und er das heißt, Mido muss also schon mal raus, okay. Mido ist schon mal raus. Aber nicht leeres, oder? Und nee, ich? Voll. Ein Gehirn. Aber Hope, und was ist, wenn er Gehirn hat, aber Hamas mag? Dann liebe ich ihn. Oh! Dann zeige ich dem, wie sehr ich... Also, das war gerade eine Liebeserklärung an Mido. Dann zeige ich dem, wie ich ihn liebe. Auf meine Art. Und wie es geht. Wow. Ich habe jetzt Angst. Oh. Ja, okay, das heißt... Ich muss was Wichtiges loswerden. Musa, werd nicht emotional. Werd nicht emotional, Bruder. Ganz kurz, kennt ihr schon das Mido-Lied? Es geht ganz einfach. Es geht so. M steht für Menschen, die mich nicht interessieren. Ich gebe Gas. D steht für Deutschland. In den der ist jetzt weg. Oh, wie wunderbar. Gott sei Dank wird dieser Stream aufgenommen. Ey, das mache ich mir auf jeden Fall als Klingelton. Ja, Mido. Ruski. Я про вас. Что такое? Ничего, долбоёб. Эй, Веси, долбоёб, ты долбоёб. Эй, долбоёб. Ты долбоёб. Эй, such mir was. Der wurde gerade emotional. Ich wollte wissen, auf was für Frauen stehst du, weil die anderen habe ich jetzt gefragt, du bist jetzt als nächster an der Reihe. Bruder, was interessiert dich das, auf was für Frauen diese Männer stehen? Ist einfach, Bruder, einfach Gesprächsthema auf mal. Der will deine Frau wegnehmen, was? Auf welche Frauen stehst du, Bruder, sag ihn. Könnt ihr bitte Loco reinholen? Bruder, er sucht nur Gemeinsamkeiten, das ist sein Problem. er denkt sich so, wenn jemand auf Männer steht, so, ich stehe auch auf Männer. Ey, Geist. Lack. Lack, Ruski, warum sagst du Lack, wenn du Ruski bist? Ey, Israeler, warum redest du Deutsch, wenn du Israeler bist? Ja, Usich. Ja, wusste ich, warum redest du Arabisch, wenn du Ruski bist? Ja, ich bin ja Mayo, ey. Ey, beruhig dich schnell. Der Uspakoysa Buistra. Buistra Uspakoysa Maitschik, moi. Sind deine Eltern aus Russland, also russische Juden? Uspakoysa Buistra. Oh, sie sagt, dein Vater ist ein Jude, Bruder, darf er so? Israeli. Ja. Sind deine Eltern russische Juden? Nee, aserbaidschanische Juden. Ah. Das glaube ich nicht. Tatsächlich. Aha. Ja. Ich komme ja aus Aserbaidschan, da muss ich ja wissen. Ah, Baku. Du bist Aserbaidschanerin? Ja, ich komme aus Baku. Ich fliege im Dezember nach Baku für 3 Wochen. Sehr schön. Aserbaidschan, beste Land. Kannst du Azeri? Kannst du Azeri? Das ist nicht Azeri, das ist Aserbaidschanisch. Ah, Entschuldigung, Aserbaidschan. Azeri sind die Iraner, weißt du, die in Iran ganz leben. 40 Millionen Aserbaidschaner. Aber ganz kurz, und die sind Azeris. Ganz kurz, wir müssen was sagen. Jetzt auf einmal schreibt es Free Armenia, Bruder. Free Armenia.
Können Sie mal diese alte Schnauze, Opfer. Also, wisst ihr, was wir feiern dieses Jahr? Also, am 01.01.2024 wird Aserbaidschan vollkommen. Das heißt, es gibt keine Bergkarabach mehr. Das haben die extra so gemacht und alle wurden schon Lagerta, Lagerta, Karabach, also, Karabach wird jetzt eingegliedert, oder wie? Es wird Aserbaidschan, es wird keine Karabach mehr geben. Dieses Wort wird nicht mehr existieren zum 01.01. Aber du kannst Aserbaidschanisch sprechen, oder? Ich kann 6 Sprachen, jawohl. Ich kann Russisch, ich kann Aserbaidschanisch, ich kann Türkisch, ich kann vieles. Okay, Assalamu alaikum, ich hau rein, ich küsse eure Augen, auf, möge endlich Frieden sein in diesem Land und ich respektiere alle Moslems, Juden, alle Religionen auf dieser Welt, ob Aserbaidschan, Armenien, ob Russland, ob Ukraine, ich respektiere alle, ich küsse alle eure Herzen. Das für Daniel, auf Wiedersehen, Laila Tov. Gute Nacht, bis morgen. Assalamu alaikum. Shalom. Gottes Segen dir, Bruder. Bis morgen. Kultov. Base sagt, ich hasse jeden. Hey, hey, suchen wir, hallo. Will noch jemand hochkommen? Hat noch jemand Eier? Ja, Loco. Ja, Bruder, Ruski, bist du das? Ja, ey, suchen wir, Bruder. Ja, Bruder, sag nichts. Free Job Test. Bruder, ja, was meinst du? Loco ist mein Cousin, Bruder, sag nichts gegen ihn. Oh, also, okay, dann alles gut. Ja, sehr gut. So, jetzt zu dir, Guck mal, ich hole jetzt einen hoch, der ist auf jeden Fall pro Hamas, gell? Der geht immer durch die Streams und sagt, dass er Hamas Bruder, ich weiß, wen du reinholst, oder? Der soll mal hochkommen. Ist das der Ex vom Hoch? Ja, mein Ex. Nein, ich hole jetzt JS King rein, der ist auf jeden Fall pro Hamas. Guck, da ist er, Du Heretiker. Distanzierst du dich von der Hamas, ja oder nein? Nein. Sag nicht was Falsches. Was hast du gehört? Der hat gesagt, niemals. Ich habe gar nichts gehört. Alles, ich kann ja selber reden. Leute, distanzierst du dich? Lagerta, warum nimmst du auf? Was stimmt nicht mit dir? Man hat sich ein bisschen vermischt. Ich nehme doch nicht auf, Mann. Der ist Politiker geworden. Lagerta. Ey, ja. Hier ist ein bisschen... Nassusen heißt das nicht. Leute, er will... Der Suchende, Lagerta mag echte Männer. Nassusen ist türkisch. Der King möchte reden. Mido, Kess. Jesus allein ist. Jesus allein ist. Bruder, merkst du, die sind wie Israel, Alter, die unterdrücken dich, nur weil du gesagt hast, du bist pro Hamas. Oh Mann, ja. Die machen direkt den rausholen. Ich will doch mit dem reden, hallo. Nur reden? Ja, nur reden. Sicher? Ja. Wir hören uns in Ruhe mal, Bruder, jetzt. Wir hören uns in Ruhe mal. Bisschen spät für mich geworden, Bruder. Schreib mir mal Da muss flüstern, ich glaube, jemand. Der redet unter der Decke. Warum flüsterst du? Unter der Decke. Der Arm ist jetzt weg. Ich habe noch nicht mal meine Frage gestellt. Was du denn? Unter der Decke, ich schwör. Der ist zu laut bei ihm gewesen. Der ist mitten in der Nacht. Ich höre nur so. Gibt hier keinen Kandidaten, der hochkommt. Geht doch mit Mido. Mido ist doch da. Oh, mit Mido habe ich so viel geredet, da gibt es nicht mehr Hoffnung. Nur geredet? Nur geredet. Nichts getan. Mido, ich habe dich nicht angefasst. Red doch mit mir. Den Stock anfassen. Ey, hopp. Na, guck mal, Chat schnell. Was? Hoppala, deine Lache wie ein Kopf. Auf Versuch? Boah, der hat einfach gesagt, Loco, Wasser, komm mal. Wer? Loco, aber ist mein Cousin, sag nichts gegen ihn, yo. Loco, komm hoch. Hope sagt Loco, jetzt, komm hoch. Hast, komm hoch. Oh, sie sagt, wenn du kein Hundesohn bist, komm hoch, Bruder, way, yo. Darf er so? Ich könnte Leute provozieren, dann wären alle hier. Ich zeig dem, was er darf. Wo ist der? Ja, ich hab den eingeladen, aber der kommt nicht. Oder irgendjemand hat den eingeladen. Die gibt dir jetzt Wasserkocher, wenn du oben bist. Ich koch den in diesem Wasserkocher. Kopfkino. Allahu Akbar. Ey, holt mal diesen Mr. Kellerman hoch. Der ist auch pro Hamas. Der war letztes Mal bei mir im Stream. Kellerman? Ja, da ist einer. Der heißt Mr. Kellerman. Hol den mal hoch. Hat der nicht irgendwie mit jemandem Stress gehabt? Der soll sich. Ja, warum trauen die sich nicht hochzukommen? Warum traut ihr euch nicht? Ich rede nur mit euch.
wir reden nur wir beide ja, Max, reden. Ja, das ist ja das Problem. Ja, das kann ich nicht. Ich rede nicht, ich nehme nur auf. Ich verstehe das nicht. Lagata, du bist schlimmer als dieser Überwachungsstaat China. Schlimmer, das hast du gut erkannt. Ich muss eigentlich schlafen gehen. Ich muss morgen mit wem? Nicht mit dir, Mido. Ey, Leute, ey, warte mal. Ich habe jetzt mal wirklich sicher eine letzte Frage. Sicher, komm, ich gehe nicht. Überlegst du dir. Auch wenn Juden du der letzte Geld. Mensch auf dieser Welt wärst, ich würde lieber mit einem Hund gehen. Also was? Ist der Mensch Palästina mehr wert als ein Hund oder weniger wert? Das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Das hat man aus deinen Worten heraushören können. Der Mido ist ein Kurde. Nein. Das ist. Du bist zu spät. Der Mido ist ein Kurde. Das hat man raushören können. Der ist ein Kurde. Warum denn? Die will mit dem Hund ins Bett. Was ist daran verwerflich? Ist ich aber auch. Hey, habt ihr? Sie will nicht mit dem Hund ins Bett. Hey, aber sowas ist nur in Schweden erlaubt. In Deutschland ist das verboten. Mido, wenn du der letzte Mensch auf dieser Welt wärst, würde ich lieber mit dem Hund ins Bett gehen als mit dir. Genau. Uiuh, Mido. Aber es ist schon zu spät. Du hast schon was? Ich meine, es ist doch okay. Du stehst auf mich. Akzeptier's. Mido, was für Vorstellungen hast du? Träumst du nachts von mir oder so? Ich hoffe nicht. Lola, Mido, die hat dich auf Kopf genommen. Und zwar zweimal, nicht nur einmal. Moni sagt, seitdem ich Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Genau, ich auch. Ich rede gerade nicht, weil ich esse gerade Eis. Eis tut mal lutschen, nicht essen. Na, da kennt ich dich besser aus. Hab's genommen. Also Mido. Es ist beim Lutschen. So, Mido, dann lutsch mal bitte weiter. Naja, ich mache nicht deine Aufgaben. Warum denn? Mido, Bruder, alles wird gut. Üb schon mal weiter. Wieso trauen die sich nicht hoch? Ich verstehe das nicht. Weil du da bist. Nein, ich meine es jetzt ganz ernst. Weißt du, wie viele Leute mich hochkommen, wenn ich da bin? Ich habe doch gesagt, dass ich heute so viele aufgenommen habe. Ich muss meinen Namen ändern, dass man das nicht direkt sieht. Ja, Mama, ändere mal in Hate anstatt Hope. Hope, deine Stimme kann man niemals verwechseln, glaub mir. Ja gut, die wissen ja nicht erstmal, wenn die hochkommen. Ich werde dann leise sein. Okay. Ist unglaublich, dass sie sich nicht trauen. Aber schreiben mir dann die ganze Zeit hier im Chat. Wisst ihr, was mir an Hope gefällt? Die ist rein wie das Wasser. Und deshalb... Oh Gott, sie ist alles. Sie ist wirklich reine Seele. Ey. Ach du Scheiße, bitte. Also bitte, das wird lächerlich. Also so rein, wie sie ist, ich glaube, ich kenne hier... So rein, ich kenne keine Frau, die so voll ist mit Hass. Mido, du kennst ja keine Frau, das ist ja das Problem. Hino, Panischer, hey, erzähl mal was von diesem Suryoyo-Bruder. Ich bin, was stimmt nicht mit ihm? Was stimmt nicht mit dem Bruder? Er ist unser Löwe. Unser Löwe, das ist eine Katze, Alter. Was für eine Katze, Bruder? Also, eine richtige Mini-Katze. Miau, miau. Ja, aber diese Katze reicht ja für, Bruder, diese Katze reicht ja für euch Mäuse aus, oder? Nein, absolut nicht. Weißt du, das sitzt hier und der brüllt und hetzt. Warum? Ich würde seine Motivation gerne verstehen. Nein, guck mal, der hetzt nicht. Guck mal, er ist wie ein Spiegel, Bruder. Wenn du mit ihm redest, er ist wie ein Spiegel. So wie du zu ihm bist, er gibt dir nur zurück. Nee, das macht er eben nicht. Der sagt immer, hol ihn raus, nimm ihn raus. Und nein, guck mal, das Problem ist, euch fällt das doch gar nicht auf, wenn ihr redet. Ja? Euch fällt das gar nicht auf, wie ihr euch manchmal benimmt oder was ihr sagt. Nikola, willst du nicht hochkommen? Nikola, wir haben dich... Genau. Komm, willst du hoch? Gib dir nochmal eine Geschichtsstunde. Wer hat gerade eben so intensiv geatmet? Das würde mich mal gerne interessieren. Wallah, hier diese Katze. Bruder, der geatmet hat, der hat mein rechtes Ohr auseinandergenommen. Nee, der kann nicht. Der Nikola kann nicht. Schade.
Guck mal, da schreibt dir einer, Allah ist der einzig Wahre. Ja, warum kommt er nicht hoch? Wo sind deine Eier? Der hat nur 3 Follower, der kann nicht mal hoch. Nein, das sind wieder diese Fakes. Egal, der macht heute Dua, morgen hat er 1000 Follower. Wahrscheinlich sind die alle noch in Shisha-Bar. Meinst du? Ja. Oder in Scharia-Kellern in Deutschland. Hey, du lachst, aber in Deutschland gibt es 17 Scharia-Kellern. Weißt du das? Ja. Weißt du, dass der Mido, dass der Mido gesagt hat, dass er will, dass die Scharia hier in Deutschland kommt und er fest überzeugt ist, dass hier alles Islam wird? Das hat er gesagt. Also Mido, wenn das so sein sollte, dein Kopf wäre das Erste, woraus geht, glaub mal. Weil du erfüllst sowieso nichts, was da steht. Ja, Mann. Mido. Wer ist der Erste? Hob ihr Kopf, wer ist letztes dran, weil sie ist nicht im Land. Ihr ist scheißegal. Warum redet der wieder nicht? Nie mir ist scheißegal. Macht er gerade wieder Shisha Kohle fertig? Ist doch beim Lutschen gerade, hat doch gesagt. Er lutscht doch gerade sein Eis. Mido, was hast du für ein Eis, so ein Flutschfinger? Ich kann nicht mehr. Seid schlau und wählt AfD, schreibt jemand, dieser Base. Ich habe Angst, wenn ich AfD wähle, ich wäre Erste, der nach Hause geliefert wird. AfD wird sagen, hast du Pech gehabt. Egal, du hast ja Aserbaidschan noch. Huawei Ticket, Aserbaidschan. Ah, du, ich freue mich, ich würde mich so freuen, glaubst du nicht. Endlich, dass jemand mich mit Zwang dahin schickt. Freiwillig würde ich nicht leben wollen, wahrscheinlich. Ja, bei Aserbaidschan ist auch eine schöne Ecke, oder nicht, Lagata? Du, ich bin ja 30 Jahre nicht da gewesen, daher weiß ich nicht, wie das Leben dort so ist, weißt du? 30 Jahre. Ja, ja. Also seit dem ersten Karabach-Konflikt nicht? Ja, genau. Ich komme ja auch direkt von der Gegend. Ach, aus Karabach, ja. Hast du eingeladen? Also aus diesem Stepanakert. Wie bitte? Wieder feinst, genau. Ich habe gerade geguckt, wenn du eingeladen hast, irgendein Apple. Ja, ich versuche hier irgendjemand mit Potenzial hochzuholen. Gibt's nicht. Nee, kein Potenzial, alle sind Shisha-Bar. Aber Apple-User ist ein Bruder. Aber jetzt fliege ich ja für 3 Wochen, bis 15. Januar bin ich dort, ganz alleine. Ich freue mich schon drauf. Nach Karabach oder nach Baku? Nach Baku. Leute, warum habt ihr keine Eier hochzukommen? Ich verstehe es nicht. Da ist einer, der heißt, ich diene unter was? Allah oder irgendwas so. Mal schauen, guten Abend zusammen, ihr komischen Menschen. Sonnenbrand, ja, so siehst du. Und dann sagst du, guck den mal George, an. George Cody, ich habe Bandscheiben durch. Der ist der beste Mann, der Sonnenbrand. Elchan, ich darf nicht mit Frauen reden. Okay. Elchan, komm hoch, komm. Jeder komm schreibt, hoch, der kann nicht. Komm, mach das. Elchan, komm hoch. Komm hoch. Ich werde auch still sein. Elchan, komm, Elchan hoch, ist einer nicht, von denen. Komm, beiß nicht. Elchan ist einer von denen, der kann sich nicht entscheiden, was er ist. Ein Tag ist er Christ, ein Tag ist er Moslem, ein Tag ist er Schia, ein Tag ist er Sunni, ein Tag ist er Koranit. Der kann sich nie entscheiden. Ah, der macht diesen Oliver Möwius. Ja, genau. Kennst du noch diesen? Leute, kommt doch hoch. Wie hat er gesagt? Ashadu, la Allah. Bruder, weißt du, was sein Lieblingsspruch war? Das kann gut sein, aber ich kann es nicht ausschließen. Ja, dieser Sebastian ist gerade in ein anderes Stream drin. Ich krieg gerade Bilder, dass der kommentiert gleich. Sebastian? Ja. Wer ist Sebastian? So ein Typ, der auch immer in unseren Streams war. Der ist Christ gewesen, der will jetzt kommentieren. Sag mal, wo läufst du hin? Wer, ich? Ja. Bin hier gerade bei mir vor der Tür, lauf ein bisschen rum, bisschen... Base sagt, es bringt mich wie Armeniers im Wald da. Moment, jemand ist hoch. Oh, guten Abend. Kannst du auch reden? Ich glaube, der meint das ernst. Sprechen Sie Deutsch? Welche Sprache sprichst du? Ich kann 7 Sprachen, vielleicht kenne ich deinen. Elchan, schreib mal ganz kurz. Vorhin war es noch 6, Lagerda. Vorhin war es noch 6. Mido, der hat gerade eben auf die Schnelle noch eine Sprache gelernt.
Okay, genau. Lagetta, Najasen. Sprache. Wer war das? Najasen, Janem. Oh, jetzt geht's ab. Sind wir bei Tinder. Alhamdulillah. So, wir sind hier in Deutschland, wir reden jetzt Deutsch. So, okay. Elshan, was hast du zu sagen? Distanzierst du? Sagt man auch Minimism? Ja, ne? Nee, man sagt Miniman. Miniman, ja. Konvertiert Sebastian jetzt wirklich? Ja. Zum Islam? Okay, weil dann. Ja, ich muss dazu schauen, weil ich krieg dann Hassanat, dann bin ich gleich wieder da. Der ist so hohl, dieser Typ, ey. Ist das ein Moslem? Ja. Und was geht da jetzt einfach? Ja, der distanziert sich halt nicht von Hamas, deswegen. Und der weiß, was ihm blüht, wenn er mit dir redet. Nee, ich Bruder, ist Elshan Moslem? Ja, Bruder. Der hatte mal gesagt, dass er Atheist wäre. Ja, der, ich sag doch jeden Tag was anderes, aber der ist Moslem. Hino, erzähl mal von ich bin. Der kommt auch aus Aserbaidschan, ha? Ach, der ist auch Aserbaidschaner? Ja, der kommt auch aus Aserbaidschan. Wer? Also, soweit ich weiß, müssen dieser Elshan. Nee, der spricht kein Aserbaidschan. Also sehr, sehr wenig und mit Dialekt. Also der ist alles, aber nicht Aserbaidschaner. Also der hat gesagt, der kommt von dort. Ja, klar, in Aserbaidschan leben 40 Nationen. Ich bitte dich. Okay. Sie will ihn einfach nicht haben. Nein, Bruder, nein. Sie hat ihn einfach abgeschoben. Bruder, schlimmer als auf dich. One-Way-Ticket. One-Way-Ticket, aber sowas. Leute, ich habe das den Leuten im Stream gesagt. Wer möchte ein One-Way-Ticket, kann gerne mir schreiben. Leute, es haben sich welche gemeldet. Mega. Ja, hat sich Ich bin auch gemeldet? Ich bin? Was? Das ist ein Bruder. Also ich bin konvertiert zu Christentum seit 30 Jahren. Halleluja. Das heißt, ich bin Christ. Also seit 30 Jahren, ich kann nichts anderes außer Christentum. Angeblich. Nur zur Info. Nee, so, nicht angeblich. Elshan. Ich habe auch Kreuz tätowiert an meinem Hals. Echt? Und was ist aber? Hast Vater du was am unsere, Rücken? Vater unsere auf meinem kompletten Bein und Psalm 23, 1 auf meinem Rippen. Okay, was hältst du falsch? Tätowier doch gleich die komplette, ganze Bibel. Komplette Bibel habe ich vor. Okay, Panisha, was hältst du davon? Von was denn? Bibelverse, sich zu tätowieren auf Beine. Finde ich richtig nice, Mann. Finde ich richtig cool. Ja, vor allem das Vaterunser auf Italienisch ist auch sehr schön. Ja, das kannst du dir auch krass tätowieren lassen. Sieht auch richtig gut aus. Ich habe alles auf Deutsch tätowiert, also nicht auf Italienisch. Oh Gott. Oh, oder auf Arabisch. Vater unser im Himmel, geheiligt sei unser Wille. Dein Reich komme, deine Wille geschehe. Elshan. Leute, lass mich mal mit Elshan. Ja. So, distanzierst du dich von der Hamas? Muss als Aserbaidschaner. Aber du hast doch gesagt, du bist leise, wenn ich reinkomme. Nee, ich hab's mir doch überlegt. Distanzierst du dich von der Hamas oder nicht? Sag wenigstens, ich identifiziere mich als Mann, sonst darf ich nicht mit dir reden. Okay, ich bin ein Mann. Okay. Ist das ein Ernst jetzt? Warte, ich glaube, ich bin mehr Mann als du, also ja. Perfekt. Ja, distanzierst du dich von der Hamas? Also ich bin schon weit weg von der Hamas, deswegen brauche ich mich gar nicht distanzieren. Findest du das gut, was die Hamas macht? Was für dumme Fragen, Alter. Was für dumme Fragen, wirklich. Nee, Mido. Was für dumme Fragen, Alter. Da steht, Aserbaidschan war früher Albanien. Das heißt, irgendwann hat Albanien vor, Aserbaidschan zu überfallen. Dankeschön. Nein, Alagata, der meint Dings. Früher war es tatsächlich so, es ist Königreich Albanien, aber es ist nicht zu verwechseln mit dem heutigen Albanien. Richtig, das war, glaube ich, so ein historisches Reich. Richtig. Und es gibt auch albanische Kirchen dort. Das habe ich auch schon mal gesehen. Richtig. Aber du darfst es mit dem Balkan Albanien nicht verwechseln. Der Jai hat mich richtig aufgepasst. Richtig. Banisha, erzähl mal, woher holt sich Ich bin diese Motivation? Hat es damit zu tun, was vor 100 Jahren passiert ist? Sag mal, was hast du gegen Ich bin? Na, weil er sich mit mir nicht reden lässt, weil er mal ausflippt. Wenn du ein Problem hast mit Ich bin, Mido, hast du auch ein Problem Mido. Und The Punisher mal, scheint ihn gut zu kennen. Deine Aussage, hör mal zu, nein, wenn nein, du ein Problem mal, deine mit Aussage ihm gerade, hast. Deine Aussage gerade, das mit den vor 100 Jahren, Bruder, ist keine schöne Aussage.
Nee, ich meine, hat es damit zu tun, dass er so aggro ist? Also nein, hat so absolut nichts damit zu tun. Ich sage dir gerade, ich habe dir doch gerade gesagt, er ist ein Spiegel euer Selbst. Mehr ist er nicht. Nein, das stimmt aber nicht. Ich rede doch, ruhig und er flippt aus. Wie geht das? Bruder, nein, du redest nicht ruhig. Du nimmst manchmal natürlich, Worte. Ich rede immer ruhig. Immer mit Bruder, ihm ruhig, aber der flippt aus und er schreit immer, oh, nimm ihn runter. Du nennst ihn türkischen Faschist. Was erwartest du von dem? Nein, denkst das war... Achso, nachdem er mich selber so benannt hat. Nein, er hat es danach gemacht. Gesehen. Wie, du lügst doch nicht. Er hat es erst danach gemacht. Ich habe es nicht. Wenn du ein Problem mit ihm hast, dann hast du auch ein Problem mit mir. Ich war am Mike. Deswegen. Und ich habe ihn nicht. Ich habe geschrieben. Ich war dabei. Sei mal ruhig jetzt, Hoffmann, nochmal. Nein. Ich habe geschrieben. Rede nicht so mit Hoffmann. Weil vorher waren doch diese zwei Türken Faschos vorher, weißt du? Vorher. So, da habe ich so, weil die haben da alles ignoriert. Die machen ja alles mit Leugnen und so. Da habe ich ihm, weil er es gesagt hat, habe ich geschrieben, der verhält sich ja so wie die, weil er auch nur in eine Richtung guckt. Ja, deswegen. Ich sag dir eins über ich bin, er ist ein Löwe. Ja, aber Löwen lügen nicht und manipulieren nicht und schreien ja, nicht und blockieren nicht. Er lügt nicht, er manipuliert auch nicht, ja. Natürlich, und, ich sag's dir, ich weiß es. Hat nichts mit Löwe zu tun, Bruder. Ja, blockieren ist aber einfach, man geht einfach diesem Streit aus dem Weg. Das ist eine sehr kluge Entscheidung, wenn man jemanden stumm schaltet, der die ganze Zeit nur provoziert. Nein. Was er macht, ist feige. Er sagt zu dir, nimm ihn runter, da bin ich unten und er labert und labert weiter ohne Ende und lügt, weil er weiß, ich kann nicht antworten. Was lügst du da? Und das hasse ich, das ist hinterhältig. Das ist scheiße, das darfst du nicht. Also finde ich nicht. Guck mal, er redet auch nur, wenn du dabei bist, ja? Also er redet definitiv nicht über dich, wenn du nicht im Stream bist. Na ne, der redet und er weiß, ich kann nicht reden und er macht mich auch stumm, ich kann nicht mal schreiben, nichts. Noch schlimmer, also schlimmer geht's nicht, aber ist okay, es ist eure Mentalität. Ich sag ja nicht, was vor 100 Jahren war, ich sag ja, das ist ein Völkermord, ja? Aber ich verstehe noch seine Motivation, aber diese Pauschalisieren ist einfach scheiße. Ja, aber was erwartest du, Bruder? Wie, was erwartest du? Ja, was erwartest du, wenn du ihn beleidigst, wenn du zu ihm sagst, Faschist und sonst was? Mann, das war doch ganz am Ende. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich meinte sein Verhalten ist so wie die beiden Türken, die vorher da waren. Ja, aber guck mal, wenn du das doch nicht zu ihm gesagt hast, dann wäre es doch eigentlich eine Kleinigkeit für dich gewesen, dich bei ihm zu entschuldigen. Hast du aber auch nicht gemacht. Nee, ja, wie gesagt, der hat die Kuh zuerst. Also man nennt niemanden Faschist, weil das ist ein ganz gefährliches Wort. Ihr wisst nicht mal, was Faschist bedeutet. Mido. Genau. Mido, du Faschist. Ja. Der Begriff Faschismus kommt aus dem Italienischen, also von Benito Mussolini. Kann ich mal fragen, wie viele Flüchtlinge hat die Türkei aufgenommen? Wer? Alle. Gar keinen einzigen. Wer hat aufgenommen? Türkei. Türkei hat doch syrische Flüchtlinge. So nein, keinen einzigen haben wir aufgenommen. Die haben doch keinen aufgenommen, die sind doch alle illegal über die Grenze gekommen. Echt? Klar. Also stellt sich hier mir die Frage, wie transparent oder wie heißt das, wie aufnahmefähig sind die muslimischen Länder, Muslime aufzunehmen? 0,00000% minus sogar. Die wissen, dass die Menschen dann niemals klarkommen. Ja. Es ist ganz einfach. Die Menschen gehen dahin, der diese Kriege zu verantworten hat. Punkt. Also sie gehen 20 Länder weiter. Richtig, zu Europa. Nach Europa ist auch richtig so. Weil die sind, weil die sind schuld. Also richtig. Warte, Mido, warte. Lass mal die Kirche im Dorf, Alter. Die kommen doch aus den Ländern, ja? Die kommen doch sogar aus den Ländern, wo kein Krieg ist. Warum kommen die? Die haben diese Begriff Jobcenter gehört. Bruder, wenn du jetzt nach Syrien oder so wohin gehst, Bruder. Guck mal, wenn du nach Syrien oder in diese arabischen Länder gehst, Bruder, die interessieren sich. Offene Grenzen, Bürgerkeit. Die können schon Kinder alle, machst, die kennen alle arbeiten. Diese Dinge, Bruder. Die machen sich eine Route. Die machen sich eine Route nicht nach Deutschland. Die machen sich eine Route direkt zu Jobcenter, Bruder. Was ist los mit dir? Nächste Station ist Jobcenter. Okay, aber wo ist das Problem? Ist doch legitim. Ja, Mido, nur weil wenn du das machst, Kinder mache, ist okay. 10 Kinder ja, mache, dann habe ich 2.500 Euro im Monat. Muss ist doch okay, arbeiten. Ist doch Mido, legitim. Bist du nicht verheiratet oder so? Ist legitim, ja. Mido? Darf ich kurz was sagen? Es ist legitim, ja. Ich stell dir mal vor, Christen würden in dein Land kommen und würden dich so übernehmen. Das ist doch alles passiert. Das ist doch alles legitim. Wir übernehmen dich. Mal sind die dran, mal sind wir dran, die Geschichte ändert sich nur. Ach so, ist es so? Ja, natürlich. Mido, wie alt bist du eigentlich? Zwei.
Erklären wir, erzähle ich dir alles, wenn wir Netflix und Chill machen. Wir machen gar nichts, Mido. Wir machen sowas von gar nichts. Wie gesagt, boah, weißt du auch das? Wenn du der letzte Mensch wärst. Du wie kannst alt, auch Lagerta mitbringen. Sie wie kann alt bist du? Also wir wissen auch ja schon, so dass wie, du 1,60 bist. Wie in I Am Legend, wo er wirklich der letzte Mido, Mensch ist. Wir wissen ja, dass du 1,60 bist, aber wie alt bist du? Ich 16. nehme an, er ist 26. Nein, nein, der ist älter. Der ist älter. 34. Also, Panischer, du kannst ihn ja schön grüßen, den ich bin. Sag ihm einen Kuss von mir. Mido, und, wenn du ein Problem hast mit ihm, dann hast Bruder, du auch... Bruder, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, der hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Wir haben nämlich noch über was anderes geschrieben. Und da habe ich gemeint, Bruder, wenn du kurz kannst, komm in den Stream, Mido redet, ja, komm und rede mit ihm. Er hat gesagt, Mido ist, wer ist das? Ein Niemand, ja, was soll ich mit dem reden? Das ist seine Meinung über dich. Ja, ist okay. Ja, weil er halt nicht leiden kann, dass ich sachlich bin. Hadas, ist doch gut, Bruder. Wenn du was mit ihm zu klären hast, dann musst du das mit ihm direkt machen. Ja? Nächstes Mal. Es gibt immer meine Meinung zu ihm, Bruder, ist, er ist ein Löwe. Ganz einfach. Das ist meine persönliche Meinung zu ihm. Ich stehe in allem, was er sagt und was er tut, immer hinter ihm. Und sogar vor ihm. Nicht hinter ihm, sondern vor ihm, Bruder. Ja? Und wenn es da irgendwas zu reden gibt, wenn du unbedingt was mit ihm reden willst, Bruder, dann musst du das schon mit ihm machen. Weißt du? Jetzt hier über jemanden zu reden, der nicht dabei ist, ich mag so Sachen gar nicht, Bruder. Der nächste Stream wird kommen. Dann, zu reden, dann Mido, der hat nichts falsch gemacht. Und ich sag dir nochmal, wenn du ein Problem mit ihm hast... ein Problem mit ihm hast, dann hast du auch ein Problem mit mir. Mit dir? Du willst kein Problem mit mir haben. Ich bin es und noch sehr nett. Der ist sehr, sehr und nett. Und mit mir auch. Mido, leg dich nicht an. Und da, also ich würde mit ganz Albanien auf jeden Fall dem Mido, sagen. Guck mal, jetzt mal was Witziges. Ja. Du bist ja auch sunnitischer Moslem, richtig? Ja. Guck mal, es gibt so ein Hadith, Bruder, im Bukhari drinne. Ja, das ist wirklich nur was Witziges. Das ist Bukhari 3849, Bruder. Da geht's um die Affensteinigung. Kannst du mir das mal erklären? Kannst du mir das mal erklären, Bruder? Mein Gott. Mido, das ist so ein Sharia-Dich, ne? Ich sag dir, was da drin steht, Mido. Guck mal, da steht ganz klar drin, in der vorislamischen Zeit, ja, habe ich eine Affenfrau gesehen. Sie war umzingelt von anderen Affen und sie haben sie gesteinigt, weil sie der Sinna bezichtigt haben. Und dieser Amr ibn Maimun, der hat natürlich nichts anderes zu tun gehabt, der hat mit denen gesteinigt. Der ist einfach zu dieser Affen hin, hat auch diese Steine genommen und hat die Affenfrau mitgesteinigt. Du sagst doch selber vor islamischer Zeit. Ja, das ist die Zeit der Jahiliya, aber jetzt erklär mir mal, was hat das da drinnen verloren? Panische, es gibt eine leichte Erklärung dazu. Das zeigt sehr gut, dass meine Hadithe, du sagst selber Nummer 3000, Hadithe, es gibt Hunderttausende. Ja, das ist 3849, Bruder. Ja, es gibt Hunderttausende, ich weiß nicht, also ich bin von Hadithe. Was macht das in deinem Glaubensbekenntnis? Was macht das da drinnen? Dass Affen sich gegenseitig Punkt haben. Das ist Bukhari im Glaubensbekenntnis. Oh Mann. Nein, in euren, Elchan. In euren Büchern der Gelehrten. Elchan, dich betrifft Bruder. Das doch nicht. Du bist doch Schia. Was willst du? Zu dir kommen wir gleich. Wenn er Aserbaidschaner ist, muss er Schia sein. 100%. Warte, zu dir kommen wir gleich. Was bist du? Ich bin doch kein Aserbaidschaner. Wenn hier Mido angegriffen wird. Ja, Lagata, warte doch mal kurz. Elchan, zu dir kommen wir gleich mit dem Thema den Kamelschlacht und Imam Ali. Wieso ist eigentlich dein Knack bei dir Moderator? Beruhig dich. Leute, denk nach, ist bei mir Moderator. Ich habe ihm gesagt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, er soll den Chat auf jeden Fall immer reinigen, sauber halten. Ja, er schwenkt die islamische Flagge hier. Ja, weil er ist ein korrekter Typ. Der soll mal hochkommen. Ja? Denk nach, komm hoch, Bruder. Komm hoch. Deswegen, ich habe ihn Moderator gegeben ohne Rechte. Ach so. Aber guck mal, du sagst selber vor islamischer Zeit, was hat das mit irgendwas zu tun? Aber warum steht das da drin, Bruder? Das ist das Problem. Ja, ich habe den Moderator gemacht, damit ihn keiner stummen und blockieren und so kann. Verstehst du? Weil die anderen, die blockieren den und stummen den sofort, wenn er reinkommt. Ja, sobald er drin ist, tun die den sofort stummen und blockieren. Das mag ich nicht. Aserbaidschaner sind 95% Muslime.
Falsch. In Aserbaidschan sind 40% Nein. Atheisten, okay? Da sind sehr viele, mehr, die mehr. Nichts glauben. Hör, wie das alle getriggert hat, wenn man Moderator ist. Denk nach, komm hoch, aber wir haben eine gesellige Runde. Die Muslime dort nehmen, das ist noch alles Schias, oder? Ja, Mann, nein, bitte nicht. Ja, 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 die Muslime sind Schias. Ja, okay. Warum? Das und viele sind Atheisten, weil Aserbaidschan war ja früher Sowjetunion, also ein Teil der Sowjetunion. Ich, ja, ja. Deshalb deswegen lebe ich ja auch Kommunismus. Deshalb kenne ich mich ja auch nichts mit Religion aus, weil ich nie Religion gekannt habe in diesem Land bis 1992. Erst seit 92 ist das dann wieder eigene Stadt. Und ja. Ja, stimmt, weil 1991, also Dezember 1991, zerfiel ja die UdSSR. Richtig, richtig. Genau. Und deshalb kenne ich mich nicht aus, womit die im Moment beschäftigen, oder Mentalität hat sich extrem verändert, weißt du? Aber es ist viel moderner, oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt im Dezember hin nach 30 Jahren. Also ja, stimmt, stimmt, stimmt. Geh jetzt nicht hoch. Ich weiß es nicht. Komm hoch, lass uns reden. Denk nach, ich bin ein Fan von dir. Kennst du ihn? Ja, ich gucke mir immer seine Streams an. Ich bin echt ein Fan von dir. Google doch, Mann. Google, was labert, interessiert mich nicht. Wer schreibt denn Google? Google schreibt irgendwelche... Ja, Gerda, ich wusste ganz genau, was du sagen wolltest. Oh, krass. Man spricht schon wenigstens aus. Ich habe mich zusammengerissen, ja. Ja. Ich versuch's anständig zu bleiben. Alles gut, alles gut. Alles gut, kann ja immer nicht jeder wie Elchan sein. Bleiben. Alles gut. Wo ist dieser Kellerman? Der soll hier hochkommen. Wo ist dieser Kellerman? Wir haben alle keine Eier. Wer ist das? Ein Orthodoxe? Ich mag keinen Orthodoxen, Mann. Wir sind alles Freikirchler hier. Was wollen die schon wieder hier? Also in Aserbaidschan, du User, du leben 400.000 Juden. Die sind schon mal keine Probleme. So. Und dann leben die, was weiß ich. Langweiler, Juden, du hast meine dann Ohren. Dann leben dies, das. Also 40 Nationen. Hallo Orthodox. Da kann niemals 95% Muslime sein. Niemals. Das Land hat nur 10 Millionen Einwohner, mehr nicht. Und Aserbaidschan ist säkular, soweit ich weiß. Also sehr, sehr tolerantes Land. Also ohne Witz, toleriert einfach alles. Ey, lass mal diesen Kellerman hoch. Kellerman, komm zu hoch, schreib mal in die Kommentare. Ich beleidige mal diesen Aljef. Leute, ich geh schlafen. Wohin gehst du? Schlafen, nein, ich muss arbeiten. Schon wieder. 7:30 Uhr. Schon wieder. Arbeiten. Nein, du bleibst da. Noch ein bisschen. Nein, Leute, 7:30 Uhr. Nein, schlaf gut. Schlaf gut, Tom. Schlaf gut. Warum? Du lässt mich alleine. Morgen machen wir unsere Hetze weiter hoch. Morgen geht's weiter. Ab 5:30 Uhr. Hi, Dob. Gute Nacht. Gute Nacht. Panischer Bruder, ich geh auch runter, ja. Gott sei Dank sind die Juden weg. Boah. Ganz wegbleiben da mit den Juden, ne? Beats for you ist da. Mein bester jüdischer Freund kommt jetzt. Da ist er doch. So, der lässt nichts für Juden kommen. Beats for you, was ist los, Bruder? Warum bist du jetzt auf einmal stumm? Die haben gerade gegen Juden geschossen. Ich bin jetzt reingekommen. Let's go, Leute. Ich höre euch. Ja, es geht darum, alle sind jetzt auf einmal pro Hamas geworden. Juden sind nur Rechte. Verkleidet. Komm, geh raus, da. Verkleidet in der Kleidung der Nazis. Echt? Boah, ey, das sind harte Worte, Mann. Hör auf damit. Vielleicht wahre Worte, wer weiß. Oh, jetzt geht er raus, schreibt doch mal Leute an. Ein Jude ist und ein Nazi. Nein, TikTok. Aber keiner befürwortet, dass die Israelis nicht Kriegsverbrechen machen, oder? Ja, das ist so. Das kritisieren wir ja auch. Also ich befürworte das nicht. Warum auch so panischer? Weil die Opfer Muslime sind? Dass die das machen, befürworte ich nicht. Ich sage, das, was die machen, ist richtig. Warum ist richtig? Kinder abschlachten ist richtig. Nein, davon reden wir nicht. Wir reden von Hamas. Ja? Nee, nicht Hamas. Es geht ja nicht um Hamas. Da sterben nicht nur Hamas, da sterben Kinder. Ja, natürlich, in einem Krieg sterben immer andere. Weißt du warum? Das ist Kriegsverbrechen. Nein, das ist kein Kriegsverbrechen. Das ist... so oft schon erklärt, ich verstehe wirklich nicht, warum. Okay, ich bin orthodox und ich bin gegen...
Mido, du bist ein Opfer, was jetzt? Du bist ein kleiner Troll. Und du bist ein Opfer. Du versuchst deinen Spaß auf Kosten von Krieg und sterbenden Menschen. Ach so, du versuchst deinen Hass auf Kosten von Kindern zu verbreiten. Du bist seit einer Woche unterwegs und trollst in jedem Chat. Warum? Was hast du jetzt gegen Trolls? Mido, gib Antwort. Warum? Wie bitte? Nochmal? Warum sterben da die Unschuldigen? Warum? Weil Israel das gezielt will. Bist du sicher? Und nicht die Hamas? Nein, ja, warum soll das Hamas das wollen? Die Unschuldigen als Schutzschild, schämst du dich nicht? Ach, Schutzschild, die machen dir das. Also die basteln, die nähen die Menschen zusammen in einem Kreis und nehmen so hoch als Schild oder wie? Guckst du zu viel Comic oder was? Nein, aber ich gebe dir mal ein Beispiel, damit du es verstehst. Beispielsweise, die Hamas nimmt auch Krankenhäuser als Schutzschild. Beispielsweise wurden 222 Menschen als Geiseln genommen, um dann als Schutzschilder dementsprechend genutzt zu werden, damit man Druckmittel gegen Israel hat, damit Israel nicht so vorgehen kann, wie sie am liebsten vorgehen würde. Und zwar mit wenig Zivilen. Was ist mit der Kirche? Was ist mit der ältesten Kirche, dass sie bombardiert haben? Das finde ich auch sehr interessant. Ja, auf einmal sehe ich, dieses Argument kriege ich auch schon seit Tagen zu hören von Muslimen, die jetzt versuchen. Und ich sage euch, wer von euch kennt sich mit Konfliktstufen aus? Es gibt ein Modell, das nennt sich Konfliktstufenleiter. Es geht um Konfliktstufen, es geht um Kriegsführung. Nee, philosophierst du jetzt? Und dann lernst du vielleicht was. Ja, du hast doch gar nichts gelernt. Das sogenannte Konfliktstufenmodell lässt sich in drei Stufen einteilen, die sich dann nochmal in jeweils drei Stufen einteilen. In der dritten Stufe ist eine Treppe. Eine Stufe dieser dritten Stufe ist die Parteiergreifung. Und es ist schon richtig gesichtslos, zu versuchen, hier mit irgendeiner Kirche zu argumentieren, wobei man selbst der Meinung ist, es ist ein religiöser Konflikt. Und dann auf einmal, wenn es hart auf hart kommt, holt man sich noch die Christen dazu. Das habe ich gesagt mit der Kirche, weil ich auch gesagt habe, wir machen das jetzt so. Leute, wir holen uns eine Expertenmeinung. Beats, Bruder, warte, lasst uns meine Expertenmeinung holen. Mr. Kellerman, was sagen Sie denn dazu, zu dem ganzen Geschehnis? Oh, also ich kann nur sagen, ich bin pro Hamas. Und ich finde auf jeden Fall. Ich bin pro Hamas. Bist pro Hamas? Hör mal zu. Mach hier keine Witze mit solchen Sachen, ansonsten bist du morgen im Knast. Ich sag's dir nur. Weswegen ist sie im Knast? Ich finde, dass Israel und die Unterstützung von der USA und so. Dass sie so oft einen Blick auf so machen. Ohne was? Hätten doch gar keine Chance. Was hat das mit der Bevölkerung zu tun? Ich finde diesen Kampf. Meinst du, dass die Juden keinen Frieden wollen mit den Palästinensern? Also ich finde diesen Krieg unfair, weil wie gesagt. Also du hast dich gerade eben strafbar gemacht. Ein Krieg zwischen zwei Staaten. Okay, kann ich kurz was dazu sagen? Es ist eine militärische Mission, bei der eine Terrororganisation ausgeschaltet wird. Das ist kein Krieg. Okay, kann ich was kurz dazu sagen? Was findet ihr dazu, was die Politiker dort bei den Israelis gesagt haben, dass die Palästinenser wie Tiere sind? Oder zum Beispiel, dass es Straßenumfragen gab? Guck mal, das ist wieder ein. Es gab wieder, jetzt kommt er wieder. Sehr interessant. Er ist ein richtiger Politiker. Der Satan persönlich. Leute, okay, für Kellerman zu seinem eigenen Schutz, Leute. Kellerman, der trollt gerade nur, ja, das hat er nicht so gemeint mit diesem Pro-Hamas, der möchte ja einfach nur ein bisschen Stimmung reinbringen. Also er muss sich echt freuen, dass niemand aufgenommen hat, ohne Scheiß. Ja, alles gut. Ich hoffe, das hat auch keiner aufgenommen, damit ich zur Behörde gehe. Ach, verstehst was, du? Bruder. Alles gut, Bruder. Ey, Leute, was hast du gesagt? Ich hab gehört, bald soll es einen Krieg geben in Deutschland zwischen Muslimen und Christen. Was sagt ihr dazu? Ich verlasse in 3 Wochen Deutschland. Auf welcher Seite bist du denn, wenn es diesen Krieg gibt? Leute, dürfte ich Mr. Kellerman auf seine Frage antworten? Der Krieg wird mit Geburtenzahlen geführt. Ich sag nur, Muslime sollten sich darauf vorbereiten, wenn es darauf wirklich ankommen sollte. Die Kreuzritter kommen zurück. Kellerman, magst du deine Frage nochmal wiederholen? Also ihr befürwortet Krieg, oder wie soll ich das verstehen? Ich bin bereit, ich stehe wie ein Eins. Nein, Bruder, nein, das ist nicht so. Kellerman. Wir befürworten keinen Krieg.
Ja, okay. Also ich habe gesagt, auf der Seite von Israel. Weil soll es einen Krieg zwischen Christen und für Israel. Wir wollen Frieden für Israel. Psalm 122, Vers 6. Die Bombardierung muss mit sofortiger Wirkung beendet werden. Und dann endlich. Ja, ihr seid so unverschämt. Guck mal, der Kellerman hat eine Frage gestellt, der Beats wollte ihm antworten und ihr redet die ganze Zeit dazwischen. Es gibt nichts zu antworten. Dieser Typ hat keine Ahnung von Antworten. Wer? Der Beats. Er macht nur Beats, mehr nichts. Wie kommst du darauf, dass er keine Ahnung hat? Na, weil er teuflisch ist. Seine Worte sind teuflisch. Nein, hör auf, sowas zu sagen. Ist sowas Wahrheit. Sagt man nicht. Ja? Glaub nein, mir. Respekt und Anstand. Das ist ein Wolf im Schafspelz. Geht nicht. Oh, egal, Bruder, ich mag Wölfe im Schafspelz, Bruder. Die sind gefährlich. Das ist scharf, ein Wolf. Mido. Bist du vom Engel Mohammed? Oder was? Bist du vom Himmel? Vielleicht. Okay, ich würde sagen, Beats, Bruder, antworte ihm mal. Der ist raus. Nein, der ist nicht raus. Nee, der holt Hilfe. Der holt, Lomo, komm bitte helfen. Okay, also er kann gerne seine Frage nochmal wiederholen und dann antworte ich auch sehr gerne darauf. Ah, zum dritten, okay. Ich hab gehört, dass es bald hier in Deutschland einen Krieg geben wird zwischen. Nein, die Frage davor nicht. Auf diese Frage will ich gar nicht erst eingehen. Also komm. Welche bitte. Frage denn? Was habe ich denn sonst gefragt? Oh, du weißt es doch ganz genau, Mann. Ey, was meint der, Leute? Nee, der hat schon das mit Hamas und Israel, Bruder, was du gesagt hast. Ja, aber da habe ich doch nichts gefragt. Ich hab das gesagt. Das war eine Feststellung, keine Frage. Okay, was war nochmal deine Feststellung? Ey, muss man eigentlich für diesen Beats eigentlich immer alles wiederholen, oder was? Ja, ja, der steht, der macht extra so. Der hat sein Aufnahmeprogramm jetzt gestartet. Irgendwie ist der hängen geblieben, oder was geht bei dem? Der ist total los. Antworte ihm doch einfach, ganz normal. Elshan, du bist so unwissend, wirklich. Das ist schon beinahe wirklich tragisch. Ach, geh mal Shakshuka essen, alles gut. Shakshuka schmeckt sehr gut. Und ich weiß, deswegen sage ich es dir. Vor allem in Israel Shakshuka zum Beispiel. Sag ich doch. Hat mir letztens einen auf Tel Aviv gemacht. Arbeitskollege war wunderbar. Ja, wunderbar, kann ich mir vorstellen. Bruder, weißt du, was diese Shakshuka auf Arabisch heißt? Dann sag doch jetzt. Kennt ihr diese Wäscheklammern, was ihr für Klamotten benutzt, Bruder? Nee, weiß nicht. Stört es euch, wenn man sagt Free Palestine oder sowas? Nein, warum soll man zerstören? Aber ich finde, man sollte sich definitiv spezifizieren in seiner Aussage. Free Palestine from what? Und theoretisch heißt es Free Gaza, weil Palestina kein Staat ist. Ja, und wenn die rein sagen, geschichtlich und rein ist, faktisch ist, gesehen, ist denn Israel ein Staat? Aktuell kein Staat. Israel erfüllt in erster Linie Israel alle Prämissen, die es bedarf, um einen Staat auszurufen. Und ja, Israel wurde 1948 als souveräner Staat ausgerufen mit einer Armee. Richtiger Politiker. Also ist es 48 dorthin gezogen, oder wie? Guck mal, langweilig. Ich sage dir jetzt ganz genau, warum Palästina kein Staat ist. Palästina hat nichts, aber auch gar nichts von den Kriterien erfüllt oder kann kein einziges Kriterium erfüllen, das benötigt wird, um einen souveränen Staat zu gründen. Und was, wenn die Leute sagen Free Palestine mit der Meinung, dass sie einen Staat gründen wollen? Dann sollten sie sagen Free Palestine from Hamas, weil ohne die Hamas können sie machen, was sie wollen. Sie können mit den Geldern, die die ganze Zeit Tag nach Palästina spendet, Häuser bauen, Straßen bauen, WLAN-Netzwerke bauen. Also die Israeliten haben die Palästinenser nicht verdient. Seid ihr eigentlich alle blind? Der Kopf der Hamas hat 5 Milliarden Euro, Leute. Woher hat er das ganze Geld? Denk doch von Israel. Schwach, Dicker, wenn du das denkst. Wirklich, schwach. Du... 500 das, Milliarden, du schon, das 500 Milliarden, das ist... Darf ich kurz mal sagen? Hamas wurde von Israelis gegründet. Nein, das stimmt nicht. Und guck mal, ich zeige eine gewisse Terrororganisation zu besiegen. Dafür wurde die Hamas gegründet. Langweiler, wenn du mir jetzt
eine einzige Quelle, weil ich habe dieses Argument schon längst auseinandergenommen. Ich habe 4 Tage lang nach einer Quelle gesucht, die das bestätigen kann. Ich habe keine einzige gefunden. Aber ihr kontrolliert doch mal Quelle. Er fragt nach Quelle. Eine Quelle, wo zumindest so etwas in der Art drinne steht, und ich entschuldige mich vor allem jetzt bei dir. Okay. Ich habe dir gefolgt, ich schicke dir das nicht, an. Wenn nicht, entschuldigst du dich vor allem für diese Beats. Beats. Alles klar. Okay. Beats, wir drehen das mal, ja. Es gibt keine offizielle Quelle, dass der Amerikaner Al-Qaida gegründet hat. Aber jeder weiß, Amerika hat Al-Qaida gegründet. Ja, Bruder, das sind andere Sachen. Du verwechselst da etwas. Wenn Beats geht, du kannst in die Bibel gehen, wie lang die... Wir müssen nicht einmal zur Bibel gehen. Zu Israel. Wir müssen nicht einmal zur Bibel gehen. In Israel. Und jetzt steht das in der Bibel. Kannst du gerne ein bisschen fragen. Wie bitte? Die orthodoxischen... Warte, du willst mir sagen, dass dieser Krieg jetzt gerade in Israel prophezeit wird in der Bibel? Ja, Bruder, aber... Was ist mit den Kriegen davor? Woher kommen die Juden ursprünglich? Wo ist Musa geboren? Aus Ägypten. Ja, also, in der Tora steht, dass die Grenze von den Juden von Ägypten bis Jordanland ist. Okay, und weiter? Sollen Sie das auch alles platt machen und sich das wieder rechtmäßig wieder annehmen, die Juden? Sie haben das Recht. Ja, okay, wer hat das Recht? Aber Elisio, die haben das Recht, Kinder zu töten, Kirchen zu bombardieren, Moscheen zu bombardieren. Das akzeptiere ich auch nicht, das macht mir auch weh. Das verstehe ich ganz, ich bin zu deiner Seite, ich bin für keinen. Weißt du, was ich meine? Aber die Juden können jetzt sagen, okay, Ägypten gehört ja auch zu Israel und Jordan gehört auch zu den Juden. Da haben wir jetzt ein Problem. Weißt du, was ich meine, Bruder? Aber es wird ja auch gesagt, dass die Juden keinen Staat besitzen dürfen, dass eigentlich Israel nicht sein darf. Es gibt auch genug Juden, die für Palästina sind, die sagen selber, wir dürfen keinen Staat besitzen, das steht in der Tora oder irgendwas sowas. Ja, aber okay, dann zeig mir den Vers. Du sagst dir genau dasselbe. Zeig mir den Vers in der Tora, in der Heiligen Schrift, wo im Alten Testament für dich, wo das drin steht. Und wie gesagt, ich entschuldige mich bei dir vor allem. Und wenn dem nicht so ist, dann bitte ich dich, das auch als Falschaussage zu enttarnen und dich bei mir und bei allen Juden dafür zu entschuldigen, dass du das behauptet hast. Nicht ich sage das, sondern das sagt ein jüdischer Lehrer oder Rabbi, wie man das sagt. Ja, guck mal, du beziehst dich jetzt auf ultraorthodoxe Juden. Diese ultraorthodoxen Juden gehören nicht mal zu 1% der gesamten jüdischen Bevölkerung, ja? Und was also lebst du nicht nach dem Talmud? Wie bitte? Also lebst du nicht nach dem Talmud? Du willst mir etwas vom Talmud erzählen? Ich frag dich, ob du nicht nach dem Talmud lebst. Sag mir, was der Talmud ist. Du fragst mich hier Fragen. Ich bin jüdisch. Ich hatte 15 Jahre Religionsunterricht. Ja, ich bin ein liberaler Jude. Ich habe keine Schläfenlocken oder sonst irgendwas. Ich sehe ganz normal aus. Ist vollkommen okay. Nein, also lebst du nicht aus dem Talmud? Über den Talmud, ja, dann zeig mir, dass ich mit dir darüber reden kann und erkläre mir, was der Talmud ist, und dann lass uns darüber reden. Aber wenn du keine Ahnung hast, was der Talmud ist, dann brauche ich dir auch nicht auf diese Frage zu antworten, mein Lieber. Ist es gerade dein Ernst? Ganz einfach. Ich weiß nicht, was ist das gerade dein Ernst? Weil guck mal, ja, der Talmud, das sind Testament. Ist es gerade dein Ernst? Also die Frage. Sehr, sehr wichtig. Langweilig. Sehr wichtig wäre es, mein Live-Ziel voll zu machen. Aber Beats. Ja, bitte. Du als Jude befürwortest den Krieg nicht, oder? Ich befürworte als Jude und als unabhängig von meiner Religion oder Ethnie überhaupt keinen Krieg und überhaupt keine sterbenden Menschen oder sterbenden Kinder oder Frauen oder ältere Menschen oder... Okay, aber du bist für den Staat Israel. Findest du, dass der Staat Israel gut vorgeht? Also,
Lasst uns mal, guck mal, ihr, das ist das Problem. Das ist, guck mal, orthodox, ich merke an dir, dass du ein schlauer Typ bist. Du kannst zuhören, du kannst reden, du kannst aufnehmen, du kannst verarbeiten. Ich merke das. Ich merke auch, dass viele das nicht können. Deswegen lass uns mal einen komplett anderen Blick auf diese ganz, auf diesen ganzen Nahostkonflikt. Sagst du jetzt, ich bin nicht aufnehmungsfähig oder was? Langweiler. Ich meine Spaß, Bruder, entschuldige. Wir fehlen nur noch 100 Stück knapp. Jadla, mach das Live-Ziel voll, Jungs. Alle gemeinsam. So, und orthodox, und ich möchte mit dir mal einen Blick einnehmen, der vielleicht nicht auf Israel fokussiert ist, sondern auf dieses ganze Gebiet, okay? Und wir reden hier über Israel. Israel ist Apartheidsstaat. Israel macht Genozid. Israel nimmt irgendjemandem Rechte weg. Okay. Damit du ein Land richtig kennenlernst, brauchst du in erster Linie nicht die Außenpolitik zu betrachten, sondern die Innenpolitik. Denn die Innenpolitik zeigt dir, was in einem Land wirklich vorgeht. Und was ich dir vom Herzen sagen kann, und ich schwöre es dir, Israel ist das einzige demokratische Land in diesem ganzen großen Gebiet, voll umzingelt mit Arabern. Angeblich. Okay, angeblich sei mal dahingestellt. Mido, du kannst mir doch bestimmt sagen, wie zeichnet sich eine solche Demokratie aus? Wie zeichnet sich die Demokratie bei uns in Deutschland aus? Was würdest du sagen, welche westlichen Werte genießt du unter der deutschen Verfassung? Na, hier ist auch keine 100%ige Demokratie. Okay, dann lass mich das so stehen. Hast du in Deutschland Meinungsfreiheit? Darfst du sagen, was du willst? Nein. Ja, du hast in Deutschland definitiv Meinungsfreiheit, sonst dürfte nein, nein, hat man nicht. Das steht schon im Grundgesetz, was laberst du? Guck mal, ja. Es wurde dann gerade zu Kellermann gesagt, er hat was Strafbares. Vom Grundgesetz, ja, aber die sagen nein, weil sie eben nicht ihre Meinung sagen können. Ja, ja, aber guck mal, deswegen sagen sie nein. Und trotzdem sind sie hier bei TikTok um 4 Uhr morgens und labern hier jegliches Wort, das sie wollen, ohne dafür belangt zu werden. Das ist Meinungsfreiheit nach meinem Verstand. Aha, aber wer nimmt denn hier auf? Guck mal, hast du in Deutschland Pressefreiheit? Warum geht das überhaupt? Hast du in Deutschland Pressefreiheit? Kannst du als Journalist berichten, über was du willst und es dann veröffentlichen? Nein, natürlich, man kann über alles lügen und dann kann man es... Kannst du machen, Ach so, aber du hast schon dieses Aufland gesehen von der Tagesschau, wie man sich kommunizieren soll. Mido, wenn du plötzlich feststellen solltest, dass du doch auf Männer stehst, dürftest du das in Deutschland ausleben, ja oder nein? Natürlich. Ja, was hat das mit Meinungsfreiheit zu tun? Das hat etwas mit Menschenrechten zu tun. Und das ist kein Menschenrecht. Denn genau diese Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, sagen, was man will, veröffentlichen, was man will, lieben, wen man will, genau diese Werte hat man in Israel und genau diese Werte hat man in jedem anderen westlichen Land. Und Israel ist genau ein solches westliches Land im Osten. Hat Israel LGBT... Die Leute gebildet, die studieren, die lernen, die gehen zur Uni, die gehen feiern, die wollen sich mit Freunden treffen. Das sind ich habe das Gefühl, Menschen, du machst gerade einfach Werbung für Israel. Ja, weil das leider die Realität, also weil das glücklicherweise die Realität ist. Er macht nicht Werbung, sondern wir erzählen einfach die Tatsache. So, und genau. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Situation in Gaza an, ja? Was für Menschenrechte dort herrschen und weshalb sie dort herrschen. Darf man in Gaza sagen, was man will, ohne dafür belangt zu werden? Selbstverständlich nicht. Glaube ich nicht. Darfst du in Gaza dich als homosexuell outen und das ausleben? Gott behüte dich, wenn du das machst. Gott behüte dich. So darfst du in Gaza als freier Journalist über alles berichten, was du willst, es veröffentlichen und keine Angst haben, dass du spätestens eine Woche später verfolgt und getötet wirst. Du meinst wie in Israel, wie diese Reporterin aus Amerika, die vor der laufenden Kamera hingerichtet wurde? Guck mal, ich bitte dich. Na also, dann sei ruhig, dann auf zu lügen. Mido, ich bitte dich. Lügner. Mido, ich habe eine Frage. Du lügst seit 10 Minuten rum. Jetzt haben wir festgestellt, dass wir in Israel westliche, menschliche Werte haben und in Gaza, westliche Werte nur für euch, ja. In Gaza das zivile Volk derartig unterdrückt wird, dass sie die einfachsten Menschenrechte nicht haben. Und das liegt nicht an Israel, denn Israel nimmt den Palästinensern keine Rechte weg. Israel ist komplett autonom vom Gazastreifen. Der Gazastreifen wird regiert von der Hamas, seit 2005 mehrheitlich von dem eigenen Volk gewählt.
Und wie ihr sicher wisst, kommen tagtäglich Spenden aus aller Welt nach Gaza. Und leider Gottes sind die Köpfe der Hamas so derartig korrupt und denen ist das palästinensische Volk so scheißegal, dass sie dieses Geld für sich selbst nehmen, zweckentfremden, 500 Kilometer lange unterirdische Tunnel bauen, Raketen und alles andere einkaufen, sich irgendwelche Handelsstrukturen aufbauen, wo sie Waffen illegal kaufen können und das ganze Geld in die eigenen Taschen oder in Militär steckt, in deren eigenes Militär, was nicht wirklich eine Militär, sondern eine Guerilla-Organisation ist. Das ist schön, dass du das sagst, Straßen zu bauen, anstatt Straßen zu bauen, anstatt Stromwerke zu bauen, anstatt Wasser. Stromwerke, alter Falter, mal, wenn man dich anhört, denkt man, mein Gott, alter, wer kontrolliert anstatt, das? Anstatt nicht 20 Leute in einem Zimmer zu haben. Mit Würde leben zu lassen, das Internet. Die Menschen dort. Wer kontrolliert den Lebensmittel? Hier will jemand hoch, kann einer bitte Platz machen? Und Sendepausrechten. Ja, kann kurz einer Platz machen, hier will jemand hoch. Sendepause, jetzt bin ich da, jetzt will ich darauf antworten. Von der Hamas unterdrückt, nicht nein, von Israel unterdrückt. Von Israel unterdrückt. Dann hast du leider die letzten 7 Tage nichts mehr. Dann hast du die letzten 7 Tage geschlafen. Du tust mir leid, Mido. Du bist ein Unbelehrbar. Du bist, Mann, du hast keine Ahnung. Du lügst. Du bist ein Unbelehrbar, Mann. Du bist ein kleiner Voll, ein Unbelehrbar. Shalom. Du kannst mal ausreden lassen. Geht das? Shalom, Bruder Israel. Hast du mal ausreden lassen? Reicht doch. Er hat doch genug geredet. Ja, er kann Beats, doch reden. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage an Israel und ich habe eine Frage an Beats. Ja, bitte. LGBT, ist es erlaubt in Israel? Ja, natürlich. Guck mal, Bro, bitte sei mal leise. Bro, Israel, Tel Aviv, falls du jemals was von Tel Aviv gehört hast, ja. Das ist die Metropole der Homosexualität und des Techno-Feierns. Wenn du irgendwann mal Spaß haben willst in Israel oder mal kurz aufs andere Ufer gehen willst, dann geh nach Tel Aviv, hab dort deinen Spaß, du wirst dort die schönste Zeit deines Lebens haben. Okay, das wollte ich nur auch wissen. Wenn du nicht schwul bist, wirst du in Tel Aviv die schönste Zeit haben, die du haben wirst. Es ist die Party-Metropole schlechthin. Und das ist wurscht, ich will keine Party, ich wollte nur wissen, ob es dort erlaubt ist. Ob es dort yeah. Also stimmt das, dass wir unsere geilste Zeit des Lebens haben werden auf Tel Aviv? Guck mal, das ist leider das Einzige, was du daraus mitgenommen hast und das ist das Problem. Guck mal, nein, ich will nicht sagen, dass Tel Aviv das krasseste der Welt ist. Ich will sagen, dass du in Tel Aviv Spaß haben kannst und Tel Aviv du ausleben kannst, was auch immer du willst, weil Tel Aviv zu einer der buntesten Städte weltweit gehört. Okay, und in Jerusalem? In Jerusalem? In Jerusalem ist eine sehr orthodoxe Stadt. Ja, da leben viele orthodoxe, fromme Religionen, christliche, muslimische und jüdische. Und die haben alle ihre eigenen speziellen Ansichten. In Jerusalem gibt es einen sehr großen liberalen geografischen Teil. Aber auch in Jerusalem, vor allem in der Altstadt, gibt es kleine Flecke, sowohl muslimische als auch arabische, als auch christliche, die ultra-orthodox sind. Und natürlich dann eine Frau mit einem kurzen Rock vielleicht mal bespucken oder anschreien oder einen Christen bespucken. Das gab es auch, du hast recht, das gab es auch, ja. Oder eigene jüdische Mädchen aufgrund von zu knapper Kleidung mit Steinen bewerfen, das gab es auch. Also hier geht es nicht darum, dass der Jude nicht irgendjemandem seine Werte aufdrücken will, sondern wir reden hier von einem Bevölkerungsanteil von unter 1% der ultraorthodoxen Juden. Also sag mal, sag mal, bewegst du dich eigentlich in dem jüdischen Kreis, dass du jetzt sagen kannst, du bist Jude? Ich bin jüdisch geboren. Bist du dir sicher? Guck mal, ich antworte dir darauf. Ich habe eine Bar Mitzwa gemacht. Ich war ungefähr 13 Mal schon in Israel an der Klagemauer. Ich gehe an hohen Feiertagen in die Synagoge. Ja, ich habe einen Rabbiner, der sich seit meiner Geburt mit meiner Familie austauscht. Bist du dir sicher, dass du jetzt in diesem Zustand auch noch Jude bist? Weil du hörst dich alles andere an als jüdisch. Also tut mir leid, mein Freund, dass ich dir das jetzt so sagen muss. Das ist rassistisch, was du sagst. Nein, es ist nicht.
Mido, ich hoffe dich. Mido, bitte sei leise. Bitte. Seit einer Woche gucke ich dir zu, was für ein Scheiß du hier machst. Du sei ruhig, wer redet mit dir? Wenn du redest, ist Jungs, ganz kurz. Was los, Israel? Erzähl, was hast du auf dem ganz Moment? Kurz, warte, Mido. Mido, wartet mal bitte ganz kurz. Also, wir haben jetzt die ganze Zeit, sag ich mal, über Homosexualität und so geredet. Ich möchte, dass ihr ein bisschen, sag ich mal, vorsichtiger seid mit dem Thema, weil Mr. Kellerman ist einer von denen. Ja, das ist doch schon nicht, dass er sich der steht auf Männer, so wie es aussieht. Deswegen ist er auch so ruhig. Ich will von den Juden wissen, ja, ob meine Religion bei ihnen gewertschätzt wird. Fertig, das ist alles, was ich wissen möchte. Wenn ich mal flüchten müsste nach Israel, werde ich da willkommen oder nicht? Guck mal, aufgrund. Na, die Juden sind eher, also die Zionisten dort sind, glaube ich, eher mehr rechts. Na, also das, was ich von Israel jetzt sehe, ist vollkommene Nazi-Politik. Das heißt, keine Religion darf existieren. Und das ist Relativierung des Holocausts, mein lieber. Nein, warum? Warum? Oh, was für ein Schwachsinn, bitte halt dich zurück. Aber warte mal kurz. Man sollte nicht wir reden Holocaust ja von den Geschehnissen, was jetzt geschieht. Meine Fresse, nein, hört auf damit. Das geht jetzt zu weit. Richtig, Langweiler, das geht langsam das zu weit. Das geht wirklich zu weit, weil es gibt Juden, so wie der Beats, ich weiß nicht, auch Israel, sie sind moderat, gibt's auch. Es gibt ja auch messianische Juden, gibt es auch. Es gibt die streng Orthodoxen, es gibt viele verschiedene Juden. Wie kannst du jetzt behaupten, dass er kein Jude ist? Ja, so hast du auch Christen und Muslime, aber meine Frage bestellt sich darauf her, wenn ich tatsächlich mal flüchten sollte, werde ich willkommen sein in solchen Ländern. Ganz einfach. Ich frag dich mal so, was denkst du, wie viele Länder gibt es, in denen ein Jude nicht einreist? Oder hörst du meine Frage nicht? Es ist ja nur eine Ja- oder Nein-Frage. Also er will nach Israel und bitteschön. Kannst gehen, also mit seinem deutschen Pass kommt gehen. Er ganz sicher nach Israel zu 100% und muss aber, wie jeder andere auch, wie auch ich, wenn ich nach Israel fahre, durch die gängigen Sicherheitsvorkehrungen durch. Und ja, passt, wieso müsst ihr dann Juden das dann ist nicht in Deutschland machen? Ja, ganz genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Jeder eigene Staat ist selbst dafür verantwortlich, wie er mit Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen vorgehen will. Und Israel hat beschlossen, speziell jeden Einzelnen mit derselben Methodik, das heißt auch ich als Jude werde mit derselben Methodik durchgescannt und darf dann passieren. Ja, also sozusagen. Ihr kommt nach Deutschland, könnt machen, was ihr wollt, nehmt uns auseinander, fickt uns von vorne nach hinten, dann von, also wenn du denkst, von rechts, von links, wenn du denkst, dass und dann geht es zurück nach Israel und dann hast du etwas ganz falsch verstanden, mein Lieber. Was? Also wenn du denkst, dass die Juden dran schuld sind, dass die Stimmung hier in Deutschland kippt, dann hast du was ganz falsch verstanden. Nein. Schulbekenntnis also ist was ganz anderes. Zu dir. Ich möchte nur wissen, weil du ja gesagt hast. Entschuldige, was wolltest du sagen? Zu dir wollte ich sagen, Langweiler. In meinem Land leben 10 Millionen Einwohner. Also hat 10 Millionen Einwohner. Davon 400.000 sind Juden. Und die leben seit Jahrzehnten zusammen mit meinem Und das Volk. Kannst du so Und abzählen auf der Hand, oder wie? Das weiß ich, weil ich in diese Gebiet kann. Weil du da dorthin gehst so und fragst, Gebiet, ob die Juden sind oder wie? Es gibt ein Gebiet, nur die Juden leben und friedlich dort. So mit wie heißt denn dieses Gebiet? Das ist in Aserbaidschan. Wenn du googelst, dann weißt du Bescheid. Aserbaidschan Google heißt mal. Das Gebiet. In Aserbaidschan leben 400.000 Juden. Ganz also friedlich. Aserbaidschan noch heißt, nie, heißt das Gebiet. Noch nie hat Aserbaidschan Probleme mit Juden gehabt in seinem Land. Warum solltest du das machen? Noch nicht, ja, noch nicht. Noch nie. Aserbaidschan steht an der Seite Israels. Ja, ja, du hast gerade gesagt, noch nicht. Ja, ja, noch nicht. Warte mal, wie in Pakistan. Warte mal, wie in Pakistan. Wenn dann plötzlich eine Theorie entscheidet, so, Bismillah, er entscheidet sich gegen den Koran, oder sag nur
Ja. Den Funken, den Funken von, wie heißt das, ganz den Funken kurz, von Missbrauch, Lagerta, wie heißt das? Nur ganz kurz, Lagerta, also so viele leben da nicht in Aserbaidschan, keine 400.000. Es leben Millionen. sehr nein, viele. Nein, es leben so 30.000, 30, 40, aber nicht 400.000. Das ist maximal. 30.000. Bruder, das ist 40.000 maximal bei einer Bevölkerung von... Aber 40 du Millionen. Hast Angst, als Einzelperson nach Israel zu gehen, zu Juden. Und deshalb sage ich dir, dass so viele Menschen oder so viele Juden leben in meinem Land und keine von meinem Volk befürchtet, dass sie irgendwelche Probleme machen würden. Warum hast du Angst? Was für Juden leben in deinem Land? Bitte, woher kommst du? Sag mir das. Weißt du, wie die da leben? In dem, wo ganze Welt Juden vernichten wollten? Und hat Aserbaidschan seinen Arm aufgemacht und alle aufgenommen. Und dort leben Juden damit, ohne Probleme. Damit die nicht geschlachtet werden. Und dort leben Juden Weltkrieg. Ohne Probleme. Ja, dort leben die ohne Probleme. Sehr ich also bin halb, dort, ich nutze also dort, wo man sie abschlachten ich bin wollte. Halb Azari. Ich bin halb Azari. Was willst du gerade erzählen? Willst du mir gerade mein Existenz absprechen oder was? Willst du mir sagen, ich bin kein Azari? Das gerade, wer redet das gerade? Israel, hier Langweiler sagt doch, es gibt keine Juden in Aserbaidschan. Nein, ich sag keine Juden. Aserbaidschaner sind Juden. Mit Juden wie Brüder, kapiert ihr das endlich? Das wie ist es Brüder. Ja. Bist du Jude? Wie Brüder. Das ist es ja. Wir bist du Jude? Brüder. Ja, versteht ich bin ihr, Jude. Was Brüder heißt? Sehr wir schön. Sind Brüder, niemand wird uns voneinander trennen. Nicht mal Türkei hat das geschafft, Mann. Türkei steht gerade eben gegen uns und wir halten zu Juden. Warum? Das muss dir ja doch klar sein. Okay, warum? Aber was ich nicht verstehe, Lagerta, was ich nicht verstehe bei dir. Wir halten zu Juden. Warte, was heißt dieses, bitte? Wir halten zu Juden? Das heißt, scheiß Moslem, scheiß Christen, wir halten nur das zu Juden. Das hat mit Religion nichts zu tun. Du bist behindert. Aserbaidschan ist ein sehr tolerantes Land. Wieso beleidigst du in Aserbaidschan leben unzählige Nationen. Lagerta, aber nur eine Frage, wartet mal bitte. Ich habe nur eine Frage an Lagerta. In Aserbaidschan interessiert nicht Religion. Okay, Lagerta, eine Frage. Du hast ja vorhin erzählt, du bist konvertiert vor 30 Jahren oder so zum richtig. Christentum. Du bist stolz, richtig. Stolze Christin. Du hast sogar richtig. Verse tätowiert, ne? Vater unser ja, und so auf deinen Körper. Ja, das ist, aber dann, das ist Sünde. Ja, warte. Aber dann hättest du gegen Bergkarabach, gegen Armenien, deine christlichen Brüder. Ich habe gar nicht mal gehetzt. Verstehst du, dass die erobert wurden und vertrieben wurden? Du hast es gefeiert hier. Wer hat geobert? Das ist unser Land, laber mich nicht voll. Ja, aber das sind armenische Christen, Land. Das sind deine Glaubensbrüder. Das ist aber Land der Aserbaidschan. Kapierst du das endlich? Ja, aber ihr habt Christen vertrieben und getötet gerade. Ich bin, schon wieder sagt vertrieben, getötet. Niemand hat niemanden getötet. Das war das perfektes Krieg, den ich je gesehen habe. In 23 Stunden einfach friedlich, ohne jemand zu sterben. In seinem Land geschickt, in seinem Land und von meinem Land raus. Das ist das Gleiche. Du kommst zu mir, Besuch, oh bleibst du 30 Jahre lang und tschüss, geh wieder nach Hause und lass mir Ruhe. Und würde das Deutsche machen, Nazis? Wenn du nicht klarkommst, also in Aserbaidschan leben über 40 Nationen, ganz friedlich. Deutschen sind dort, Engländer sind dort, Juden sind, Kurden sind, alles Mögliche. Es gibt's auf dieser Erde, was wir ist Nationen, darum sind Aserbaidschan dort. So oft übernommen worden? Wie so oft übernommen wird. Das ist ein kleines Land. 10 Millionen Einwohner. Ja, ich sag ja. Noch keiner hat geschafft, das zu erobern. Ist es darum so oft übernommen worden? Guck mal, seit 92. Übernommen. Übernommen heißt erobert. Hallo. 92 können ist selbstständig. Guck. Können kann wir jemand rüber? Nahe kommen? Nein, niemand kann nahe kommen. Guck mal, wie mächtige Stadt überhaupt hat diese Aserbaidschan. Niemand kann nahe kommen. Ja, nicht mal Amerika. Nicht mal Amerika hat die Eier gehabt, nahe zu kommen. Niemand. Okay, du bist gesehen? Sehr national stolz. Das ist super. Also ich war 30 Jahre nicht dort, aber ich kriege ja... Lagerta, du hast ein IQ von 10, deswegen hören wir auf zu reden über Aserbaidschan. Ich würde gerne mit Beats und Israel was fragen. Du laberst hier nicht mich voll und dann beleidigst du mich nicht mit IQ, weil selber bist du ja für nichts fähig, okay? Lagerta, du hast mich beleidigt als behindert, deswegen gehe ich hab auf ich dein nicht, Niveau das runter. War, ich gehe auf dein Niveau ja, runter. Ja, wenn ich dir behindert gesagt habe, dann tut's mir leid. Das war nicht absichtlich. Gut, weil christliche Werte, weißt du, sollte tut man nicht mir leid. Tun. Verzeihung. Gut. Auf jeden Fall Beats und Israel. Ja. So. Wir
sind ja alle sozusagen gegen Hamas, weil es ja eine terroristische Organisation ist. So, das eine Problem, was die Moslems haben, dass sie durch gewisse Organisationen einen schlechten Eindruck bei gewissen Menschen haben, weil sie eben diese Terroranschläge gemacht haben und dieses und jenes haben. Viele der Moslems sind gegen diese Terrororganisationen. So, und wir wissen ja alle, dass jedes Land, jedes einzelne Land auf dieser Erde politische Probleme hat. So, eine der Sachen, was ich mich frage, jetzt zum Beispiel in Israel, wird was dagegen unternommen, dass es gibt Straßenumfragen, es gibt auch Rabbis sozusagen, also Lehrer, die in geschlossenen Räumen erzählen, dass sie die bessere Rasse sind, also die Juden sind die bessere Rasse, und dass Christen, Moslems und alle anderen Sklaven sind und getötet werden sollen. Wird dagegen was unternommen in Israel? Wird gegen sowas, halt, werden die eingesperrt? Wird das irgendwie, wird dagegen was unternommen? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es gibt einen, Es gibt zwei Seiten von Terror. Also, es gibt Seite von Hamas und die Seite auch von Israel und. Ja, alles gut. Ich habe verstanden, was du gemeint hast. Ja, gut. Ich glaube, du, ich weiß, was du meinst. Also, schau mal, es gibt so einen gewissen Artikel von Amnesty International, wo drinne steht, unter anderem, dass Israel ein Apartheidsstaat ist. Und ich denke, das meinst du wahrscheinlich, dass Israel irgendwie apartheidsmäßig im eigenen Land vorgeht und irgendwie die Juden besser behandelt als irgendeinen anderen Menschen. Auf eine Art und Weise, ja, vielleicht, ja. Ja, schau mal, dieser Artikel, der wurde von einem Gastjournalisten aus Palästina geschrieben und dann von Amnesty International veröffentlicht. Das heißt, der kommt eigentlich nicht direkt von Amnesty International, so erstens. Und zweitens wurde dieser Artikel von der deutschen Verfassung, unter der wir alle leben, als antisemitisch abgestempelt und deklariert. So, deswegen kann ich dir alleine schon mal sagen, dass dieser Artikel komplett irrelevant ist. So, aber wir können uns ja weiter in Richtung Israel fortbewegen. Ich habe dir ja vorhin darüber erzählt, dass Israel ein demokratischer Staat ist und genauso wie in einem westlichen Land westliche Werte auslebt. Ne? Und denkst du, ich frage dich jetzt mal logisch, ich war schon 13 Mal in Israel, ich habe dort Familie, Cousins, Cousinen, also weiblich und männlich, und die, glauben mir, die leben genauso ein Leben wie wir. Und denkst du wirklich, in so einem Land, stell dir einfach die Frage, einfach nur um dir diese Fragen generell zu beantworten, stell dir vor, ist es in Deutschland möglich? Weil wenn nein, dann ist es in Israel auch nicht möglich. Und das garantiere ich dir. Weil Israel ein genauso normales Land ist wie jedes andere auch. Das Einzige, was dich unterscheidet, ist, dass von Israel so viel Anti-Israel-Propaganda verbreitet wird, dass man mittlerweile gar nicht mal weiß, was hinter dem Namen Israel steht. Und ich sage dir, was hinter dem Namen Israel steht. Israel ist ein Land, das hat in dieser Welt sehr, sehr viel beigetragen. Aus technologischer Sicht, aus medizinischer Sicht und generell aus wissenschaftlicher Sicht, ja. Also viele der heutigen Erfindungen kommen aus Israel. Bluetooth, womit wir unsere AirPods benutzen, die AirPods selber, die in Israel designt werden, auch unsere iPhones, der USB-Stick, ja, eine sehr lange Zeit, ein sehr wichtiges Utensil unserer Zeit, kommt auch aus Israel. Die Krebsforschung wird heutzutage von keinem anderen Land wie Israel vorangetrieben, Leute. Und das sind alles Dinge, die ein Land wie Israel... Weil du gerade die Krebsforschung ansprichst. Wo ist denn die Krebsforschung heutzutage? Haben wir denn ein Heilmittel für Krebs? Ja, gibt's. Nein, ich frage Israel. Ja, haben wir denn heutzutage ein Heilmittel für Krebs? Ja, gibt es. Darum geht es doch nicht. Also es geht doch noch gar nicht darum. Nein, du hast gerade gesagt, dass Israel ja so toll ist. Ja. Israel hat so viele Erforschungen gemacht, dies und das. Hat denn Israel ein Heilmittel für Krebs? Zur Heilung einer Krebserkrankung guck mal, du stellst dir das falsch vor, wenn du denkst, es gibt eine Pille. Nein, du hast gerade gesagt, dass Israel der so großartig ist, dann beweise es doch. Das ist einfach traurig, was du machst. Du versuchst all diese Sachen. Langweiler, er meinte, die arbeiten noch dran, also die forschen dran. Ja, aber es gibt schon. Ja, toll. Die forschen dran. Schau mal, guck mal, er kann das so sehen. Schau, Alessio hat recht gesagt, ja, die haben das schon. Ja, gibt's. Was sie machen, was sie machen, die machen ein Patent darauf und das Patent verschwindet daran.
So, okay, okay, das sind wieder so Verschwörungstheorien, aber lasst uns mal abgesehen. Ich lasst Bruder, ich habe Ärzte in der Familie. Ich weiß, wovon ich rede. Abgesehen von den ganzen Erfindungen, die Israel beweisbar aus Israel erfunden wurden, ja, sind ist nicht bitte, mal ein Bruder, ist nicht mal, bitte, ist nicht Beats. Mal 1% der Bruder, Beats, gerade? Bitte. Bitte, ich langweile. Bruder, Beats, bitte bring mir eine Sache, ja, die Israel hervorgebracht hat. Nein, ich möchte von dir nur eine Sache, die Israel hervorgebracht hat. Bitte. Ja, AirPods, Bluetooth, hat er gesagt. Ich habe doch gerade so viele Sachen AirPods, auf Bluetooth. Warte. Bitte ganz kurz, ich sag, was Israel erfunden hat. Eine Sache ist wirklich wahr. Cherry-Tomaten kommen auch aus Israel, ne? Also, wenn nee, Dings hier, diese Flips, kennt die Cherry-Tomaten. Cherry-Tomaten kommen aus Israel. Warte mal kurz, nur kurz, Mido. Ja. Cherry-Tomaten kommen aus Israel. Israel ist Platz 2, war vor kurzem noch Platz 1. Startup-Szene aus Israel kommen. Ich bin fertig mit dir. Aber Wietz, du hast nicht meine Frage sozusagen beantwortet. Ja, genau. Ich wollte ja noch weiterreden. Langweiler zieht das hier alles in die Länge. Schau mal, und jetzt können wir wieder die andere Seite Augen gucken. In 75 Jahren, was hat uns die palästinensische Seite gebracht? Was hat die palästinensische Ach, Seite Ach du gebracht? Scheiße, guck mal, wie alt relativiert. Was hat Israel gebracht? Was haben wir erfunden? Den Sehr modernen, organisierten, milliardenschweren Terrorismus. Das ist das Einzige, was aus dem Gaza-Streifen. Ja, von Israel finanziert, richtig. Ganz Beats, das einfach. Ist, was hat Israel gebracht? Bitte. Beats, das ist jetzt wiederum auch so rassistisch gemeint. So, ja, was hat uns Palästina da jetzt gebracht? Sie nein, uns Otto, Terror gebracht. Nenn mir das ist auch wiederum rassistisch, weil wir reden. Aber Beats, guck mal, du klingst oft wie jetzt. Hollywood, Hollywood haben sie uns auch gebracht. Bitte ganz kurz. Guck mal, du redest, versuchst ja immer so sachlich rüberzukommen, so ruhig und so liberal, friedlich. So. Ich kann das halt nicht so wie du. Aber dann kommen solche Sätze, so eine dumme Sätze, was hat die Palästina gebracht? Alter, du vergleichst ein Land, was seit 75 Jahren existiert, ein Staat, das vom Westen massiv unterstützt wird, gegen eine Besatzung in Gaza, die wie eine Mauer zu ist, ja, die leben wie Dreck, die vergleichst du tatsächlich mit Israel? Aber die leben im Dreck, da hast du recht, aber wegen der Hamas. Hamas gibt es seit 2005. Okay, vergessen okay, wir Hamas. Davor war die Guck mal, okay, vergessen wir Hamas, Habibi, vergessen wir Hamas, gehen wir zu Westen. Westbank existiert kein Hamas. Trotzdem sterben da Menschen. Trotzdem gibt es da Apartheid. Trotzdem gibt es da Straßen, wo nur Juden fahren dürfen. Weiß, hast du jemals geguckt, was die Definition von Apartheid ist? Du Natürlich bist seit drei Wochen Mann, hier. Eine Frage. Eine gibt Frage, Straßen, Beats, Beats, eine Frage. Wie oft gibt hast du Mido erklärt, was gibt Apartheid es? Bedeutet? Ich ja, war mindestens ich zweimal gibt dabei. Juden? Warte, gibt es Straßen, wo nur Juden fahren dürfen? Bullshit, gibt es nicht. Gibt es keine Straßen? Gibt es keine Straßen, die nur Juden fahren dürfen? Wie sehen die aus? Zeig mir mal, wie so ein Schild aussehen würde. Guck mal, allein, dass du es nicht weißt, ist schon eine Schande. Was? Zeig mir, wie so ein Schild aussehen würde. Ich war über 10 Mal in Israel, noch nie habe ich so ein Schild gesehen. Mann, sogar ein hey. Reporter, ein amerikanischer Reporter hat es rausgebracht. Mido, jetzt mal Spaß bei Sachen, oder? Wie könnt ihr das zulassen? Ja. Aber hey, wieso könnt ihr 75 Jahre nicht zusammenleben, ja? Hey, jetzt mal wirklich, was ist das für ein Schild? Ist da so ein Juden? Ich möchte dieses Schild sehen, wie sieht das aus? Mit so Schläfenlöckchen dran, oder? Was ist da? Ist da ein Arab-Zeichen mit so durchgestrichen? Wie stelle ich mir dieses Schild vor, verstehe ich nicht. Erklär's mir, du sagst ja, du weißt es. Da ist bestimmt so ein Rabbiner mit so einem Zylinder und so Löckchen drauf. Nein, da sind Checkpoints. Warum können Checkpoints wir Chinesen mit Juden zusammen? Ich frage dich, du hast gesagt, es gibt eine Straße, wo nur Juden fahren dürfen. Ja, wie wird ja, das durchgesetzt? Da sind die illegalen Siedlungen im Westjordanland. Da sind Straßen teilweise, da müssen die Palästinenser rechts abbiegen, statt geradeaus fahren, weil die nicht fahren dürfen. CrimeNet, ich zeig dir jetzt, was ich hier zu melden habe. Verabschiede dich schon mal von diesem Stream, du Vogel. Sag dir zum Host, du hast hier nichts zu melden. Okay, aber wir sind trotzdem alle einer Meinung, dass die Israeliten dort, auch die Palästinenser, normale Palästinenser, also die Bevölkerung, diskriminiert. Wie das? Ja, was machen Sie dann? Was ist egal, egal, was hier Arbeitsgenehmigung. Los. So, warte, kann ich nur kurz fortsetzen? So, was Hamas gemacht hat, ist barbarisch, terroristisch, alles schlimm, ja, so.
Israel hat bekanntlich, hört mal zu. Sie schlachten ihr eigenes Volk ab. Ich rede jetzt von dem 7. Oktober. Ich rede jetzt vom 7. Oktober, ja, was sie gemacht haben. So. Und ist ja bekannt, israelische Soldaten sind feige, was Bodenoffensive angeht. So. Aber die haben eine verdammt starke Luftwaffe, die Israelis. Das ist bekannt. Eine verdammt starke Luftwaffe, gute Drohnen, alles, ja. Die können doch jeden einzelnen Hamas-Führer, ja, innerhalb einer Woche mit gezielten Schüssen doch hinrichten oder töten, etc. bombardieren, ja. Warum muss man jetzt... Hallo, die sind unter der Erde. Ganz kurz. Das stimmt, Mann, unter der Erde, Mann. Was denkst du, wo die leben jetzt? Die kommen die raus, leben unter der Erde wie Ratten oder was? Also, sie leben unter der Erde, aber leider nicht wie Ratten, sondern wie Könige. Sie haben sehr viel Treibstoff, sie haben Licht, sie haben Essen, sie leben wie unter der Erde wie in einem 5-Sterne-Hotel. Okay, also ein Krankenhaus. Alter, verrecken die Palästinenser. Chef, und dabei lachen Hamas, sie noch. Der Chef von Hamas lebt im 5-Sterne-Hotel in Katar. Wie kann das sein? Der okay, Chef, also und seine also Kämpfer? Also ein Krankenhaus und eine Kirche sind strategische Punkte von der Armee, von denen von der zu Hamas bombardieren. Lieber Otto, nein, die Hamas hat ihren Stützpunkt in dem größten Krankenhaus. Ich würde das gerne beantworten. Guck mal, Orthodox, wenn du jetzt mal bei Israel, bei Google nachschaust, wo befindet sich die Kommandozentrale der Hamas, dann wirst du eine Karte finden und einen Text dazu, der die Karte beschreibt. Die ist unter der Kirche. Unter der Kirche ist die Kommandozentrale. Die ist unter der Kirche. Unter dem größten unter der Kirche, ja, ja. Im Gazastreifen. Und das wird sogar, da gibt es ein Bild unter der Kirche. Und das glaubt ihr? Warte, ich will nur kurz wissen. Es gibt ein Bild, es wurde fotografiert, gesagt, den unter der Kirche. Das mit einem Luftangriff innerhalb von Stunden oder was weiß ich beenden. Mido, ich wusste nicht, dass du dich in Sachen Militär und Strategien so sehr auskennst. Was machst du bei TikTok? Unter der Kirche. Bundeswehr oder so? Das hat er von Rob gelernt wahrscheinlich. Also warte Mido, kurz. Wirklich, wenn du dich so gut mit Militär auskennst. Ich bin Berater, Bundeswehrberater. Willst du mir sagen, es gibt ein Foto unter der Kirche, diesen Stützpunkt, was sie gebaut haben, unter der Kirche? Ja, ich will sagen, also es ist nachgewiesen und es gibt Karten davon. Ja, okay. Unter einer also Kirche. Keine zionistische Propaganda. Okay, hört mal zu. Krankenhaus in Gaza. Ganz kurz, orthodox. Guck mal, du bist ein nüchterner Mann. Denk natürlich mal nach. Guck hier an, mit wem wir hier reden. Willst du mir erzählen? Mit wem wir reden? Wer bist du denn, Alter? Mido, ganz genau. Ich meine speziell dich und noch eine andere Person. Ich finde, Mido, ich weiß, deine Knie zittern, sobald du meinen Namen liest. Ja. Benutz deinen Menschenverstand. Denkst du wirklich, ich bin irgendein dahergelaufener Propagandist? Oder denkst du, ich bin einfach ein Student, bist du 26 Jahre alt, der einfach so einen Schwachsinn nicht den ganzen Tag hören möchte als Jude und deswegen hier seit 3 Wochen dabei ist, den Leuten zu zeigen, was wirklich Sache ist. Ja, Beats, aber glaubst du nicht... Du bist Jude? Glaubst du nicht, Beats? Frag ihn jetzt, ob er Jude ist. Beats, glaubst du nicht, dass Google oder Internet im Allgemeinen und die Medien auch bewusst, also konzentriert, kontrolliert werden von gewissen Leuten und Lügen ausbreiten können? Ja. Diese Macht haben, diese Lüge auszubreiten. Definitiv. Aber ich denke, niemand kann leugnen, dass die Hamas ein Palästina 2 unter Palästina hat, ein unterirdisches Tunnelsystem, das hunderte Kilometer lang ist. Also das ist nicht zu leugnen. Es gibt zahlreiche Beweise, demografische Analysen. Und die werde ich das. Er supportet die Hamas. Er lacht, wenn die Hamas Tunnelgräber gebaut. Ich lache, weil ich den Fakt, weil ich es lächerlich absurd finde. Ich mache ne Spaß, Bruder. Chill. So, jetzt würde ich gerne mal einen Spiegel halten, ob die Argumente jetzt von Beats spiegeln. Einfach Spiegel umdrehen, so zu Beats. So, jetzt könnte man theoretisch behaupten, Israel nutzt die Menschen in Kabuz und diese an der Grenze an den Gaza als Schutzschild, weil warum lassen die Siedler zwischen den Israelis sozusagen dort hinsiedeln? Die wissen, Hamas könnte jederzeit angreifen, Hamas könnte rein, aber da ist ein Schutzschild drin. So, ey, Mido, da fragen wir, dich doch mal das Gleiche. Warum lässt Hamas, Hamas nicht die Flüchtlinge durch? Okay, gleich. Warum tötet die Hamas die Flüchtlinge? Lass mal bitte einen. Warum? Warte, zweiter Punkt.
Zweiter Punkt. Die Kommandozentrale der terroristischen IDF ist mitten in der Stadt. Das heißt, Hamas versucht die ganze Zeit, diese Zentrale zu treffen, aber geht nicht. Die verstecken sich hinter Schutzschilde von Zivilisten im Gebäude. Was soll Hamas machen? Die versuchen, die Zentrale zu treffen, aber geht nicht. Wie viele Zivilisten kommen denn durch? So kann man doch auch. Wie viele Zivilisten kommen denn durch? Mido, das ist ein Verbot. Die Hamas zwingt diese arme Bevölkerung da rein. Sie zwingt sie. Wenn du rausgehst, bist du im Kämpfen. Sie benutzen sie als Schutzschilde, Amanakoyo. Sie benutzen sie als Schutzschilde. Das stimmt nicht. Hör mal zu, Hamas sind keine Engel. Die schießen, die rampen die Raketen von irgendwelchen Gebieten, ja. Aber die nehmen jetzt, die halten jetzt keine Menschen fest und sagen, ihr bleibt was? Hier. Ihr bleibt jetzt was? Hier. Mido. Mido. Mido, laber dich nicht so viel. Lass Mido, die Leute aus ich frag Gedanken. Dich mal, wenn du jetzt da dort warst, in diese Palästina, du gehst raus und gehst bei den Juden, bist du dann wieder willkommen in Palästina? Oder sagen sie zu dir, du bist ein Käfer? Natürlich, Hunderttausende arbeiten doch in Israel, gehen zurück zu Gaza früher. Ja, aber jetzt meine ich, jetzt wo das Krieg was heißt jetzt ist, gehst du ins Haus und sagst, Konflikt, du gehst zu den Israeliten. Da gibt es seit 70 Jahren Krieg. Verstehst du? Es gibt jetzt Araber, die leben nicht. In Israel. Jetzt es gibt Araber, Krieg. Die leben in Israel. Es gibt Araber, die leben in Gaza und arbeiten in Israel. Mein Gott. Erzähl mal, Mido, wie geht's denn 2,2 Millionen Araber, die in Israel leben? Nochmal. Wie geht es den 2,2 Millionen Araber, die in Israel leben? Wie geht's denn definitiv besser als Gaza. Okay. Es gibt sogar die Araber, die im Militär für Israel kämpfen, ne? Ist das bekannt? Mido ist seit 3 Wochen hier. Mido weiß alles. Er ist eigentlich. Du hast meine Frage noch nicht verstanden. Bei ihm geht das würdest du flüchten von Gaza nach zu den Israeliten, ja oder nein? Nee, die wurden evakuiert, die gehen dann in den Süden. Die Leute sollen in den Süden. Ja, aber die Hamas zwingt sie dort zu nein, bleiben. Nein, keiner zwingt sie. Aber die, was keine Araber sind, die können weg. Das stimmt nicht, Mann, wenn es nur bei einem einzigen machen, Hamas wäre erledigt. Wie gesagt, die feuern. Wo sind denn die Araber heute? Wo sind denn die Araber heute? Habt ihr einen einzigen Flüchtling aufgenommen? Wer soll wen aufnehmen? Saudi-Arabien, Kuwait, Katar. Wen sollen die aufnehmen? Wen? Sie haben nichts getan, sie haben Palästina in den Stich gelassen. Aber wen sollen wir aufnehmen? Die Palästinenser? Ganze arabische Länder. Wen sollen wir in Deutschland aufnehmen? Hallo? Das ist ein dummes Argument. Du redest von davon, wen wir aufnehmen sollten, aber deine arabischen Völker sagen, nein. Aber eine Frage, trinkst du gerade, sei ehrlich. Ja, Bruder, ich trinke erste. Was trinkst du? Okay, ich frage nur, weil ich habe nichts von Flüchtlingen erzählt. Boah, hast du jetzt genug getrollt für die nächsten 5 Minuten? Mido, du hast können, meine Worte, meine können Frage. Palästinenser in Israel flüchten? Diese Palästinenser ist in Gaza. Ob die nach Israel können? Ja. Guck mal, das ist auch so eine so subtile Frage, weil natürlich würde das unmöglich jetzt sein. Guck mal, es gibt 50.000 Hamas-Terroristen. Was 400 angerichtet haben, haben wir auch schon gesehen. Wie kann garantiert werden, dass unter diesen Leuten, und glaub mir, die Hamas, die kommt, ich möchte nämlich auch gleich nochmal erklären, warum Israel nicht einfach direkt einmarschiert und die Hamas auslöscht. So, die Hamas kommt nicht in, gibt sich nicht zu erkennen, die kommen nicht in Uniformen, wo Hamas draufsteht, die kommen mit Burkas, unter denen sie ihre AKs haben. Weißt du, das ist eine Terrormiliz, das ist eine Guerilla-Organisation, das ist keine Armee. Die sind organisiert, die sind trainiert, aber das ist keine Armee. Das ist der Unterschied. Und so zu Mido, der hat ja gesagt, Israel übertreibt mit den Luftangriffen. Und er hat das gesagt, Hamas ist eine Terrormiliz. Wie bitte? Er hat schon recht, dass die übertreiben mit den Luftangriffen. Weil ja, es ja, ist schon, dazu möchte ich. So, es ist brutal, was die machen. Ja. Also, es wäre theoretisch natürlich möglich, einzumarschieren, ne? Bodenangriffe zu vollführen. Aber dazu lasst uns auf mal. Auf welcher Basis? Langweiler, warte kurz. Lass ihn ausreden zuerst.
Also langweilig, nein, du musst dich schon entscheiden. Bist du gegen mich oder gegen ihn? Bruder, ich bin gegen jeden, der ja, die ich. Der Typ ist boom zu, Alter. Der ist auf Wolke 7. Hier, Bruder, Bruder, hier. Free Palestine. Ach, hallo. Lass mich küsst deine Augen. aber jetzt gehen wir auch wieder zu diesem Punkt. Hamas handelt nach Islam. Nee, nach Christentum eigentlich. Nach Islam, okay, übertreib jetzt nicht, Mann. Okay, wir bleiben so. Wir bleiben. Naja, Hamas sind eigentlich Christen, wenn man ehrlich ist. Hamas ist christlich. Ja, sehr schön. Das war Spaß. Nee, aber Fakt ist, was jeder mittlerweile Leute, weiß. Ich hab jetzt ein ganz neutrales Bild reingemacht, okay? Also ich will jetzt keine Beschwerden haben. Also wenn Hamas Christen sind, dann heißt der Allah Gott, oder wie soll ich das verstehen? Naja, Allah nein, ist Gott, natürlich. Ist Yahweh. Gott, nein, dann, ist, nee, dann meine, gibt es keinen Allah mehr, dann ist Yahweh. Yahweh, ja. Aber Allah ist Aramisch und heißt Gott, Lagetta. Naja, Gott, Allah, Yahweh. Nein, Bruder, nein. Nein, Allah ist dein Name. Ein nur der Name ist anders, ist derselbe Gott, nur der nein, Name ist anders. Nein, guck mal, jeder, der Arabisch kann, das ist nicht dasselbe Gott. Der wird ganz klar sagen, dass das Wort Ilah, der wird ganz klar sagen, dass das Wort Ilah Gott heißt und das Wort Allah, Bruder. Ja, wir wissen, dass Al ganz einfach ein Artikel ist, ja, und Lah, Bruder, ist Hubal, ob du willst oder nicht. Nein, es hört doch auf diese Propaganda. Safe, alle drei safe, Religionen safe, glauben an denselben Gott, Punkt. Nein. Ah, okay, nein, guck, jetzt ist... Ihr glaubt nicht an den freien Willen. Bist du Hindu? Ihr glaubt nicht an den freien Willen, Bruder. Bruder, ich glaube an den Gott. Hast du die Sura 65, Vers 4? Hast du sie als Bild? Nein. Wieso müssen wir über Religion jetzt diskutieren? Ich habe Sura 2, Vers 143, dass Allah keine Ahnung hat, dass er ein Jail ist. Okay, halten wir fest. Fakt ist, Israel hat Hamas lange finanziert, unterstützt, gesteuert, weil das war die Garantie. Hast du schon die Quelle rausgesucht? Natürlich. Die du zeigen wolltest? Die Rede von Netanyahu 2019. Ja, bessere Quelle kriegst du nicht. Zeig. Bessere Quelle kriegst du nicht. Netanyahu 2019 im Knesset, ich zitiere, er hat gesagt, um einen palästinensischen Staat zu verhindern, müssen wir weiterhin Hamas fördern und finanzieren. Das ist unsere Strategie. Ja, ich erkläre dir das gleich. Erklär dich. Ich kenne den Artikel. Nein, er hat dich so gemeint. Er hat gesagt, zitiere weiter. Ich bitte dich, komm, wir klären es. Es ist vorbei. Mann, wenn sogar Haaretz, diese israelische Zeitung, das verbreitet, ist vorbei. These, Antithese, Synthese. So funktioniert das. Du willst einfach nur leugnen. Das funktioniert so nicht. Die haben sogar, guck mal, 20% der Hamas sind sogar Agenten von Israel, Alter. Gefühlt jede Woche wird jemand hingerichtet wegen Spionage für Israel. Hör auf zu trollen, Dicker. Das sind Lügen, das sind kein Trollen, das sind Fakten, du musst akzeptiert werden. Mido, träum jetzt nicht mehr, es reicht. Alter, bist Mido, du die neue Hope, Alter, Lagetta? Bei einem solchen Typ zu trollen, du verstehst das. Ich schwöre, du bist die neue Hope, Alter. Hope ist meine Schwester. Ja, Selami. Ja, merkt man. Mido. Wir machen das jetzt so. Wir reden jetzt über meine Baidat, das ist viel wichtiger. Mido. Ja, bitte. Tust du Juden hassen? Ja. Kein Muslim hasst Jude, kein einziger. Sei ehrlich. Weißt du, ich erkläre dir Orthodox ganz einfach. Orthodox, lieber Orthodox, hör mal zu. In Deutschland wird gerne Judenhass erwähnt, gerne Herzhetze, auch von Israel. Ich wollte dich nur das fragen, damit. Nee, ich erkläre dir, warum. Ich erkläre dir, warum das nicht geht. Er hat sie doch nicht. Warum geht das nicht? Warum? Ich möchte die Erklärung hören. Mido, unterstützt du den Hamas? Okay, ich erkläre dir, lieber Langweiler. Bitte erklär mir. Langweiler, hör mal zu. Weil ein Moslem, ein Judenhass wäre ja, wenn ich die jüdische Religion beleidige, die Propheten und Gott und Buch beleidige, ja. Das geht aber nicht. Ein Moslem glaubt okay, an Bruder, den Propheten, er hat denselben aber Propheten. Erklär mir jetzt mal, wenn ich in eine Moschee gehe. Ja. Darfst du? 70% ist einfach nur, wie Christen beten, wie Juden beten, wie Christen das machen, wie Juden das machen. Stimmt nicht, wie Christen, ich war in einer Moschee mit meinen muslimischen Freunden, ich wurde nicht angegriffen, mir wurde nichts passiert. Nichts.
Ja, weil sie bei dir ganz normal da war, machen wollten. Die wollten, dass nein, das stimmt nicht. Deswegen. Nein, guck mal, das sind Bruder Gott. Orthodox, nein, Bruder Orthodox. Aber ich sage ja, 60-70%. Langweiler, du hast mich doch gefragt. Ich sag dir, wenn ein Moslem die jüdischen Propheten ablehnt oder flucht oder über Abraham und Moses, der ist kein Moslem. Der ist kein Moslem. Wenn du hier weiter den Islam einmischst, dann fange ich auch an, den Islam einzumischen und dann wird es richtig eng für dich. Weißt also, du, Langweiler, du, nee, ich will auch die Bruder, von Langweiler antworten. Bruder Mido. Oh, hast du er hat gesagt, wenn er mit Islam anfängt, Alter, dann hast du gar keine Chance mehr. Dann widerlegt er dich in alle Punkte. Also lass den Islam wieder weg, Alter. Der hat die Ansage gemacht, Bruder. Langweiler, ich will nur auf seine Frage beantworten. Er meinte, warum können Moslems keine Juden hassen? Weil die Muslime an diesen Propheten glauben und lieben. Abraham, Moses, Noah. Scheißdreck und natürlich Mido. In 60% der Moscheen wird gepredigt, ja, was die Juden und Christen nicht zu tun haben. Okay. Das heißt, eure hundertprozentige Intention ist es, nicht das, was zu tun, was Christen und Juden machen. Das ist eure Intention. Guck mal, Hauptsache, ihr macht alles, was nicht Christen und Juden machen. Hauptsache, okay. Ihr macht das. Einer muss jetzt runter. Wir haben jemanden schon seit halber Stunde auf der Warteliste. Ich würde den gerne hochlassen, der Arme. Darf ich mal was erzählen? Okay, Gottes Segen, alles für. Danke für deinen Support, gell? Bitte. Darf ich mal kurz was erzählen? Zwei, drei Sätze. Ich war 20 Jahre verheiratet mit einer muslimischen Familie. Die haben 20 Jahre nicht akzeptiert, dass ich Christ bin. Meine Kinder haben von klein auf an Jesus geglaubt, in Unterricht teilgenommen, in Religionunterricht, und die wollten erst Bibel lesen. Schönen guten Morgen. Lagette, aber das ist dein Leben. Nein, aber die ganze Familie, die sind über 500 Leute, haben Hass gegenüber mir gehabt. Warum ich den Christentum nicht abgebe? Ich glaube, die hatten andere Gründe, ehrlich gesagt. Verstehst du? Mach dich nicht lustig. Deine Einstellung ist sehr fragwürdig. Du verstehst immer noch nicht, um was es geht. Die haben aber nicht geschafft. Ich bin immer noch Christ und meine Kinder auch. Alles klar. Also ich wollte nur, wie gesagt, Langweiler. Die Muslime glauben an Abraham, an die Propheten und dieselben Judenstamm. Deswegen können Muslime Juden nicht hassen. Auch nicht das Buch, auch nicht der Gott. Genau, Mido. Bruder Mido, egal was du mir sagst. Ja. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe die Videos gesehen und so wie Panisch heute gefragt hat, glaubt ihr Muslime an Moses? Natürlich. Ja, glauben wir. Glaubt ihr auch, dass Moses Azrael ein Auge rausgeschlagen hat? Nein. Warum steht das in eurer Hadithe in Bukhari? Weiß nicht. Nee, aber warum holst du Hadithe? Du holst doch Koran, warum Hadithe? Steht da drin. Bruder, ich kenne nicht alle Hadithe, es gibt 100.000 Hadithe, du kriegst die welche raus. Er zieht einfach den Islam damit in. Nein, so, Fakt aus, Muslime lieben ihm irgendwelche Hadithe. Muslime lieben Juden und die Juden haben noch nie so gut gelebt wie unter islamischer Herrschaft. Hör doch mal zu, Mann, da steht drin, der Engel Azrael ist gekommen, ja, Musa hat ihm einfach eine rechte gegeben, also der hat sein linkes Auge rausgehauen, dann ist Azrael wieder zu Allah gegangen und Allah hat ihm das berichtet, dann hat Allah gesagt, er soll seine Hand auf ein Rind machen und so viele Haare, wie viel auf seiner Hand bleiben, solange darf er noch leben. So viele stimmt Jahre. Es, dass in der Tora steht, dass ihr die bessere Rasse seid und dass wir alle das scheiße steht. Sind? Orthodox, das stimmt. Steht das in der Tora? Warte. Das stimmt. Steht das in der Tora? Orthodox? Ich habe eine Frage, Bizzoyo. Warum sind alle nicht Mido, sag mal auf. Warte mal, jetzt ganz kurz, Bruder Mido. Antworte, Bizzoyo. Ich hole dein Hadith raus. Ey, Hadith. Warte mal, hallo. Warte doch mal ganz kurz. Eins nach dem anderen. Im Talmud steht anscheinend. Talmud. Steht das in der Tora, was du gerade gesagt hast? Was sagst du? Was meinst du was? Okay. Kann das sein, Mido, das Problem ist, manche Leute wissen nicht, was im Koran drin steht bei uns. Weißt du, das ist das Problem. Ich bin selber von evangelisch auf Islam gewechselt und ich weiß, was bei drin steht. Viele wissen das nicht. Du bist von evangelisch zum Islam gewechselt.
Ja. Ja, das und nicht wie es ohne Grund. Freut mich sehr. Wie geht's dir, Bruder? Was hast du gemacht? Wie geht's dir, Bruder? Seht ihr, deswegen ist eine Debatte, zwischen Religionen unnötig, weil jeder hat so seinen Glauben und das sollte man respektieren. Genau, genau. Super. Guck mal, ja, aber ich merke, ihr tut irgendwie Moslems hassen, also. Guck mal, Orthodox, ich werde jetzt schlafen gehen, also ich muss morgen früh in die Uni. Ich habe dir gefolgt, folg mir zurück. Ich bin öfter live. Ich will mich auf jeden Fall nochmal mit dir unterhalten, weil ich denke, ich könnte mit dir einen gemeinsamen Nenner finden. Ich denke, wir könnten einen Weg finden, wie wir... Entschuldige, wenn wir andere Meinung haben, sind wir gleich Moslem-Hasser oder wie? Genau. Also, ich habe nur eine andere Meinung. Ich hasse gleich Moslems oder wie? Ich als Jude habe gerade Orthodox gesagt, Mido, zieh die Religion nicht mit rein, weil einer wie du würde an diesem Punkt einfach den Islam in den Dreck ziehen. Und deswegen habe ich mich davon enthalten, irgendwelche Hadithe oder sonst irgendwas rauszuholen, weil ich keinen Bock habe, einfach Islamhetze oder sonst irgendwas zu betreiben. Deswegen sage ich dir auch, lass den Islam da raus. Ja. Begründe genau, Religion ist nicht schuld, der Mensch selber ist schuld. Ja, das geht auch mit der Religion irgendwo. Ach so, jetzt ist aber der Mensch schuld. Aber das ist so traurig, so, ne? So traurig. Darf ich kurz mal was sagen? Streitet sich alle. Orthodox, auf jeden Fall. Wir können uns auf jeden Fall die Tage nochmal unterhalten, weil ich denke, wir können uns austauschen. Darf ich mal kurz was sagen? Das Problem ist, ich habe in Familie alle Religionen und wir haben nie Ärger, nie Stress. Weißt du, das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist der Mensch selber, wie der Mensch ist. Amen. Wer hat das denn jetzt gesagt? Weil viele behaupten immer, wer ist Religion schuld? Nein, das ist der Mensch selber. Warte mal ganz kurz, eine Frage. Warst du heute in Shisha-Bar, Bruder? Wer ist mit Shisha? Panischer, du warst doch letztens selber Shisha rauchen. Bruder, ich rauche jeden Tag Shisha zu Hause. Na also, warum? Panischer raucht jeden Tag Shisha zu Hause. Das ist aber nicht fair. Aber ich rauche Spezial-Shisha. Ist doch okay, ist doch nicht schlimm. Ja, können Panischer? Wir alle einfach die Mitte finden irgendwann? Ich habe eine Frage an Panischer. Wer will mich fragen? Wer? Ich, Orthodox. Kommt drauf Panischer, an, bist du gegen Rassismus? Ob ich gegen was bin? Rassismus, gegen Hetze, gegen Diskriminierung. Du fragst gerade ein Arier, ob er gegen Rassismus ist. Was ist mit dir los? Ein was? Also ja, ist er. Du fragst gerade ein Arier, ob er gegen Rassismus ist. Ja, ich frag dich ernsthaft. Ah, sehr, sehr, sehr schwere, sehr, sehr schwere Frage, Bruder. Also ich als Ausländer, weißt du, es fällt mir sehr schwer, auf diese Frage zu antworten. Wir sind alle Ausländer. Nein, es ist Orthodox. Wir sind alle auf dieser Erde Ausländer. Alles gut, aber ich will nur, ich sage es nur wegen deinem Hintergrundbild. Ich hinterfrage das, weil Hamas ist durchgekreuzt und die Palästina-Flagge ist weggekreuzt. Nein. Durchgekreuzt ist nur der Hamas und nicht die Palästina-Flagge. Aber und der grüne Streifen, also Gaza. Erex. Also ist der... Aber ich frage den Christen jetzt was. Wieso greifen immer hier bei TikTok die Christen uns an? Weiß ich ganz nicht, einfach, weil ihr den ganzen Tag, weil das ich sagte das, weil nicht. Eure Missionare... Ich sehe auch andersrum. Bruder, bist du der einzige Christ hier orthodox, oder? Meinst du, sind die Christen? Ich habe oft gesehen, aber der hat recht, der hat recht. Omar, ich bin nicht einer von diesen Christen, der mit Moslems debattiert, weil ich das für unnötig halte. Ja, da tue ich nicht rein, aber manche andere, wieso? Falsch, wieso? Wer bist du eigentlich orthodox? Also ich mach das ganz einfach, weil diese Dawa-Typen, ja, sage ich dir ganz ehrlich, die nehmen die Bibel und lügen darüber. Deswegen stelle ich mich dahin, ja, und packe ihre Hadithe aus und gebe denen, was die brauchen. Wenn sie aufhören, guck mal, das ist eine ganz klare Ansage, die haben wir schon vor 6 Monaten getroffen. Hört auf, über unsere Bibel zu lügen und wir reden nicht mehr über euer Islam. Genau. Aber dasselbe kann auch Oma sagen. Omar kann sagen, wieso lügt ihr über den Koran? Wir lügen dann nicht. Wann hast du gesehen, dass wir über den Koran gelogen haben? Wir zitieren nur eure Schriften. Ich kenne mich nicht aus mit dem Koran oder sowas. Aber ja? Ich mich auch nicht. Wir zitieren nur aus den Hadithen, aus den Schriften. Ja, und das ist euer Problem halt.
Wieso ist das Auto ein Problem? Wieso ist das Problem? Doch nur. Die sind nur Fakten. Darf ich kurz was sagen, was Mieter nee, ich meine, ich würde nie auf die Idee kommen, TikTok live zu gehen und über eine andere Religion zu reden. Orthodox? Genau. Bist du wirklich orthodox oder bist du halb? Ich bin orthodox. Jeder hat sein Content hier drin, verstehst du? Jeder macht seinen Bereich, sage ich mal, in TikTok. Der eine beschäftigt sich mit Religion, der andere mit Politik, der andere macht irgendeinen anderen Mist, ja. Also alles Mögliche gibt es hier. Und wenn einem das nicht gefällt, ja, dann muss er nicht in diese Streams gehen. Ganz einfache Sache. Man wird doch nicht gezwungen, in diese Streams reinzugehen. Ist doch jedem selbst überlassen. Aber ist ja das Aber. Das Problem ist, viele wissen nicht, was, wie gesagt, auf welche Sprache ist jetzt der Koran? Frage ich an euch alle Christen und Juden hier. Der Koran Bruder, jetzt mal im Ernst. Ja. Du Koran ist arabisch und so viele wissen nicht mal, was da drin steht und redet ihr trotzdem. Genau. Und die Übersetzung ist ganz, ganz anders. Was du siehst, du siehst. Kein Problem, deswegen reden wir, deswegen können wir auch arabisch, ja? Deswegen können wir auch arabisch und nehmen uns, sag ich mal, das Recht raus, darüber zu reden, weil wir wissen, wie es übersetzt wird. Was bist du für Landsmann, Langweiler? Ich bin Aramäer, ich bin Suryoyo. Suryoyo. Suryoyo mag ich richtig sehr, also tatsächlich der Aramäer. Aramäer sind die ältesten Völker der Welt. Einer der ältesten Völker der Welt, ja. Nicht einer, sondern das älteste Volk. Naja, da streitet man sich doch. Ganz älteste würde ich das nicht sagen. Jesus hat sogar Aramäisch gesprochen. Ich weiß. Jetzt halt mal kurz leise einmal hier in der Runde. Er hat mich gefragt, Langweiler, was bist du denn? Das hat er gefragt. Ja, was bist du? Ohne Spaß, Bruder, man vergiss mich. Entschuldige. Ich bin Kroate. Aramäer sind die einzige Volk, wo nicht streiten um Land und leben überall friedlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Na, deswegen sage ich doch. Die deswegen haben ich, kein eigenes Land. Und deswegen sage ich, ich mag Aramäer sehr. Ich ekelhaft. Außer ich bin mich enttäuscht. Wer? Wir streiten. Nein, sind nicht die Ältesten. Die sind die Ältesten, sei leise. So, wir streiten alle um unsere Länder, inklusive meine Land, ja. Oh, mein Herr, dies, das. Aber Aramäer, die leben friedlich überall und die meckern nicht. Ist das nicht ein Vorbild für uns alle? Na, ist aber schade, weil die werden immer weniger. Warum? Denen gehört, denen gehört ganze Welt. Aber ja, aber die Kultur geht voll an. Bruder, Mido, Aramäer ist das erste Volk. Also das ich, muss man akzeptieren. Ich habe großen Nein. Respekt vor Aramäer. Oh, ja. Ich biege mich vor diesem okay. Volk, ich sage Omar, dir ehrlich. Omar Karim, wenn die Aramäer nicht das erste Volk auf der Welt sind, dann beweis uns bitte das Gegenteil. Also ich biege mich vor aramäischen Volk. Aber mit Quelle. Ja, das mit ist Quelle, der Wahnsinn. Du weißt uns das Gegenteil. Naja, die Kronen sind auch schon lange, aber ich glaube, sie kamen später. Afghanistan auch. 3000 vor Christus Kurden, oder so? Bruder, die Kurden stammen von den Aramäern ab. Das waren nämlich Abtrünnige von den Aramäern. Nein, hör auf. Bruder Mido, such eine ältere Sprache als aramäisch. Aramäer sind die echte Christen, glaub mir. Nur die Aramäer. Und danach, nee, ich sag doch nicht gegen Aramäer. Sprache und Volk. Übelst alt. Also wirklich geschichtlich unfassbar. Ich habe gerade gegoogelt. Ich habe geweint. Ich habe vor 3 Tagen kennengelernt, eine Aramäer. Aram heißt er. Wahrscheinlich kennt ihr ihn auch. Und ich habe ihm zugehört. Mir sind Tränen gekommen. Ich habe Gänsehaut bekommen. Also das war nicht lustig, ja. Ich hab gerade gegoogelt, das erste Volk ist so ein San und das ist in Südafrika. Was? Erste Volk ist Aramäer, Volk. Bitte, Google und. Bruder, Sanskrit ist aramäisch. Okay, also habe ich recht, wenn Internet lügen kann. Gut, danke. Auf jeden Fall Aramäer und Kurden und noch ein, zwei Völker sind sehr, sehr alt. Punkt. Afghaner auch. Nee, Afghanen, Armenien nicht. Armenier sind von Aramäisch entstanden später. Ja, Armenien sind nicht der erste Volk, aber die sind vom Aramäisch entstanden. Ich glaube Amerika war Armenien das erste ist Volk. Das nein, Armenien ist das erste Land, was sich zum Christentum bekannt hat, ja? Die Armenier war das erste Land, was sich zum Christentum bekannt hat. Ach du, Bruder.
Bruder, die Aramäer, die stammen von Sem ab. Ja? Von Sem. Das ist der Sohn von Noah. Ja, als die zwei Brüder haben auch noch. Als die Welt auf Null gesetzt worden ist, ja, stammen die Aramäer von Sem ab. Okay, und wo ist Noahs Asche gelandet? In Kurdistan. Was für Kurdistan, Bruder? In Berg Ararat, Habibi, Kurdistan. Und auch der gehört den Armenier. Kurdistan. Eieiei. Mito, sag mal, willst du mich verarschen? Ja, diese Rauschen da. Was der Langweiler, Kroate? Mr. Kellerman. Immer harte Rauschen im Mikrofon. Mr. Kellerman. Und Aramäer sind die ersten Völker. Boah, was ist denn ein Rauschen, Leute, ja? Kellerman, warum redest du nicht? Was ist los? Wie Telefon ist das? Was für Kurden, Amana? Das höre ich auch. Amana. Hey, Doji Vamos, Hirze. Ja, Bem, du bist ein Rauschen, ja. Warum redet dieser Kellerman nicht? Ich war kurz so. So wie wir alle zum Leben alle verdient haben zu leben, haben auch Juden verdient zum Leben. Und sobald die Juden im Spiel ist, fängt diese ganze Welt irgendwas zu machen. Aber wieso, Lagata, wieso hast du Krieg angefangen? Was? Lagata, hast Kurden, du gerade gesagt, dass Kurden das haben nichts zu sagen. Kurden ist kein Land. Was hast du gesagt, Lagata, was? Ey, was hast du gesagt? Lagata, hast du gerade gesagt, dass Juden nur Probleme machen? Leute, was ist das für ein Rauschen? Ich hör gar nichts. Juden machen immer Probleme. Ja, das hieß Frage nächste, gestellt, das hieß. Ich möchte es verstehen, hallo. Ey, wer ist der Übeltäter für dieses Rauschen? Aber auch Ohio, stuppt euch mal bitte, einer nach dem anderen. Das frage ich mich auch. Das tut dir was ist das für eine Geräusch, meine Ohren? Genau. Macht mal alles stumm. Das war Langweiler. So, perfekt, oder? Okay. Das Langweiler war der Übeltäter, ja, Mann. Stumm, Langweiler. So, ey, Leute. Wer hat mir eine Frage gestellt? Ey Leute, ich bin's, Mr. Kellerman. Warte, seid mal bitte alle kurz leise. Ich hab jetzt wirklich alle genug geredet und ich würde jetzt auch gerne mal meine Meinung sagen. Bitte. Ich will euch einmal mal ein bisschen aufklären, okay? Bitte mich ausreden lassen und nicht unterbrechen. Ich küsse eure Herzen. So, also. Der Krieg zwischen Palästina und Israel. Hast du gerade gegoogelt, alles vor dir steht? Nein. Lass mich doch ausreden, Mann. Lass mich doch ausreden, bitte. Bitte. So. Der Krieg zwischen Palästina und Israel, okay, geht zurück bis in die Zeiten von Beethoven. So, damals wurde nämlich Raumfahrt betrieben und da kam auch der erste PC auf den Markt, okay. Und die erste Tastatur der Welt wurde konstruiert mit Emotionen, okay. Und du hast die Emotionen gelangten über den Atlantik bis nach Russland, bis zu Putin. Und deswegen haben wir auch Haus des Geldes erfunden. So, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass der Fernseher von Garin dieselbe Technologie hat wie der Düsenjet von der NASA. Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Okay. Und, genau. Und natürlich ist auch ganz wichtig zu wissen, dass die Ibuprofen-Schmerztabletten, okay, die haben dieselbe Wirkung wie Rittersport-Schokolade zum Beispiel. So. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Megalodon von den Neandertalern abstammt, okay? Und die Tiefe des Pazifik ist die gleiche Tiefe wie der neueste Lamborghini. Der neueste Lamborghini. Und wir müssen natürlich auch wissen, dass die Atome auf dem Mond, okay, und die Stapelchips von Kaufland die gleichen Eigenschaften haben. So. Und die neuesten Erkenntnisse. Er ist pro Palästina. Und was willst du uns damit sagen? Ich weiß nicht, was er erzählt. Er ist 100% pro Palästina. Lass ihn mal aussprechen, bitte. Lass mal aussprechen, bitte. Ich bin noch nicht fertig. Die neuesten Erkenntnisse haben wir uns gezeigt, okay, dass und aber ein bisschen mit Betonung, weil ich verstehe ich gar nicht, danke. Ja, der neueste iPhone zum Beispiel und die Teppiche von Mogadami haben ungefähr dieselbe Technologie, weil die Eigenschaften sind ähnlich. So, da müssen wir natürlich wissen, dass der Krieg zwischen Palästina und Israel, so, dass der vergleichbar ist zum Beispiel mit APIC sein Asus-PC. Wisst ihr? Und deswegen ist schlussendlich zu sagen, dass die Nachttischlampe die gleiche Helligkeit hat wie wie der Mars. Dankeschön. Okay, wer kann übersetzen? Danke. Ich. Für Frauen gibt es nichts zu übersetzen. Ich brauche Übersetzung. Oh, dazu. Kurzfassung, bitte. Übersetzt heißt es, wenn die arabische Expansion nicht stattgefunden wäre, dann gäbe es heute keinen Frieden in Israel.
Ach, Hino, ey, wer hat mir diese 400-500 Münzen gegeben? Woher kommen die? Jemand hat dich sehr lieb. Lalushi hat dir ein Geldpistole geschickt. Ja, was wollte man kurz knapp dazu sagen? Ich will es verstehen, was Kellermann eigentlich sagen wollte. Ich war nicht ganz Kellermann, kannst du das bitte einmal, Kellermann, kannst du das bitte einmal nochmal für Laien erklären? So ganz kurz und ein bisschen deutlicher für die Frauen. Ja, Leute, was habt ihr daran nicht verstanden? Das war danke, Lalushi, falls Lalushi das gemacht hat. Das war doch eindeutig. Fass einfach zusammen, ja, Menschensprache. Dass man nicht alles glauben also soll, was im Internet steht. Die haben den Fernseher, die haben den Fernseher von Gare nicht verstanden und die Teppiche von Mogadami. Ja, du musst denen erklären, was Mogadami ist. Ach so. Ja, Leute, ich muss mal ganz kurz, ich bin gleich wieder zurück, okay? Also ich habe euch auf jeden Fall jetzt gut aufgeklärt. Anike, Alter, der kann gar nicht freestylen, hör mal auf mit dir. Dass du auch erklärt hast, ich habe gar nichts, ich habe nur Bahnhof verstanden. Hast du das nicht verstanden? Naja, der wollte nur sagen, denk dran, die Arche Noah ist in Kurdistan gelandet und Aramäer und Kurden sind die ältesten Völker. Richtig, ungefähr so, ja. Das war auf jeden Fall, das war der Dramatikus, Leute, Dramatikus. Hast du noch ein bisschen mehr davon oder war das alles? Ich habe auf jeden Fall noch mehr, aber zu gegebener Zeit. Aber bitte nächstes Mal zusammenfassen und deutlicher reden, weil ich verstehe es nicht. Aber eine Frage habe ich noch. Wo hast denn du das gelernt? Auf dem Christopher Street Day? Bahnhofsviertel Frankfurt. Boah, darf er so mit dir reden, dieser Oma? Der kennt dich ja noch nicht mal und sagt das zu dir. Krass. Was hat er denn gesagt? Auch eine Beleidigung. Bitte um Entschuldigung. Der hat dich einfach betitelt, als wenn du eine vom Bahnhofsviertel in Frankfurt bist. Ist sehr beleidigend. Oma, was soll das? Kannst du bitte Anstand zeigen, Oma? Anstatt Dankeschön zu sagen für diese Aufklärung, kommt von dir sowas, so ein Front. Sagen, diese Aufklärung muss sogar richtig aufklären, nicht wie Leute, die wie dann natürlich was du willst. Aber trotzdem gibt dir keinen Recht, sowas zu sagen. Ja? Deutsch bitte. Oma, 100%. Sekran mit Shisha-Bar. Ja. Kannst du auch Deutsch? Ich hab gesagt, du hast in der Shisha-Bar ein bisschen zu viel getrunken. Und ein bisschen Grünes. Ein bisschen Achdar, Anik Achdar. Nein, ich nehme so Scheiß nicht. Was denn, was meinst du denn? Grünes weiß ich, was du meinst. Ja, was ist denn Grünes? Oma ist Reizzustand, ich schwör. Wir reden von grüner Wandfarbe, wovon redest du denn schon wieder? Ich dachte, der redet von Gras. Was, seit wann ist Gras grün? Das ist immer grün gewesen. Nein, Mann, wir reden nicht von Gras, wir reden von Wandfarbe. Wir sind der Meinung, du hast am Farbeimer geschnüffelt. Sagen. Hast du das studiert, mein Freund? Das hat dieser Kellermann gesagt. Was, ob ich studiert habe? Ja. Ja, wieso? Weißt du was? Er hat Theologie studiert. Nein. Oma, bist du für Hamas? Nee, er hat Hadithe studiert, Hadithe. Hadith-Wissenschaft und Islam. Oma, ich bin nicht von Hamas, ich bin auch nicht von, wer ist Israel. Aber du bist von Kurdistan, Israel, oder? Auch er ist nicht. Einfach ich bin von meinem Heimatland. Aber warte, gibt es Beweise, dass die Hamas schlimme Dinge macht? Meine Mutter ist Deutsch-Kasach, Papa ist Afghaner. Du bist Deutsch-Kasach und Afghaner. Siehst du, ich hab doch gesagt, der ist für Bagdad. Eine Mischung. Der ist für Irak. Was eine der ist Mischung. Einfach für Irak. Noch nie gehört so eine Mischung. Panisha, war das wirklich Lalush? Ja, Bruder, das war Lalush. Kannst du doch sehen. Drück doch einfach drauf auf deine 507 Coins und dann siehst du, wer dir geschickt hat. Ach so, okay. Siehst du, ich bin voller Anfänger, Alter. Lalush. Ja, Bruder, du brauchst die nicht. Schick die mir. Ist kein Problem. So, aber denk dran, Arche Noah ist in Ararat, Kurdistan gelandet. Dann hat Noah einen Vogel geschickt, eine Taube oder Vogel, weiß ich nicht mehr, geschickt, hat gesucht und kam zurück mit einer Zweige vom Olivebaum
Und da waren, weil die Berge, Kurdistan viele Gebirge hat, da hat wohl ein kleines Völkchen noch überlebt. Und da kam die Aramäer und wie die alle heißen, auf die grünen Wiese mit den Kurden zusammen, haben sich gepaart. Der ist nicht auf Ararat gelandet, Bruder. Da waren ein paar Esel, ein paar Kühe und so weiter. Der ist nicht auf Ararat gelandet, sage ich dir. Der ist auf Kopf von Arafat gelandet. Den Antisack. Aber es gibt ja Berg Arafat, weißt du, ne? Das gibt's auch. Aramäer und Tereskos sind nicht der Älteste. Okay, okay, die Kasaken sind die ersten Menschen auf der Welt gewesen, sogar nicht erste Volk, erste Menschen. Ja, ja, okay, die Afghaner, alles klar. Wenn du weißt, wie lange Afghanistan existiert, so lange existiert Armenien nicht und auch nicht Kurdistan nicht. Habibi, vergiss mal Armenien, wir reden nicht von Armenien, wir reden von Aramäer, das ist ein Unterschied. Das sind die Brüder der Kurden. Das sind die Brüder der Kurden. Armenier sind vom Aramäer entstanden. Ist das schwer zu verstehen? Ja, so wie Aserbaidschaner von den Kurden, ne? Mann, erst die ersten Menschen waren die Inder. Ich habe keinen Namen. Also, wir sind alle von Inder entstanden. Ja, sicher. Also gibt es jetzt irgendein Thema, das wir besprechen oder verpissen wir uns? Lalushi, guck mal, du kommst die ganze Zeit rein und raus. Ja, schick mal hier ein paar Parfüms. Sei mal nicht so geizig, Lalushi. Schick mal ein paar Parfüms hier für mein Live-Ziel. Lalushi, danke nochmal. Ja. Ich habe erst später leider gesehen, Lalushi. Vielen, vielen Dank. Die hat mich gestern geblockt, weil ich habe in ihre Stream-Aufnahmen gemacht, direkt zum Polizei. Nee, Lalushi ist super, super korrekt. Sehr sachlich und ruhig. Manchmal emotional, aber top. Mido, sag mal, Lalushi, die soll mal so 20 Parfüm schicken, ey. Die soll man nicht so machen. Nee. Erst fragen wir die Leute, also bei den Kommentaren, was die für ein Thema besprechen wollen. Bruder, wir fragen erstmal mich. Weil Dankeschön. Ich weiß nicht, Dankeschön. Reicht dir oder willst du noch mehr? Schick mal. Eher orthodox? Wo bist du und welche orthodoxe Kirche bist du? Serbisch-orthodox. Leute, viel Spaß. Keine Sperren, schon wieder diese Sperrendünne. Was sagst du, Brate? Ich brauch Fitna. No, Brate, kannst du nicht. Die Fitna kannst du dir sonst nicht. Langweilig. Warum denn? Mach doch weiter, wie du gestern angefangen hast. Langweiler, du stotterst. Guck mal. Ja, Bruder, ich stotter es. Ich hab doch alle Aufnahmen von dir. Guck mal. Langweile, mach mal stumm bitte kurz. Guck mal, du hast gestern unnötig Stress gemacht. Keine Ahnung. Hino, mach ihn mal stumm kurz. Ja, danke. Okay, jetzt redet weiter. Lass mal den Lalushi reden. Also ich stumme mich, ja? Du darfst reden, Lalushi. Ja, alles gut. Ach, du kannst auch dazwischen reden, weil ich hab gemerkt, gestern mit dir kann man nicht reden. Jedenfalls bist du gestern in mein Stream reingekommen, hast Aufnahmen gemacht, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Ist ja auch kein Problem, kannst du machen. Jedenfalls haben wir nichts Falsches gesagt und dazu habe ich auch nichts mehr zu sagen, weil war total unnötig. Mido. Darf ich Lust dazu einmischen, was du mir dann so Dinge erwähnt? Lagerta, ja. Ich sag an dich was. Wenn ich du Aufnahmen nicht, machst. Ja, so, aber sorry, hört Bruder. Das auch zu. Das geht an euch bei Lagerta. Was Lalushi mir erzählt hast, du weißt schon, wenn du Aufnahmen machst von einer Person und du hast von dieser Person keine Genehmigung, kannst du dich strafbar machen. Nein, das ist... Und du weißt, dass das ich für falsch. Polizei wir sind hier arbeite. Auf TikTok. Weißt du nein, das? Nein, guck mal, das, seine Aussage ist falsch. Schon, dass ich auch nein, seine Aussage ist richtig. Die darf mir... Nein, das stimmt nein, nicht, Leute. Nein, die darf sie nur nicht veröffentlichen. Nein, darfst du nicht. Lagerta. Hallo. Lagerta. Nee, nee, auch nicht aufnehmen. Hallo, lest euch mal die TikTok. Lest euch mal die AGBs von TikTok durch, wenn du auf TikTok live gehst. Es geht nicht mit TikTok, es geht um DGSVO. Nein, die darf es nur nicht veröffentlichen. Sie darf es nur nicht neu veröffentlichen, sie darf aber auch nicht. Alle zur Polizei.
Sie darf das auch nicht aufnehmen, Langerta, ohne meine Erlaubnis. Du darfst das nicht. Nein, du darfst Verstehst? Das nicht aufnehmen. Alter, ich du darfst arbeite das nicht mit aufnehmen, Polizei. Ohne ich meine das Erlaubnis. Beauftrunk bekommen. Ja, Langerta, du bist du weißt schon, dass sie dich anzeigen kann und dass du ganz gewaltige Ärger bekommst. Ich weiß immer noch nicht, dass ich bei Polizei bin. Kapierst du das? Langerta, okay, warte mal kurz. Ich weiß auch, wie sie das auskennen. Ganz kurz. Achis, kein Problem. Lass sie machen. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Ich habe nichts im Stream falsch gesagt. Naja, ist okay. Mach dir keinen Kopf. Da wird doch nichts passieren. Guck mal, Langerta. Nein, Bruder, mir ist das egal. Ich habe nichts Falsches gesagt. Ich habe nichts falsch. Hör mal, Langerta, das war mein Stream. Bitte. Ja, und? Du hast mich unnötig aufgenommen. Du hast mich ohne meine Erlaubnis aufgenommen. Derjenige hat strafbar an sich gemacht. Fertig aus, Bastard. Das ist meine Aufgabe. Langerta, du machst dich auch selber strafbar. Du weißt selber. Ihr kapiert nicht, dass ich bei der Polizei bin, ne? Das versteht ihr nicht. Nein, bist du nicht. Du weißt schon auch, dass ich mit... Aber, ich sag aber, das Wort. Aber, hör... Wallah, so eine unnötige Diskussion will ich in meinem Stream nicht haben. Ja. Aber nur so ein Schlusspunkt. Langerta, einfach Leute aufnehmen, ist einfach scheiße. Egal, was sie sagen. Mach das nicht. Ich hab das beauftragt bekommen, sag, mach das nicht. Wer beauftragt? Bist du James Bond? Ich arbeite für Polizei seit 15 Jahren. Willst du mich verarschen? Mach das nicht. Du machst dich strafbar. DSGVO gibt es in Deutschland. Datenschutzgrundverordnung. Mido, halte dich da raus, lieber. Ich werde anzeigen, wenn du so weitermachst. Würde ich dir sagen, halte dich da. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch alle eine gesegnete Nacht. Weil ich will jetzt langsam Feierabend machen. Gute Nacht, ihr Lieben. Ich hab euch lieb. Ich liebe meine aramäische Brüder und Schwestern. Schöne Grüße an die Aramäer. Bleibt stark. Lasst euch nicht unterkriegen. Die Kohlen und Aramäer bleiben 17, 18 Uhr. Die ältesten Völker der Welt. Hast du gehört? Was? Morgen 17, 18 Uhr bin ich wieder live. Ich erwarte dich. Mido, du hast vergessen, Free Palestine zu sein. Natürlich, Frieden in Gaza, Israel raus aus Gaza, stopp den Krieg, stopp die Bombardierung, stopp den Völkermord. Frieden für Israel, Frieden für Gaza, Frieden für Palästina, Freiheit für Kurdistan und Frieden für Aramistan. Betet für alle Menschen, egal welche Religion, für die Unschuldigen. So, und jetzt gehen wir alles auf. Yalla, salam alaikum. Auf jeden Fall, Alter, ich hab schon meinen Wein und meinen Wodka bereit. Yalla. Okay, Doki, hab euch lieb, tschüss. Und Langerta, mach keinen Scheiß mehr, okay? Sei lieb. Wenn man lieb ist, also ich bin verpflichtet, als deutscher Bürger gerade zu stehen. Und jeder, der hier versucht, ein Land kaputt zu machen, dann... Niemand versucht ein Land kaputt, niemand, ja, alles gut. So will jeder Deutscher sein, ich check das nicht, Mann. Wie bitte? Jeder will irgendwie Deutscher sein. Es geht nicht um Deutschen, es gibt deutsche Regeln, Gesetze, alles Mögliche. Wenn man das nicht akzeptiert, dann hat diesem Land nichts zu suchen, ganz einfach. Zucht und Ordnung nennt sich das. Zucht und Ordnung, meine Güte, das könnte glatt von Hitler stammen, ey. Ich schwör's dir. Nee, nicht so ganz, aber. Ja. Okay, hab denk drüber nach, Langerta, denk drüber nach. Also. Wie gesagt, ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Gute Nacht. Gottes Segen. Gute Nacht, ciao. Lang lebe die Orthodoxie. Das Heil gibt's nur hier, nicht auf TikTok. Ja, Gottes Segen, Leute. Haut rein. Ciao. Und auch nochmal vielen Dank an alle, die geliked haben. Die hier und gespendet haben. Ja, ich bin ja gerade dabei. Und, ja, super, guter Junge. Haben. Ich küsse eure Herzen, danke für euren starken Support. Yalla, jetzt ein Kopf Watermelon Chill. Was heißt das? Wir gehen jetzt alle schlafen? Yalla, jetzt schickt doch mal einer von euch einen Löwe, was rede ich so viel? Ich schicke eine Katze. Yalla, Gottes Segen, ciao. Ciao.